We are going to witness the most anticipated match in the history of professional wrestling. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Und wenn du mich auch mit jedem der neuen Newcomer vergleichst, ich bin besser. Ich kann Double Time rappen, ich kann Stories erzählen, ich kann Punchlines rappen, ich kann Straße rappen, ich kann alles. Ich kann lustig rappen und trotzdem kredibil genug. Ich habe Props, Flair gibt mir Props, weißt du, ich meine, jemand wie Flair, also schon Leute, die schon was gemacht haben, weißt du, Flair, Kollege, alles, das kommt ja auch nicht, die geben mir auch nicht, die sagen ja auch nicht, ey, jeder ist cool, weißt du, ich meine. Also ich habe schon positives Feedback bekommen, bin auch schon ziemlich zufrieden. Der Führer ist da, geh sofort auf die Knie, Ehrenwort eines Chiefs, Ehrendorf maskulin. Losgegangen ist es ja mit dem Diss-Track von Safe und Kolle, mit, bei dem du mit am Start warst, gegen Agro Berlin. Also als allererstes, von mir gab es da überhaupt keine Zeile gegen Agro. Genau. Das war auch gar nicht als Agro-Diss geplant oder wie auch immer. Das wurde halt nur als Agro-Diss aufgenommen. Okay. Letztendlich von den Medien, weil der Favorite hat vielleicht zwei Zeilen gemacht. Und Kollege hatte halt auch zwei Zeilen gegen Sido. Wärst du mit bei dem Track dabei gewesen, wenn du von Anfang an gewusst hättest, dass da Zeilen gegen Agro mit am Start sind? Ich meine, eigentlich schon, ja klar, warum denn nicht, Alter? Das ist Competition, also wie gesagt, ich habe keinen Beef mit Agro oder was auch immer. Okay. Also es kommt immer drauf an, auf was für Zeilen. Also ich fand das eigentlich von Faith, fand ich das halt sportlich und sehr lustig, was er da gegen Kitty Cat sagt. Und Kollege, ich meine, Sido hat den auch tausendmal gedisst. Ja. Also zumindest auch schon oft erwähnt. Okay. Es gab eine schnelle Antwort. Früher wart ihr Fans. Hast du mit der schnellen Antwort gerechnet? Eigentlich nicht. Der Track, der war an sich eigentlich jetzt gar nicht so schlecht. Ich fand es halt nur sehr schade, dass Flair, den ich für eigentlich einen guten Künstler halte, dass der so ausfallend gegenüber Kollegen geworden ist, okay. Obwohl der bloß mal gewiss hat, dass er dann direkt auf die Mutter losgeht. Ich meine, ich bin jetzt vielleicht der Falsche, der sowas zu behaupten hat, so weißt du, was ich meine? Ja, ganz genau. Aber letzten Endes, ich fand es halt nicht gut, dass er das zu Kollegen sagt, weil ich halt den Kollegen auch sehr gut leiden kann, ist ein guter Junge. Man hätte das vielleicht mit anderen Worten da irgendwie zurückwissen können, aber muss ja auch jeder selber wissen. Also zwischen mir und Agro ist ja auch definitiv kein Beef. Also zumindest was Godzilla und Flair angeht. Okay, also das heißt, du hältst dich aus der Geschichte auch raus erstmal? Definitiv, also ich habe damit nichts zu tun. Ja. Das ist ein self-made Agro, ich bin bei German Dream. Okay. Deswegen, also was die da unter sich haben, ist ja auch völlig in Ordnung, ist ja auch immer interessant und lustig. Aber damit habe ich eigentlich nichts zu tun. Okay, also Kolle wird ja darauf antworten. Der wird ja anscheinend ein guter Tag zum Sterben, ein guter Tag zum Sterben Teil 2 rausbringen gegen Flair. Hast du da schon irgendwas von gehört? Nee, ich habe davon noch nichts gehört. Ich habe halt nur vielleicht die eine oder andere Zeile davon gehört. Okay. Und die war halt sehr, sehr gut. Ja. Aber ich meine, vom Kollegen, wenn das jetzt so rap-mäßig abgeht, das weiß auch Flair, das gibt es ja auch selber zu, dass er da keine Chance gegen Kollegen hat, lyrisch. Also, ich meine, das wird definitiv Spannung, ob er wirklich da auch rankommt, ob Kollege wirklich an einen guten Tag zum Sterben nochmal drankommt, ist auch eine Frage. Aber einfach mal abwarten und gucken. Silla hatte ich auch kurz erwähnt. Ja, Silla hatte mich auch. Ja. Aber mit euch ist eigentlich alles cool, sagtest du auch gerade, ne?
Ja, eigentlich ist alles cool, aber die Behauptung da, die ist völlig aus der Luft gegriffen. Also, ein bisschen geärgert über die Line? Definitiv, weil ich stehe da irgendwie komisch so irgendwie zwischen den Fronten. Ja. Und dass ich schlecht über den einen rede oder über den anderen. Also ich rede weder bei Agro schlecht über die. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht so viel Godzilla zu tun oder Flair wie mit einem Kollegen. Der hat ja auch nur das, auch nur erwähnt, weil er da irgendwie meine Derendorf maskulin Zeile als irgendwie provokant oder irgendwie Seitenhieb empfunden hat. Aber ich meine, da müsste ja Südberlin maskulin ja auch ein Seitenhieb gegen Savasch und Taktlos sein. Ja. Und das ist das ja nicht. Also wie gesagt, das war auch gar nicht als Seitenhieb gedacht. Die Line war komplett, überhaupt gar nicht so dazu passend. Nur ich meine, ich verstehe den Jungen auch, wenn er das irgendwie so als Seitenhieb empfunden hat, aber ich meine, der hat das gleich hier selber gemacht und das war ja nicht als Seitenhieb gedacht. Hast du dieses Telefongespräch mitbekommen von King Sasa und Flair? Ja, habe ich mitbekommen. Also was soll ich sagen, ich finde es halt für Flair ist das natürlich eine blöde Situation. Ja. Ist natürlich schade, dass so, aber ich meine, was soll ich jetzt sagen, ich will den Flair jetzt auch nicht schlecht machen oder wie auch immer, aber letzten Endes, wie man wieder sich gibt und wieder da im Telefongespräch irgendwie spricht, sind natürlich zwei verschiedene Welten, so, ohne jetzt Flair angreifen zu wollen oder so, wie auch immer, weiß ich, manchmal will ihn nicht dissen oder was. Ja. Okay. Aber es wird immer wieder der Fall sein, dass man irgendwie auf Aussagen oder was auch immer getestet wird. Und wenn sowas dann passiert, ist das dann natürlich für den Künstler selber nicht gut. Ich meine, es ist natürlich auch keine coole Aktion, irgendwie Rapper aufzunehmen und irgendwie bewusst, das bin ich jetzt auch kein Freund. Also die ganze Situation finde ich total uncool. Aber ich meine, muss jeder halt selber wissen, was der macht. Weißt du, ich meine, also ich würde jetzt nicht irgendwie mit einem Rapper irgendwie sprechen und das aufnehmen. Wäre halt nicht mein Stil. Ja. So, weißt du, ich meine, ist halt irgendwo nicht korrekt. Aber letzten Endes muss halt jeder selber wissen. Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass der Flair jetzt dadurch irgendwie groß Fans verlieren wird oder wie auch immer. Und ich glaube auch, dass der King Zaza da jetzt irgendwie auch nicht groß dadurch irgendwie neue Fans gewinnen wird, sondern es bleibt wie es ist. Und also ich meine, jeder soll das machen, was er für richtig hält, Alter. Also. Ich kenne King Zaza nicht, ich kenne Flair persönlich auch nicht. Okay. Lass uns das einfach mal als Konkurrenz sehen. Am Ende müssen die Fans entscheiden, was besser ist. Lassen wir das einfach mal so stehen, oder? Also ich sehe mich da nicht bedroht durch das Release, ganz und gar nicht. Ich sehe mich da auch in keinster Weise bedroht, also dazu nochmal. Aber wie gesagt, also ich will jetzt hier nicht irgendwie voreilige Schlüsse ziehen. Im Endeffekt, lass uns mal abwarten, was da von den Jungs kommt. Ich finde das eigentlich gut, dass sie sich zusammengetan haben. Ist so in Ordnung, haben beide noch was von, aber die Zukunft gehört definitiv Kollege und Farid Gang Bang. Jung, diese zwei machen Stress ohne Grund. Du doch seh, das hier sind respektlose Jungs. Agro Berlin ist jetzt geschlossen worden, ist kurz nach eurer kleinen Fehde mit denen passiert, hat natürlich jetzt nicht direkt was damit zu tun, aber unabhängig von deinen Streitereien, wie würdest du das einschätzen? Also ist das ein schlechtes Zeichen? Wie siehst du das? Ja, was soll ich sagen? Also ich habe jetzt keinen großen Bezug zu Agro.
Die haben halt viel Arbeit gemacht, ist in Ordnung, aber wurde halt an der Zeit. Irgendwann mal muss sich jeder verabschieden. Weißt du, ich meine, irgendwann mal sagt auch Kollege, sagt Farid Bang, ja, ist vorbei und so ist das nun mal. Man muss das halt einfach so sehen. Die haben rechtzeitig aufgehört oder was auch immer und deswegen, also sollen ihr Ding machen, so weißt du. Ich komm aus der Klapse raus und steig in den Ferrari, denn nice, guck, wie ich Farid Bang von seinem Fahrrad bang. Ich steck den Gold in die Tasche, Flair, du startest immer unter Sidos Gold in den Schatten. Wen willst du Handelshemd vom Fahrrad bang? Ich ficke deine Frauennote, Flair, deine Raps sind nicht sagen wie Toaststumme. Du bist wohl wie Patrick Ross und Elton John. Ich töte mit dem Bart Ray Cross und Elton John. Im Heim war es die Möhre, heute riesige Schwanz. Du kannst kein G sein, denn dir fehlt dieses T-Shirt im Schrank. Rein mit goldenem Mike, reif mir die Agra und Flair muss in den sauren Apfel beißen wie Adam. Yeah. Denn zu Zeiten, wo Agro da war, kannte keiner in der Szene diesen Marokkaner. Juice Cover Flair, heute gibt's Nacken Chain, ja davon kannst du ausgehen wie Taschengeld. Rommel mit Gewehr, ficke Flair, suche die Schnampe, ja wo warst du als Sonny Godzilla, Hurensohn nannte. Wo jetzt hin, nicht viel Care Max Musik, leg das Mic auf den Boden, wer will jetzt wie? Flair hat mich zuerst gedisst, ich habe nie Flair gedisst, ich habe nie Sido gedisst, das sind alles Leute, die mich zuerst angegriffen haben. Ich habe meine Musik gemacht, ich habe das lustig gemacht, ich habe auch immer Props den Leuten gegeben, ich habe nie schlecht über Sido gesprochen, aber dann, ich weiß auch nicht, aus was für einem Grund auch immer sich diese Leute dazu berufen gefühlt haben, mich zu dissen. Und das geht halt nicht. Jeder, der mich disst, der muss halt mit einer Antwort rechnen. Dies ist mein offizielles Snippet, ihr habt gedisst, das ist meine Antwort auf Deutschrap. Mock, Flair, das ist mein Intro. Viel Spaß damit. Ich lebe wie ProSiebenStars, hab Mädchen wie Colin im Arm und Flair hängt vor dem Rechner, sucht nach WLAN wie Politiker. Such mal WLAN, du Affe, Alter. Ich bin Karottenmann. Für Straßenrap. Flair, was dir fehlt, ähnelt dem Logo vom 3Z. Was uns unterscheidet, ich lebe, was ich rap. Und schwör auf alles, Flair hat sich vor BTM versteckt. Ja, Flair, du hast dich vor BTM versteckt, du Lappen, Alter. Rap ist meiner Sache, doch der Patrick kein Kanake. Gestern war es eine Möhre, heute steckt eine Flasche. Hol das Messer aus der Tasche, dem Flair der Stricher. Verdient mehr Geld mit schnellem Verkehr als Blitzer. Oha! Du gehst singen bei den Kopf, Flair, du Pflegefall. Willst dich mit mir messen, als wär ich ein Meter. Flair, ich schlag dich kaputt, du Wand. Warum bin ich auf den Straßen Einfluss wie Frankfurt? Wo ich sag, wo jetzt hin, nicht wo ich sag, wo ich sag, wo was da in mir? Farid Bang ist zurück, wer ist ihr Schwuchtel, Alter. Ihr konntet mich dissen, jetzt kommt das. Habt ihr gedisst, ne? Eins gegen sieben. Habt ihr schön gedisst, ne? Dann hört man das hier. Wer will noch Beat? Afrozianer, Marokkaner, fahr den Benz jetzt zum Sport. Rekerscher, Frank White und Mock, Farid Bang ist der Boss. Während ihr weiter die Gangster spielt im Studio, verdicke ich Lines an Kids wie ein Schulkiosk. Ey, ich lebe wie ProSiebenStars, hab Mädchen.
Menschen wie Colin im Arm und Flair hängt vor dem Rechner, sucht nach Wählern wie Politiker. Du Homo, ich schlag dich weg, Homo für Straßenrap. Flair, was dir fehlt, ähnelt dem Logo vom KIZ. Nimm Möhren, schieb sie in dein Arsch, du Lappen. Denn Flair nennt sich Papa, weil er keinen Papa hatte. Flair bei MTV wollten dich Araber durchsieben. Was du jetzt verdienst, erinnern sich diese Araber durchsieben. Weil du Schutzgeld zahlst, du musst Cash besorgen. Farid lässt dich Bordstein fressen wie Edward Norton. German Dream, maskulin und deine großen Brüder. Lade die Pumpkern und sie fressen Schrot wie Hühner. Ich schieß auf Agro, fahr den Lexus weg, weil ich Skaterbox, Label Boss, Echo Fresh. Flair, ich schlag dich kaputt, du Bandwurm, denn ich hab auf den Straßen Einfluss wie Frankfurt. Patrick ist kein Russ, Farid ist ein Russ, Asphalt Massaker 2, ich lebe wie Russ. Ey yo Patrick, du bist nach nem Bodycheck unten. Ich Carlo Koks Noten, du bist Sonny Blacks Note. Frank White's Gang weiß, ich klatsche sie gerne. Rap ist meiner Sache, doch der Patrick kein Kanake. Gestern war es eine Möhre, heute steckt eine Flasche. Hol das Messer aus der Tasche, dem Flair der Stricher. Verdient mehr Geld mit schnellem Verkehr als Blitzer. Du gehst singen bei den Kopf, Flair, du Pflegefall. Willst dich mit mir messen, als wär ich ein Metermaß. Und weil ich dir gestrecktes Gras andreh, kommt Patrick mit Frank, Peter, Detlef und André. Flair, deine Crew, sie wird restlos gebumst. Denn ich komm auf deine Tour und mach Stress ohne Grund. Seit deren Dorf Massenmord, der Westen ist weg. Und schwör auf alles, Flair hat sich vor BTM versteckt. Schutzgeld, ich seh die ganzen Kanten mit Flair. Doch ich werde von Frauen angemacht wie ein Herd. Kreuzung der Gangster, ich fick heute Jules and Männer. Und bevor Flair mich fickt, können neun Uhren schwängern. Also einzige, wo es wirklich was Persönliches war, war bei Bushido. Und da hat mir jeder das wehgetan. Das hab ich auch immer dann im Nachhinein, haben wir das immer... Da waren wir immer so ehrlich und haben gesagt, ey krass, das war ja richtiger Nervenkrieg. Aber jetzt, wenn irgendwelche anderen Typen mich dissen, so... Und nicht mal, wenn es sozusagen fast das komplette Album von Farid Bang ist, in dem ne... Das ist auch ein kompletten Album, ja? Also in jedem zweiten Track, würde ich sagen, kommt mal so der Name ab und zu mal vor. Echt, ja? Boah, ey, der muss ja nachts von mir träumen, wa? Keine Ahnung, was mit dem Jungen... Ich habe den noch nie live gesehen, so vielleicht ist es wegen Echo. Vielleicht meinte Echo zu ihm, ey, mach mal jetzt und so. Damals, bei mir hat es nicht ganz geklappt, probier du das mal nochmal, weiß ich nicht. Aber cool, Mann. Ich meine, ist auch Rap, soll er mich dissen, ist doch gut. Wenn es ihm besser geht. Wo ist er gechartet? Ich glaube, irgendwas in den 50ern. Bin ich da richtig informiert? 56. Na, Bombe, ist so gut. Top. Und wie bleibt man dann verkauft auf Platz 56? 2000, 5000? Hat dich das denn dann irgendwie gestört, dass es hieß, irgendwie Bushido macht einen Track mit ihm? Nein, also wirklich, es ist so, ich mache einen Track mit Godzilla. Godzilla und Bushido sind nicht besonders cool. Er macht einen Track mit Farid Bang und Kollega und am Ende hat er die Tracks ja auch nicht raufgenommen, weil er auch gemerkt hat, dass die Fans da nicht so Bock drauf haben. Da musste ich gar nicht mit ihm drüber reden, also weil wir auch wirklich nicht über so eine Sachen reden. Der kleinste Junge, also der kleinste Konsument, der jetzt wirklich nicht krass viel über Verkaufszahlen sich Gedanken macht, der merkt schon, dass dieses rauskommt, ein Rapper dissen, das ist doch nichts Reales. Also, weißt du, Real, man redet ja immer von diesem Real-Gequatsche in der Hip-Hop-Szene. Naja, aber du disst doch diesen Rapper jetzt nicht wirklich, weil du ein Problem mit dem hast. Und warum sollte das dann Leute interessieren? Warum erhoffst du dir davon, dass du irgendwie berühmt wirst durch diesen Beef? Wir sind nicht dadurch berühmt geworden. Wir haben natürlich gute Musik gemacht, hatten krasse Videos, haben einfach echt viel gearbeitet. Und dann waren es persönliche Gründe. Und dieses MTV-TRL-Phänomen, das hat diese ganzen Farid Bangs und Kollegas, die Köpfe wurden von denen gefickt. Weil die denken wirklich jetzt, ich muss nur einen Rapper dissen und bin dann berühmt. Und das ist nicht das war nicht die Formel so. Gute Musik ist die Formel. Mach dein Ding, Alter, mach deine Mucke, charte, komm auf Top 10, Alter, und dann werde ich auch dich vielleicht mal dissen, einfach nur, weil es vielleicht auch Spaß macht. Aber das ist nicht das, so wird man nicht berühmt und so wird man nicht erfolgreich. Es tut mir wirklich leid. Also wenn das wirklich durch mich passiert ist, dass jetzt so junge Leute wie halt über die Leute, die wir gerade reden, wenn die halt jetzt wirklich denken, ey, die müssen den ganzen Tag rumrennen und eine große Fresse haben und Leute dissen, wenn die denken, dass das Hip-Hop ist, dann tut es mir wirklich leid. Das wollte ich nicht, Alter. So, das. Ich schlag dich kaputt, du Bandwurm, denn ich hab auf den Straßen Einfluss wie Frankfurt. Patrick ist kein Bus, Farid ist ein Bus, Asphalt Massaker 2, ich lebe wie Bus. Ich höre jeden Tag, dass irgendjemand irgendwas hat, irgendjemand irgendetwas aus irgendeiner Stadt. Als erstes dieser Farid, ich kenne keinen Bang. Wo kommt der, was macht der, man muss den Typ nicht kennen. Ich hab ihn mal gesehen, bei Talk, 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 schon damals war ich Fan. Code und Sport.
Hey, ich fick sie, oh, auf Whisky, oh, German Dream, maskulin in dein Ohr. Auf jeden Fall, und was ich auch noch sagen will, Alter, Flair, du kleiner Wascher, du kleiner Wichser. Was ist das da für ein Album, was er wieder gemacht hat, so kleiner Schwanzwitsch? Was ist das für ein Album mit so scheiße gerappter House of Maus und Klaus? Was ist los mit dir, Junge? Wenn du mich disst, dann disst mich richtig, du kleiner Wichser, Alter. Immer diese billigen Disses, Alter. Was ist das immer für eine Scheiße, Alter? Das regt mich voll auf. Mach Kohle mit Pep, Schuro und Crack, zahl im Ruf. Ich würde dich davon halten. Ich bin der Beste. Ich bin, glaube ich, Berlin's Most Wanted. Du bist du so. Becken ist, glaube ich, wirklich Berlin Most Wanted. Also nicht die drei. Aber egal, die sollen ihr Ding an so ein Geld verdienen. Das interessiert mich nicht. In deren Dorf Massenmord, der Westen ist weg. Und schwör, wann es fährt, sich vor BTM versteckt. Schutzgeld, ich seh die ganzen Kanten mit Flair. Doch ich werde von Frauen angemacht wie ein Herr. Kreuzung der Gangster, ich fick heute Jules and Männer. Und bevor Flair mich fickt, können neun Uhren schwängern. German Dream maskulin und deine großen Brüder. Lade die Pumpgun und sie fressen Schrot wie Hühner. So, also hier sind natürlich Sprühdosen, kann man natürlich hier immer finden, gerade für Leute wie Flair, der in seiner Jugend echt sehr viel gesprüht hat, und die anderen Gangster-Rapper, ist das natürlich hier die passende Alternative. Deine Kleine kann jetzt blasen, es ist bald vorbei. Ich hol die Möhre raus und schiebe mein Schwanz da rein. Yeah! Es gibt ab und zu immer mal kleine Seitenhiebe in bestimmte Richtungen. So ist mir halt aufgefallen, dass du stehst mit den Sprühdosen da und dann gibt es den kleinen Seitenhieb für Flair. Ist es bewusst, dass du es nicht machen wolltest, oder ist das so ein, was? Ich meine, sonst nutzt du das auch immer gerne. Ja, also da war jetzt nur dieser kleine Seitenhieb für Flair, weil das einfach sehr lustig war mit den Sprühdosen. Ist ja eine bekannte Tatsache, dass er mal vor seinem Gangster-Rapper-Dasein ein Sprüher war. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, machst du mal ein kleines Witzchen. Aber jetzt mit Flair habe ich jetzt keine großen Probleme. Der wird auch beispielsweise auf dem Album nicht gedisst. Ja. Muss ich den einen oder anderen Fan enttäuschen. Ich habe generell abgrundtiefen Hass zu diesen ganzen Leuten, die mich dissen. Sido, seine Gang und die ganzen Leute. Einzige, den ich nicht so vom Herzen hasse, ist Flair. Das heißt aber nicht, dass irgendwann mal ein Flair-Track entstehen wird oder irgendwas, sondern ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Jeder, der irgendwie meinen Namen im Negativen in den Mund nimmt, muss natürlich damit rechnen, dass irgendwann auch mal mein Penis daraufhin folgt, der ihn dann in seinen Mund eingeführt wird. Farid Bang Bass, ich komm in deine Mensa und scheiße auf BMW, weil ich einen Benz fahr. Ich sag dir jetzt so ein paar Namen von deutschen Rappern, mit denen du schon einmal Beef gehabt hast oder hatte. Und du sagst mir so, wie es so beef-technisch damit aussieht. Okay? Ja. Flair? Hat mir im German Dream Forum eine PN geschrieben. Dann haben wir uns da auch vertan. Wie süß. Ich hab mich selbst gesigned, mach den Deal mit Beef-Attack. Du gehst mit deinen Bangern in den Club. Schwulen treffen. Das ist die neue deutsche Welle. Scheiß auf Farid Bengel. Deine peinliche Karriere wird mit deinem Part beendet. Ich bin Flair. Du hast Selbstbewusstsein, doch woher? Ist dein Ernst, kleine Kinder zu belügen, ist nicht schwer. Ich weiß, du wirst mir auf der Straße nicht gefährlich. Ich kann dafür sorgen, dass man diesen Farid Bang beerdigt. Wenn du Pech hast, wirst du einfach nach der Jugend nicht erwachsen. Die harten Jahre haben ihre Spuren hinterlassen. Was du nicht kennst, weil du nicht bangst, auch wenn du dich so nennst. Alles, was du kennst, ist impotent. Ich komm mit paar Berliner Raudis in dein Partyzelt. Du bist nicht hart, weil du's behauptest, Farid Bang. Dann kommt Farid Bang, ich zeig dir, wie verrückt ich bin. Wie ein Irrer mit dem Küchenmesser, ich zerstückel dich. Guck, wie hübsch du bist, wenn ich dich zum Teufel jage. Star-Designer, ich verpasse Farid eine neue Nase. Ich hab dein Leben jetzt im Griff, überschätz dich nicht. Ich mach die Messer scharf und Farid kriegt den letzten Schliff. Nur dein Boss liegt noch da drunter, ihr seid ganz unten. Wen findet ihr vom Rap her besser, Flair oder Bushido, Alpagan oder K1? Mir persönlich gefällt da Flair am besten. Und du? Da bin ich mal gespannt. Ja, das sind ja alles vier sehr gute Freunde von mir. Also am schlechtesten... Naja, der Beste ist, von denen finde ich am besten Bushido.
habe den East Pack voll Koks, wir erschlagen paar Kiffer. Regel Nummer 3, echte Gangster haben kein Twitter. Das ist jetzt keine Missgunst von mir, aber egal wer, sei es Kollege, sei es Echo Fresh, sei es Farid Bang, sei es Casper, das hat nichts damit zu tun, dass die Leute, dass wir den Leuten den Erfolg nicht gönnen. Die Leute haben aber sich, wie gesagt, auch auf eine Sache eingelassen, so, die sie auch so einfach jetzt nicht mehr loswerden. Die Leute, guck mal, natürlich geht es ihnen jetzt besser als vor 2 Jahren. Natürlich spielen die jetzt vor 700 Leuten, 800 Leuten mal irgendwo. Und natürlich merken sie jetzt, dass das eine super Sache ist, wenn man Erfolg hat. Aber so, wir haben das nicht vergessen, wie sie sich den Erfolg geholt haben. Und wir haben nicht vergessen, auf welche Art und Weise die versucht haben, sich nach oben zu ficken. So, indem sie nämlich sich an den Künstlern aus Berlin hochgezogen haben. Und ein Kollege kommt nicht mehr nach Berlin, der traut sich nicht. So, weißt du, ich meine, ein Farid Bang kommt nicht mehr nach Berlin. Warum? Weil sie da auf die Fresse bekommen. So. Aber wir gehen in jeder verdammten Stadt in Deutschland, gehen wir auf Tour, das ist uns scheißegal wo. Und darum geht es so. Das ist das, was die rappen. Die kleinen Kinder da draußen, die 16 Bars-Interviews jetzt gerade gucken, die denken, dass das richtig krasse Typen sind. Und das will ich einfach nur sagen, das sind keine krassen Typen. So. Das sind normale Jungs, Alter, so, die auch Talent haben. Ich gönne denen auch deren Erfolg. So. Aber die sollen ihre Sprüche und ihre krassen Zuhälter-Verkaufsstrategien, alter Mann, so, die Leute sollen einfach nur das rappen, was sie sind. So. Und am Ende des Tages, wenn sie den Leuten dann was vorlügen und die Leute dann die CDs kaufen, so, dann ist das auch okay. Dann, ich muss jetzt, wie gesagt, nicht den Hippopolizisten spielen. Ich sag halt nur in einem Interview mit einer Vis-a-vis, was uns unterscheidet. Weißt du, was ich meine? So? Alben im Februar, Farid Bang, Banger leben kürzer. Jemand gehört und jemand eine Meinung dazu? Ja, haben wir gehört. Banger leben kürzer, hat er recht. Banger leben kürzer, Alter. Jeder Vogel hat Erfolg, Digga. Willst du wissen, warum? Weil es da draußen immer noch mehr Vögel gibt. Deswegen so. Und selbst aber auch bei Farid Bang, Alter, und so. Also es gibt so ein paar Themen, da sage ich dir ganz im Ernst, was die sich rausnehmen und so. Ich will auf jeden Fall die Typen live sehen. Ich will mit den Typen in einem Raum sein. Bitte, ich gebe demjenigen Geld, der mich zu diesen Typen bringt, mich mit denen in einen Raum sperrt. Glaub es mir, Digga. Farid trifft sich doch bestimmt mit dir. Gerne, Dicker. Gerne, können wir gerne machen, Dicker. Aber bevor dann will ich dabei sein und sorge für eine entspannte Atmosphäre. Ja, ich schenke Dicker grünen Tee Dicker aus und... Glaub mir, Digga, ich nehme dich und deinen grünen Tee und stell dich sonst wohin, Digga, glaub es mir. Und da kommen noch ein paar andere Leute vor mir, die sich aber mit dem erstmal treffen wollen, Alter. Nee, aber am Ende des Tages, Respekt für den Erfolg. Das wollte ich hören, ich danke dir. Und zwar, ob du dir vorstellen könntest, dich mit Kollega mal an einen Tisch zu setzen, und das gleiche gilt wohl auch für Farid oder Faith, damit die auch mal wieder in Berlin auftreten könnten. Ich setze mich gerne mit denen an einen Tisch, aber ob dann geredet wird, ist die Frage. Ich habe mir auch mal jetzt in den letzten Wochen, weil wirklich viel gerade rauskommt, sei es jetzt Farid Bang, Haftbefehl, Masimoto oder wie heißt der? Der heißt anders jetzt, oder? Casper, so, ich habe mir das wirklich mal alles reingezogen und ich muss wirklich sagen, Alter, so toll sind die alle nicht. Was ist denn an Bayern Release? Nein, Masimoto ausgenommen und Casper auch, aber ich will damit sagen, also... Ich weiß schon, worauf du hinaus willst, aber da reden wir noch drüber. Jeder sieht halt bei YouTube, dass Farid Bang 10 Kanaken im Background hat und jetzt 50 Mütter fickt. Dann kommt Hassan, hat 83 Araber, die ficken 137 Mütter. Also am Ende des Tages, so, ist das nicht Gangster? Wo ich dann halt sage, ey, wenn du den Leuten ein Forum bietest, wo sie einfach wahllos jemanden haten, wer auch immer, welche Partei auch immer die andere Partei hatet, und das in einem Rahmen stattfindet, der nicht mehr angemessen ist, dann sind die für mich alle eins, das habe ich denen gesagt. So. Und dann gab es halt so Sachen wie Farid Bank Berlin. Das war so eine Überschrift, Farid Bank Berlin. Und ich kann mich schon so in die Lage versetzen von einem Farid Bang. Und der würde alles sagen, um aufs Cover zu kommen. Ist doch klar, er will darauf. Er war noch nie auf dem Cover. Er würde sogar sagen, Alter, er bangt von dem und dem die Mutter wahrscheinlich, wenn die ihm das so sagen würden. Mhm. Dass er Berlin nicht bangt, braucht man nicht drüber diskutieren. Was mich in dem Augenblick nur nervt, ist, warum geht's in diesem Heft immer nur darum, wer wen bangt? Auf der anderen Seite hat jetzt, glaube ich, Haftbefehl neulich erzählt, dass sich Alba und Farid
eventuell gerade so ein bisschen annähern. Wäre das für euch auch eine Option? Also ihr seid ja auch beide mit ihm nicht sonderlich gut gestellt. Nein, wir brauchen uns da nicht annähern, weil ich stecke da auch nicht so viel Herzblut in die Sache wie Alpa. Die sind, gehen mir am Arsch vorbei. Also wenn der könnte jetzt hier reinkommen, sich dazusetzen, dann würde ich zu ihm sagen, geh mal wieder weg, wir machen hier gerade ein Interview. Ich habe vielleicht Kumpels in meinem Umfeld, die würden dann den Typen wegschlagen, aber ist okay, der ist mir egal, der braucht auch keinen Kopf machen. So, ich diss ihn, weil ich weiß, es gibt dann ein paar Klicks mehr und dann ist gut. Mehr ist es nicht. Mir passt halt seine Nase nicht. Gibt es denn irgendwelche Seitenhiebe auf dem Album oder habt ihr darauf komplett verzichtet? Ja, nee, wir haben Farid Bang gedisst, wir haben Kollega gedisst. Dann haben wir nochmal Farid Bang und Kollega gedisst. Dann haben wir auch nochmal Farid Bang und Kollega gedisst. Nochmal Farid Bang, Kollega und Farid Bang. Kollega nochmal einzeln. So einfach, aber guck mal, wir können auch nichts dafür, dass sich die Namen auf so viele Wörter reimen. Dafür kann ich halt nichts. Sag mal ein paar Reime. Na, einfach Kollega auf dreckiger Schwanz. Wenn sich das nur mal reimt, oder Farid Bang auf Akne-Gesicht. Weißt du, wenn dann ein fünfsilbiger Reim auf einem fünfsilbigen Reim, das kannst du als Rapper, du kannst da auch nicht von, das ist wie ein Stück Gold, was auf der Straße liegt. Das kann man nicht liegen lassen. Das kann man nicht liegen lassen. Ich hab den Streit nicht begonnen, doch beende ihn. Ihr seid hier nicht willkommen bei uns in West-Berlin. Weißt du noch damals warst du Fan von mir und heute wunderst du dich so, dass ich dich nicht respektiere. In meiner Gegend überlebst du keine zwei Minuten lang. Du bist mit deinem bis zu weit gegangen, das hast du gut erkannt. Mein erstes Album, es liegt bei dir im Kinderzimmer. Du bist morgen wieder weg, ich bin für immer King für immer. Euer Double-Time-Scheiß macht keinen Sinn, ihr Spinner. Eure Scheiß-Karriere liegt im Sondermüll, finde Kinder. Sag, was soll das für ein Gebrabbel sein, Double-Time. Deine Scheiß-Karriere wird die gleiche wie bei Nabel sein. Du solltest aufwachen, auf den Rücken aufpassen. Du lernst, was hart ist, wenn die Berliner ausrasten. Und wenn wir kommen, dann versteckst du dich, Messerstich. Dann siehst du die Welt aus der Backpack-Rapper-Sicht. Und dein Friedensangebot ist verlächerlich. Meine Fans sagen besser nicht, das ist für Felix und Farid. Ich mein Farid und Felix. Wie siehst du aus, Junge, Pickelface, wasch dich. Mann, all die Scheiße, die du laberst, ist das Absicht. Ich schick dich heute auf den Straßenstrich Nachtschicht. Mann, dieser Track ist ein Messer, das dich absticht. Ich erkläre euch mal, was Rap ist. Gebt euch Sprache, überfahre diesen Farid heute Nacht in Neckostraße. Ihr seid nicht Blamage, ich seh die Wichser rennen. Jeder von euch frisst jetzt meine Scheiße. Dschungelcamp. Du schiebst das, weil die Mädchen mich erkennen. Ich heiß dich Farid Bang, bei Curry 36. Und ich übertreib. Doch ist dein Arsch auf Diät oder warum schiebt man Gemüse rein? Du bist ein Akne-Kind, was nur nach Kacke stinkt. Farid ist der größte Schwanz. Berliner Dab bestimmt, ich würd dich nicht mal featuren, Junge. Selbst wenn die Partner stimmt, du bist nicht, hast nicht zu Hollywood heißen. Deine Herkunft ist die Talkshow, Oliver Geissen. Das ist das maskuline Mixtape. Und du bist krass durchgefickt, ey. Rest in peace, homie Big Cell. Ey, ich komm gerade frisch aus Malaga, mach Straßenstricher Massaker und fange damit bei dem arschgefickten Patrick an. Klatsche diesen Hampelmann, Patrick von der Hantelbank, und mach den Latten mit paar Hamburger Kanacken Angst. Die haben ja, er und Farid Bang, glaube ich, die haben ja damals angefangen, oder Kollege war auch damals jemand, der hat ja, glaube ich, das hast du mir auch gestern gesagt, auf diesen Bushido-Beats angefangen, ne? Und dann ist mir auch so ein Licht aufgegangen, dass es ja eigentlich Jungs sind sozusagen, die inspiriert durch unsere Berliner Hardcore-Zeit angefangen haben mit Rap. Und natürlich ist das alles immer so, ich habe es ja damals in diesem Diss-Track schon sozusagen versucht, den Leuten zu sagen, ist ja ein Schrei nach Liebe. Die wollen ja praktisch Anerkennung. Und kann man auch bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, weil ich will damit sagen, so, ich kann verstehen, so, warum dann diese Leute halt ihre Rapper brauchen, ihren Bezug brauchen und warum auch diese Rapper sozusagen Anerkennung verdienen, weil es ist ja nun mal so, dass die jetzt auch seit einiger Zeit, und jetzt kommt wirklich das Props geben von der ganzen Unterhaltung hier, die sind ja jetzt auch wirklich seit ein paar Jahren im Geschäft und sind ja auch, haben sich ja auch am Leben erhalten und sind ja jetzt auch wirklich so, dass sie Platten verkaufen. Auch wenn es nicht das ist, was ich in 100 Jahren nicht machen würde. Und deswegen sage ich, cool, Alter. Ich würde gerne mal einen Kollegen und einen Farid Bang mit nach Harlem nehmen oder mit in die Bronx und so und dann mal das richtige Hip-Hop-Leben zeigen und so. Und mal richtige neue Hip-Hop-Musik zeigen, so, damit die mal hören, Alter, was so jemand wie ich daran auszusetzen hat. Vielleicht kommen dann diese Differenzen, vielleicht kann man das dann klären, keine Ahnung. Ja, dann fahrt doch zusammen dahin, ich komme mit und begleite das. Okay, machen wir. Das hast du ja sicherlich mitbekommen, diese Geschichte, dass die beiden auf dem Lars Unlimited-Konzert waren.
Ich weiß nicht, warum die da vorbeigekommen sind. Vielleicht wollten sie ihn einschüchtern. Ich meine, es ist jetzt keine Kunst, Alter, mit 10 krassen Typen so einen Lars Unlimited einzuschüchtern. Also ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Wie gesagt, zu mir soll mal einer kommen, Alter. Also weißt du, so, wenn ich Lars Unlimited wäre, ich wäre auch nicht so ruhig geblieben. Er hat das auf jeden Fall sehr, sehr erwachsen gelöst. Ich könnte da nicht so lange so erwachsen bleiben. Aber ich kenne auch nicht die persönlichen Probleme. Ich weiß nicht, was da jetzt vorgefallen ist. Das ist halt sozusagen Rap-Deutschland. So. Das ist dann halt das, was man hier hört, wenn man zurückkommt. Weiß ich nicht, keine Ahnung so. Also, was wäre für dich in der aktuellen Situation quasi das Unangenehmste, wer müsste bei dir in der ersten Reihe stehen, dass du eben sagst, das würdest du dir nicht gefallen lassen oder hättest du da keinen Bock drauf? Solange jemand am Eingang die Karte bezahlt, können alle kommen, ist mir egal. Ich will halt nur damit sagen, dass wenn man auf Schwächeren rumtritt, wenn dann so ein armer Lars Unlimited irgendwie bei seinem Konzert mit so einem Mob da überrannt wird, so, dann ist das ja keine Kunst, Alter. Also, das ist so, also ich, keine Ahnung, Alter. Ich verstehe auch nicht, warum überhaupt einer sowas befürworten kann. Sowas ist dann halt wirklich armselig, Alter. Es hat jetzt auch nichts mit diesen Rappern zu tun, mit denen ich sowieso nicht immer so auf cool war. Das würde ich jetzt auch sagen, wenn Mo Mitchell das morgen machen würde oder du oder dein Kumpel, Alter. Ich würde zu jedem sagen, ganz im Ernst, was denkst du dir dabei? Das ist doch ein lieber Typ, der will doch keinem was Böses. Das ist Lars Unlimited, man. Jeder weiß, der rappt über Rap, der rappt darüber, wie cool Hip-Hop ist. Aber der war ja nie auf dem Gangsterfilm, der war nie auf dem Street-Film. Deswegen verstehe ich nicht, warum man auf dem Street-Level mit dem sich irgendwie messen muss. Das ist, also Street-Level bedeutet Street-Level trifft Street-Level, nicht Street-Level schnappt sich armes kleines Häschen, Alter, sowas gibt's nicht. Weil er jetzt die Mütze schräg trägt und ein Backpacker ist, heißt das nicht, dass ich ihn nicht respektiere, sonst hätte ich keinen Track mit ihm gemacht. Aber ich meine jetzt, auf dem Street-Level ist das so, der will da gar nicht sein, weißt du, warum ziehst du ihn in irgendwelche Sachen rein, wo er gar nicht sein will, wo er wirklich nur da steht und dann halt eine Woche später irgendwas auf Facebook posten muss. Also, deswegen meine ich damit so, da muss man sich schon die richtigen Gegner aussuchen so und finde ich armselig, Alter. Also auf Schwächeren rumtreten habe ich nie gemacht, würde ich nie machen und verstehe ich nicht, warum man das machen muss. So Leute, Farid Gangbang, wir sind heute im Moviepark. Mickey Mouse ist hier und Bugs Bunny. So Leute, willkommen auf der Ghost Chasers und da seht ihr auch zwei alte Bekannte. Einmal SpongeBob Schwammkopf und einmal der Patrick. Tiefer gefallen als die Verkaufszahlen von Flair. Hinter blauen Augen verbirgt sich ein Jochbeinbruch, ey! Ja, hinter blauen Augen verbirgt sich ein Jochbeinbruch. Jemand, der natürlich versucht, sich die ganze Zeit an unseren Hype hochzuziehen, weil seine Zeit natürlich schon weit abgelaufen ist. Sie ist schon sehr, sehr lange vorbei. Und versucht dann immer wieder irgendwelche harten Ansagen zu machen. Wie gesagt, du weißt ganz genau, wo du dich melden kannst, wenn du ein Problem hast. Dann können wir uns gerne treffen und dann zeige ich dir mal, wer von uns beiden. Warum, wenn er unter euch steht, warum ignoriert ihr ihn nicht einfach, lasst ihn einfach stehen? Ich ignoriere ihn, also ich werde musikalisch, kann ich jetzt auf den Typen nicht eingehen. Er hat so viel verkauft mit seinen letzten drei Alben wie ich alleine. Aber ich meine, wer eine große Fresse hat, der kann, ich bin auch gerne bereit, das mit ihm zu klären. Nur was ich von ihm weiß, ist, er klärt seine Sachen nicht selber. Ich habe schon 100-mal Diskussionen mit denen gehabt, aber immer irgendwelche Leute, komm doch einmal selber. Stell dich, mach dich doch einmal gerade wie Mann, komm doch einmal zu mir. Dann will ich mal sehen, ob der gerade ist. Aber immer diese Labereien, bla bla, ganze Tag im Internet twittern. Entweder mach was selber oder dann schreib nicht. Aber so die ganze Zeit dieses Hin und Her, das ist Schwachsinn. Ihr habt ja einen Track auf dem Album, der heißt Dissen aus Prinzip. Richtig.
Ist er eigentlich nicht ein dankbarer Gegner auch dann, wenn man aus Prinzip disst? Man braucht ja jemanden, mit dem man, weißt du, sonst... Flair ist überhaupt gar kein Gegner, in keinster Weise, weder physisch noch verbal. Was macht der Typ selber? Er schreibt seine Texte nicht selber und seine Probleme klärt er auch nicht selber. Was macht er selber? Wer ist diese Person? Er hat keine Identität. Und vor 10 Jahren gab es eine Spastencrew, ja? Von denen eine Maske trug. Manche lieben Machos, andere den Klamottenstyle von Lars und wiederum ganz, ganz andere Karotten in den Arsch. BMW, Rap ist aus, JPG, Gangster-Song. Yeah, hier kommen die Bullen im Minutentakt. Ihr habt nichts zu melden wie ne Streife in der ruhigen Nacht. Du scheiß Autist, bei dir sind Frauen Mangelware. Ihr habt mehr mit Coins zu tun als ein Neandertaler. Du hast Erfolg, jetzt hast du Kohle, Shisha. Die Nase hat den richtigen Riech. Ihr seid nicht jung, denn da stehst dann fallen die Haare auf. Nicht brutal, ihr wollt nur schlagen, kommt ihr warten, brauchst gut aussehen. Ihr habt nen Mut zur Hässlichkeit, einfach weil ihr hässlich seid. Einfach weil ihr hässlich seid. Also das mit dem deutschen Bad Boy, ne, das kannst du dir einmal abschieben. Halt deine Schnauze, wie Kate Moss. Flair, ich komme gerne mit paar Bängern vorbei. Mit Farid, dann ist es mit den Bängern vorbei. Ein Flair verkauft irgendwie 10.000 LBs. Doch was ich damit verdiene, ist das, was du nicht verstehst. Ich habe gehört, da gab's doch diese eine Möhrengeschichte. Habt ihr euch gut ausgedacht, die schöne Geschichte? Ska und Smacks haben das ja auch mal gemeint. Ich hab die beiden nicht mehr gesehen seit 2001. Du sprichst deine Bitch voll, wie du den S-Bahn-Waggon. Guck mal, wie ich heute in der S-Klasse komm. Mach dich mal gerade, du bist voll der Arrogante geworden. Quatsch mich nicht voll, ich hab ganz andere Sorgen. Jetzt hast du Schmuck an wie Elton John. Warum bist du dann als Schruppel auf die Welt gekommen? Ey, hör mal, ich geb dir jetzt Düsseldorf-Verbot. Was kann ich dafür, dass sie wie Missgeburten float? Kleiner Spaß, ich lass dich von dem Bauch hängen. Du hast deinen Namen erst seitdem ich deine Frau bin. Du hast ja auch ein Video von Farid Bang und Kollega sperren lassen, weil sie irgendwie einen Satz, glaube ich, geklaut haben. Offenheit im Internet sollte es nicht geben. Doch, das hat dann nichts mit... Willst du mal ein bisschen rumhaten? Ja, ich wollte einfach mal stänkern. So. Die stänkern auch die ganze Zeit und dann dachte ich mir, okay, dann stänker ich zurück. Also das hat nichts damit zu tun, dass sie irgendwie meine Urheberrechte verletzt haben, sondern ich habe es dann gemacht, weil ich es kann. Ja, na gut. Meinst du, das hat mal ein Ende? Ja, mittlerweile hat es ein Ende, weil mittlerweile so wichtig sind die nicht, dass man jetzt nochmal ein drittes Interview über die reden muss. Da passiert ja auch nichts. Also mehr als denen sagen, also mehr als das auf so ein Level bringen kann, kann man ja auch nicht. Also die sind, keine Ahnung. Irgendwann ist auch die Luft raus. Macht mir auch keinen Spaß mehr. Die haben einen Song bekommen und Mut zur Hässlichkeit übrigens. Ja, deswegen also. Ich glaube, die zwei Sachen liegen auch so weit auseinander. Eigentlich, du kannst ja auch was zu dem Track sagen. Ja, also der Track war ja eine Parodie, es war ein Spaßsong, so wir haben einfach nur rumgealbert im Studio und ich glaube, diese beiden Arten von Musik liegen so weit auseinander und es kann auch jeder für sich selber entscheiden, ob es eine gut oder schlecht ist oder wack oder cool, aber ich glaube, das sind so zwei verschiedene Sachen, so man kann da überhaupt keine Mitte finden, wo man überhaupt battlen kann. Also es gibt da keine Competition, so das ist nicht derselbe Sport, das ist nicht mal dieselbe Liga. Ich trenn die Spreu von dem Weizen, Jungs von den Männern. Echte Gangster von den Bängern. Bevor ich jetzt mich negativ über einen Kollegen äußere, egal ob es Bushido, Shindy oder Farid Bang ist, ob ich jemanden mag oder nicht mag, dass ein Rapper-Kollege von mir so in die Mangel genommen wird von dem Staat und Leute so eine Hurenkinder sind und schadenfroh zugucken, wie sowas vonstatten geht, das ist für mich Deutschland. Deutschland fickt seine Stars. Bin ein Trendsetter, Mercedes-Benz-Rapper. Bin ein Gangbanger, nein, ein Farid-Bang-Banger. Ich nehm nach Düsseldorf die Abfahrt und es geht Klick, Klack, Bang, abgehangen.
Kann es sein, dass ihr eine Absprache mit denen habt, weil das ja geradezu genial wäre? Habt ihr eine Absprache mit den Bängern über Promo-Beef? Nein, weil ich würde doch generell mit keinem Absprache treffen über so eine Geschichte. Ich würde auch mit keinem Absprache treffen, wenn es um andere Dinge geht, so, weil die Zeit fehlt mir da und wenn wir irgendjemanden dissen, dann muss im Studio schon irgendwie diese Energie am Start sein, dass wir sagen, okay, den nehmen wir uns jetzt mal vor. Das ist seit Tag 1 bei uns das, was wir den Leuten klar machen wollen, dass dann ein Unterschied besteht zwischen Leuten wie uns und Leuten wie denen. Nicht, dass wir besser rappen, dass wir bessere Flexer sind oder dass wir, keine Ahnung, was besser sind, sondern dass wir im Endeffekt das, was wir rappen, hundertprozentig sind und das peinlich finden, wenn jemand rappt, er trainiert die Beine nicht, weil man die im Club nicht sieht. Das ist für uns so eine Sache. Und dann hat Zilla natürlich oder Angus haben es natürlich dann in dem Augenblick auch anders empfunden und haben gesagt, ey, wenn man sozusagen über Bodybuilding rappt oder wenn man über Fitness rappt und wenn man das gerade den jungen Leuten nahebringt über Hip-Hop und über Rap, dann muss man das mit einer gewissen Klasse machen, so, weil sonst kommt morgen echt jeder Zweite, trainiert keine Beine, spritzt dafür Testo, wie viele andere Rapper und denkt dann, dass das sozusagen was Gutes ist. Und da haben die beide, glaube ich, auch einen persönlichen Anspruch und machen es deswegen. Farid hat dir geschrieben, wir sprechen gerade ab. Ja, wir schreiben gleich zurück. Vielleicht kann ich jetzt schon mal den Stein ins Rollen bringen und irgendwie was sagen. Grüß mal Farid, ganz lieb von mir, ich habe ihn lange nicht gesehen. Wie geht's, Farid? Also es passt einem ganz gut in den Kram. Wer sonst da? Wer wäre denn dann der Gegner? Ist der Mann im Spiegel so. Wir machen das ja nicht, weil wir sonst nichts zu erzählen hätten. So. Das ist halt genau der Punkt. Also erstens, du findest immer einen Gegner so. Wir können auch morgen sonst wen dissen. Also ich will mal damit sagen, so, dass diese Typen nicht wirklich so krass bei uns eine Rolle spielen, dass wir jetzt niemand anderen finden, den wir dissen können. Wen gibt's noch? Wen kann ich noch mal machen? Liedfasssäule. Liedfasssäule. Gib den wie im Gerichtsgebäude. Gib ich den Wichsern Fäuste. Lass mal erst mal einen Tee trinken. Und danach gehen wir die Wichser ficken. Oh mein Gott, Alter. Wenn du mich, wenn G hat mich morgen fragt, oder wenn Animus oder Silla mich morgen fragen, was müssen wir rappen, Flair? Was sagst du, was wir morgen rappen, damit die Platte sich am besten verkauft, damit du da viel Geld reinsteckst? Weißt du, was ich denen sage? Ich rapp über Party und nach Stress genau. Und rapp darüber, dass ihr beleidigt Mütter von anderen Rappern. Rapp darüber, dass ihr Anabolika spritzt. Rapp darüber, dass ihr asozial seid und euch alles egal ist und ihr Ghetto seid und ihr richtige Vollidioten seid. Dann seid ihr das kommerziellste Produkt gerade in Bezug auf die Jugendlichen, die gerade Musik kaufen. Und da muss man dann die Rapper nehmen, die sozusagen in Deutschland genau das machen. Das sind die Kommerzschweine. Weil die im Endeffekt so könnte man das denen sozusagen andichten. Man könnte sagen, du machst doch genau das, was jeder zweite Affe gerade will. Du bist doch ein Kommerzrapper. Nein, aber er sagt dann, nein, ich bin doch Straße, ich rap darüber, ich beleidige doch andere Mütter und so, ich kann doch gar nicht Kommerz sein. Das heißt, die Leute, für die gibt es auch nur diese Schubladen, aber dabei realisieren die gar nicht mehr, dass das Kommerziellste, das Einfachste, gerade das ist, was wir vor 15 Jahren gemacht haben, nämlich einfach Street sein. Ob du Street bist oder nicht, stellt gar nicht mehr jemand, wird gar nicht mehr diskutiert so. Weißt du, und dann, wenn wir uns dann weiterentwickeln, dann sind wir in dem Augenblick nicht kommerziell, weil wir genau gegen den Strom schwimmen. Auch hier kommt Farid Bang, Baba Slang, gerade frisch aus Bogota. Ich haue Agro-Rapper weg, wie Rocco Stark, Bon Voyage. Du hast die Wahl, Gucci oder H&M. Du hast die Wahl, Frank oder Farid Bang. Du hast ein Problem mit mir, kein Problem. Schneid in deine große Nase meinen Blick. Ein Zinker, der sich mit Bullen abgibt und ich dir kein Geständnis bei dem Bullen abgibt.
ich guck mal kurz, ob hier irgendwo eine Jam ist. Und dann will ich mal gucken, wie spontan du bist. Warte mal. Hier ist um die Ecke hier, La Classe. So eine Hip-Hop-Jam. Okay. In Köln sind auch ein paar andere. Ach, guck mal, wer da alles ist. Komm, da fahren wir jetzt kurz vorbei. Ja? Das will ich sehen. Okay, komm. Ich leiste dir auch Unterstützung, komm. Feindliches Publikum, aber wir haben die, glaube ich, voll auf unsere Seite gekriegt. Alter. Auf jeden Fall. Mit einem Song. Super, ey, du hast auch super mitgemacht. Hammer. Alter, so können wir die Touren starten, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Schade, dass nicht alle da waren. Es waren nicht alle da. Ich hätte mir gerne noch ein paar Leute angeguckt. Die sind nicht aufgetaucht. Ne? Nee, komm. Schade. Nächstes Mal. Vielleicht. Fakt ist, viele Leute haben sich in den letzten Wochen und Monaten und Jahren weit aus dem Fenster gelehnt, wie ich es immer wieder so sage. Und jetzt ist einfach nun mal der Tag für sie gekommen, wo diese Herrschaften entlarvt werden. Weil es gibt da draußen einige Leute, die in Interviews mit dir sagen, ja, ich würde gerne mit Farid in einem Raum sein und gegen ihn kämpfen. Aber wenn ich ihnen wirklich eine Ansage mache, in deren Richtung es wirklich gezielt sage, mit Adresse, mit Treffpunkt, dass da gar nichts kommt. Und genau dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen, wo ich Deutschland zeigen kann, was diese Leute sind, die gerne in Interviews posen, die gerne in ihren Songs mich dissen und generell unser Camp dissen. Weil Fakt ist nun mal, dass diese Leute nur stark sind, wenn sie starke Hintermänner haben. Und natürlich freue ich mich dann, wenn so jemand keine Hinterleute mehr hat und wirklich Farid die Möglichkeit hat, ihn zu enttarnen. Weil dann siehst du, wer er wirklich ist und wer ich wirklich bin. Jetzt könnte man ja auch sagen, dass du jetzt ausnutzen würdest, dass Flair gerade scheinbar keine Leute im Rücken hat, weil du gerade jetzt so krass bist. Was nutze ich dabei aus? Ich stehe für mich als Einzelperson da. Er hat es nur nie getan. Was nutze ich aus? Dass er alleine ist, ich bin auch alleine. Ich sage nicht zu ihm, ich komme zu dir mit 100 Mann, wir ficken dich. Ich sage zu dir, ich nehme gerne dein Angebot an, was er dir gemacht hat. 1 gegen 1 in einen Raum mit Farid, ich nehme das gerne an. Das ist, was ich sage. Ich gehe auf seine Herausforderung ein und die nehme ich an. Ist das die ganze Sache für dich selber auch inzwischen so ein Thema geworden, was dir so hart auf den Sack geht? Oder woher kommt das? Definitiv, weil was mich an Flair stört, ist, er ist jemand, der versucht, in der Gruppe Schwächere zu unterdrücken. Und ich bin kein Freund von solchen Leuten. Er stellt sich selber dar als Junge mit Charakter, als Junge, der keinen Stress will, der Rap macht und der irgendwas. Aber Fakt ist nun mal, wo er starke Leute im Rücken hatte, hatte er keinen Charakter. War er auch kein netter Kerl, der hat jeden, der ihn angeschrieben hat, beleidigt von oben bis unten, hat sich Frechheiten rausgenommen. Auch mir gegenüber hat er sich Frechheiten rausgenommen und gegen ganz viele andere Leute. Flair ist ein komplex beladener Typ. Ich möchte mich auch nicht mit ihm mehr beschäftigen.
Er ist musikalisch nicht auf meiner Wellenlänge. Er ist rap-technisch nicht auf meiner Länge. Was wurde denn da am Telefon zwischen euch dann besprochen, wo es dann hieß, der Beef wäre gesquashed worden? Er hat die ganze Zeit gepostet, ruft mich an, wenn ihr ein Problem habt. Jetzt reicht's mir, nachdem wir bei ihm vor der Haustüre waren. Dann daraufhin hat er dann nochmal bei Dope Kid angerufen, hat gesagt, war total aufgebracht, hat ihm gesagt, hey, gib Farid meine Nummer, bla bla. Daraufhin habe ich ihn angerufen, hat erstmal 2 Minuten lang Telefonrambo gemacht und rumgeschrien und bla bla, bis ich ihn beruhigen musste und ihm sagen musste, ey Junge, komm mal ein bisschen runter, was ist los mit dir? Daraufhin gab es ein Gespräch zwischen mir und ihm und er ist total uneinsichtig, er sieht es nicht so. Also wenn ich ihm sage, ey, du hast mit der ganzen Sache angefangen, dann sagt er, das ist kein Beef, wenn ich eine Line gegen dich rappe. Also er malt es sich und tut es sich so zurecht, er ist ein Typ, also er ist wirklich so blöd. Er ist ein netter Kerl, ich glaube, er ist ein netter Kerl, aber er ist wirklich so dumm, wie man es wirklich von ihm denkt. Also wenn man so dieses Bild, was ich immer hatte, dass Flair ein totaler Dummkopf ist, er hat es mir bestätigt. Ist ein netter Kerl vielleicht, aber ist total der total dumme Typ, total uneinsichtig und da wurde eigentlich nichts besprochen. Ich habe zu ihm gesagt, ey, was soll ich noch gegen dich machen? Ich war bei dir vor der Haustür, ich habe dich von oben bis unten beleidigt. Es gibt nichts mehr, was ich machen kann. Ich könnte dich jetzt physisch noch verprügeln, aber das ist nicht mein Stil. Ich bin nicht so ein primitiver Typ. Es geht für mich um Rap. Klar, wenn er mir über den Weg läuft, werde ich mich wahrscheinlich schwer zurückhalten können. Aber ich muss es nicht drauf ankommen lassen. Ich muss ihn jetzt nicht aufsuchen und ihn verprügeln. Das gibt mir nichts. Die Aktion bei dem Konzert war jetzt auch nicht als physische Aktion gegen Silla gerichtet, sondern sollte einfach nur demonstrieren, dass sie nichts dagegen tun können, oder? Es sollte einfach mal das demonstrieren, was diese Herrschaften immer wieder gerne demonstrieren wollen, in denen immer, wenn eine Tour von uns kommt, da immer der erste Post von Maskulin ist, warum nicht Berlin? Und das sollte einfach nur das zeigen. Ich kann mich noch damals erinnern, als das Konzert von Selfmeter gestürmt wurde, war der erste, der mich angerufen hat, war Silla und mich gefragt hat, und wie war das Konzert? Deswegen fand ich sein Statement auch ziemlich feige, dass er dann sagt, ja, ich sehe es immer auf sportlicher Ebene. Ich habe alles gemacht, was ich gegen ihn machen kann. Ich habe gegen ihn gerappt. Ich bin vor seiner Haustür gegangen. Ich habe ein Konzert besucht von seinen Leuten. Ich würde auch ein Konzert von ihm besuchen. Aber er wird leider seine Tour absagen, weil er natürlich nicht auf Tour gehen kann, weil er sehr, sehr viele Feinde hat. Das spielt auch für mich keine Rolle. Der Typ, wenn ich ihn sehe, haue ich ihn sowieso auf die Fresse. Die letzten Takte zu ihm. Der Typ ist irrelevant, seine Karriere ist vorbei. Also man kann ihn abschreiben, generell Maskulin ist vorbei, das Label gibt's nicht mehr. Die haben immer ihr Maul sehr weit aufgerissen, aber du hast selber gesehen, wo ich mal einen Angriff gestartet habe und wirklich 2 Wochen mal intensiv mich mit diesen Leuten beschäftigt habe, ist die Sache, ist das in 2 Wochen komplett kaputt gegangen. Die Rapper sind weggegangen. Alles hat sich erledigt und lyrisch halt immer noch sehr, sehr schwach ist. Wie mal das beste Beispiel ist sein Diss-Song. Wenn er einen bestimmten Rücken hat und wenn bestimmte Leute ihn unterstützen. Weil alleine haben diese Leute nicht die Eier und auch nicht die Kraft, mich zu beleidigen. Ich mach Urlaub in Miami auf dem Jetski. Man, es wird Zeit, dass diese Szene mir Respekt gibt. Ich hab gehört, Farid macht jetzt Urlaub da. Heute Bang, früher war nur Urlaub da. Du hast schon Schellen vom Berliner kassiert und kannst sicher gehen, dass es morgen wieder passiert. Hier, yeah. Farid hatte Glück mit seiner Marktlücke. Idiotenrap für Harzkrüppel. Du willst boxen, spiel mal lieber Basketball. Du siehst aus wie ein Rentner nach dem Schlaganfall. Und wenn ich mit dir fertig bin, hilft auch kein Tap-Out. Ich steck dir Möhren in den Arsch bis zum Blackout. Du nennst mich Schurensohn, da kennst du meine Mutter nicht. Ich spritze deine Schlampe an mit meiner Buttermilch. Und dieser Tuni, denk wirklich, er wird morgen was. Du musst nur Flair wissen, Farid hat es vorgemacht. Warum machen Gangster-Rapper heimlich meine Klinge streichen? Ein guter Rücken in Berlin ist Existenzfrage. Denn nach Bushido muss jeder eine Gang haben. Ihr könnt mal gerne Farid Bang fragen. Das war euer Ende. Hey, warte, warte mal, Joe. Einen hab ich noch. Ey. Flair, du bist kein Bauer, doch wachst du morgens auf. Sind Karotten vor dem Haus. Die Düsseldorfer Rapper hast du jetzt schon erwähnt. Die sind jetzt der Auffassung,
das Maskulin zerstört, dass sie Maskulin zerstört haben in den letzten Wochen, dass Maskulin am Ende ist, deine Karriere beendet. Was sagst du zu deren Ansicht? Ja, ist doch klar, dass sie das sagen. Also ich habe mit Farid telefoniert, beziehungsweise er hat mich angerufen, er wollte mit mir reden, ich habe ja getwittert, ey Kollege, ruf mal, melde dich mal, komm, wir treffen uns mal. Elvia, sein Labelboss, ist ja auch jetzt bei Universal und so, ich habe auch bei Universal angerufen, ich will mit diesen Leuten mich treffen. Alleine, komm, die sollen kommen jetzt. So, ich mache jetzt hier nicht den Gangster, komm, wir treffen uns, ich ficke dich, nein, so ein Blödsinn, das meine ich nicht. Komm, lass uns doch treffen, dann werden wir doch sehen, vielleicht müsst ihr mich mal live sehen, vielleicht komme ich durch diese Kamera vielleicht ein bisschen kleiner und schmächtiger rüber oder vielleicht, keine Ahnung was, ich wollte das mal verstehen, wenn die vor mir stehen. Und dann hat Farid mich zurückgerufen, dann war es natürlich erstmal laut, es wurde geschrien, er hat so geredet, wie er rappt, also so ganz, ganz gekünstelt so. Und ich habe versucht, so eine menschliche Ader zu finden bei ihm. Da kam nichts. Er hat Dings gemacht. Er hat so geredet, so mit der Rap-Stimme. Und, aber dann irgendwann, muss ich auch echt sagen, irgendwann ist er auch normal geworden. Hat dann so geredet von wegen, ey, Flair, du hast doch angefangen. Das hat er uns auch erzählt im Interview. Genau. Er meinte, du hast du ihn auf dem Nice-Album gedisst hättest. Hat er auch recht. So. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay Farid, geht es jetzt darum, wer angefangen hat? Willst du jetzt von mir hören, okay, ich habe angefangen, damit du später sagen kannst, okay, Flair hat angefangen, ich bin im Recht. Ich sage, ey, ganz im Ernst, wenn das dein Problem ist, ja, ich habe angefangen. Okay. So. Dann hieß es irgendwie, der Beef wäre beendet. Das wurde dann später dann auch wieder widerrufen und jeder hat betont, die Diss-Tracks auf den Alben bleiben trotzdem drauf, etc. etc. Also er hat auch recht, wenn er sagt, wir haben da jetzt nicht groß rumgeschwult am Telefon und haben uns da vertragen, sondern es war so einfach, die waren bei Silla bei seinem Konzert. Ich möchte dazu auch noch was sagen, auch gleich zu Silla noch. Die standen bei mir vor der Haustür, haben Klingelstreich gemacht. Ich war leider nicht da. Wie gesagt, ob die geklingelt haben, vielleicht war ich da. Ich weiß nicht, wann die Aufnahme war. Auch vielleicht haben die gar nicht geklingelt, aber ich wäre gern da gewesen, viele Kumpels von mir wären auch gern da gewesen, wenn Leute einfach vor der Tür stehen. Dann da wurden auch keine Friedensabkommen geschlossen, so von wegen so, ey, wir haben uns jetzt lieb und dann machen wir in 3 Wochen Feature miteinander, so wie gewisse andere Rapper das machen. Sondern es war einfach nur so, er hat wahrscheinlich gemerkt, er hat es auf ein Level gebracht mit bei irgendwelchen Konzerten vorbeigehen, dass es dann auch irgendwann dann auch eine Gegenreaktion gibt. Weil wie gesagt, das möchte ich nochmal betonen, ist mir scheißegal, wen er kennt, ist auch scheißegal, wen ich kenne so. Wenn jemand bei mir vor der Haustür steht, so, dann fick ich ihn, ist mir egal. Dann fick ich ihn, ist mir scheißegal, der kann mit 100 Leuten kommen. So. Wenn die da gewesen wären, ich schwör's dir, es wär was passiert, so was nicht sein muss. Weil es das auch gar nicht wert ist, weil ich mit diesem Jungen kein persönliches Problem in dem Sinne habe. Ich kenne ihn nicht, ich habe ihn noch nie live gesehen. So. Und er hat, wie gesagt, mich angerufen. Er meinte, ey, was los, du wolltest, dass ich dich anrufe? Ich sage, nein, ich wollte mit diesem Felix reden, mit diesem Kollega. Ja, und dann war die ganze Zeit seine Intention von wegen so, er wollte irgendwie wahrscheinlich, dass ich dann sage, ja, dann lass uns das doch beenden so. Aber er hat es natürlich nicht gesagt, weil er möchte natürlich nicht der Klügere sein, der nachgibt. Aber du auch nicht. Doch, ich bin gerne der Klügere, der nachgibt, aber natürlich nicht, wenn es mir dann als Schwäche ausgelegt wird. Und das ist das Problem in dieser Hip-Hop-Community, dass wir da einen Haufen halbstarker, dummer Idioten haben, die das als Schwäche auslegen. So. Was ist denn das für ein Armutszeugnis? Leute erfahren, dass Flair gerade Probleme hat. Und aufgrund dessen, weil er gerade Probleme hat und angeblich keinen Rücken mehr hat, trauen sich Leute jetzt was zu machen. Das spricht doch für die Leute. Das spricht doch für die Leute. Wenn ich ein Mann bin, wenn ich so krass bin und ich habe mit dir ein Problem, interessiert mich das nicht, wen du kennst. Ich kläre das Problem mit dir. Und da habe ich gemerkt, was diese Hip-Hop-Szene für ein Haufen Scheiße ist. Leute, die keine Karriere hatten, sagen, dass meine Karriere ständig vorbei ist. Die hatten noch nie eine Karriere. Gut, Farid Bang hat natürlich schon eine Art Karriere. Farid Bang würde auch nie sagen, dass meine Karriere vorbei ist. Farid Bang macht so Sprüche wie Maskulin ist beerdigt oder so eine Kacke. Farid Bang hat auf jeden Fall eine Karriere so. Wie gesagt, ey, ganz im Ernst, du kannst mir da alle Rapper auf den Bauch binden, so jeder hat seinen Erfolg, ich gönne jedem seinen Erfolg, ich gönne jedem sein Geld, ich möchte keinem irgendwie den Erfolg schlecht reden, so. Leute, die bei mir vor der Tür stehen, die werde ich, so, das ist ein anderes Level, so. Interessiert mich auch nicht, Alter, ob die Leute mich krass finden da draußen, ich sag das jetzt nicht für die Leute. Ist mir scheißegal, ob ihr mich toll findet oder nicht, weißt du? Ich mach Business, um erfolgreich zu sein, nicht damit ihr mich lieb habt oder sowas. Weißt du, was ich meine? Diese Aktion bei dem Konzert in Köln hast du schon angesprochen, als der Silla-Gig gestürmt wurde oder beziehungsweise verhindert wurde. Ja. Wie hast du diese Aktion erlebt? Ich fand's traurig für Silla. Ich meine, die Leute wissen, dass Silla kein krasser Typ ist.
Nicht jeder muss ein Alpha-Tier sein. Nicht jeder muss wie Flair sein. Nicht jeder muss wie ein Bushido sein. Es gibt auch Zillas und es gibt auch Jihads. So. Und wenn Leute sich dann die rauspicken und bei denen zum Konzert rennen und da den Harten markieren, was soll ich denn davon halten? Soll ich davor Respekt haben? Was soll ich denn davon halten, Alter? So, wir, weißt du, wir Berliner Rapper, wir haben nie gesagt, fick Köln, wenn wir in Köln sind, sind wir die Krassesten. Nein, haben wir nie getan. Wenn wir nach Köln gehen, wir freuen uns, das ist Paradies für uns Köln. Wir haben das immer gefeiert. Wenn dann Leute sagen, oh, Zilla ist bei uns im Revier, wir müssen ihn ficken, dann ist das für mich ein Armutszeugnis. Genauso, das ist so wie, da schießt du mit wie sagt man, mit Kalaschnikow auf Spatzen, Alter. Der Junge hat euch nichts getan. So. Und wenn ihr euch an dem Jungen hochziehen wollt, in dem Sinne, wenn ihr euch an dem Jungen beweisen wollt, dann müsst ihr euch richtige Gegner suchen. Das finde ich, ich fand es peinlich so. Ich wollte Flair seine Karriere zerstören, ich wollte ihn ruinieren. Ich hasse diesen Jungen, ich habe ihn immer gehasst. Er hat Sachen zu mir gesagt, wo er selber nicht hinterstehen kann und hat es nach außen hin so getragen, als wenn ich derjenige bin, der Angst hat, obwohl er war, hatte Angst. Er hat bei dir in Interviews hat mehrmals physisch mir gedroht und ich habe diese Herausforderung lediglich angenommen. Ich habe keinen Angriff auf ihn gemacht, sondern ich habe diese Herausforderung, die er bei mir gemacht hat, bei dir im Interview gemacht hat, die er bei Toxic in den Interviews gemacht hat, die er überall gemacht hat, habe ich angenommen, bin zu ihm nach Hause gefahren und wollte es ihm gerne zeigen. Aber leider war das mal wieder wie in den meisten Fällen dieser Beef-Geschichten, dass das alles wieder heiße Luft ist und dass Flair, wie ich es schon seit Jahren prophezeit habe, dass er nur stark ist, wenn er einen Rücken hat. Und das hat sich eigentlich dadurch nur bestätigt. Aber diese ganze LKA-Zinker-Geschichte, die sich dann danach herumgetragen hat und wo sich dann irgendwie alle eingemischt haben, hatte das, also ist das für dich irgendwie eine sinnvolle Aktion gewesen, dass dieses Thema jetzt auch so breit gelatscht wurde und von allen aufgegriffen wurde? Wolltest du das? Natürlich sollen die Leute wissen, dass Flair, der sich als Gangster darstellt, sollen halt wissen, dass er das nicht ist. Und wenn ich einen Teil dazu beitragen kann, zu jemandem, der mich aufs Übelste beleidigt hat und wo ich so eine Wut trage mit mir, dann wäre es komplett verkehrt, das nicht zu machen. Zu dem Thema Flair, ich will gar nicht so großartig über den Jungen reden. Ich kann dir nur eins sagen. Ich gucke mir normalerweise keine Interviews an. Ich habe auch nie ein Flair-Interview geguckt. Ich weiß die Sache nur, weil mir das die Leute schicken und sagen, ey, guck mal, was der da in Minute bla und bla sagt. Dann gucke ich mir das an und nehme das für mich auf. Ich habe auch noch nie, ich gucke mir nie irgendwelche Interviews von irgendwelchen Leuten an. Ich habe gestern durch Zufall, habe ich mir gestern Animus-Interview angeschaut, weil ich mir gedacht habe, wie redet der, was wird er über ihn sagen, wie ist der Flair, ich habe gedacht, die waren Freunde, wie wird er darüber berichten, was wird er über ihn sagen, und im Endeffekt habe ich mir das Interview angeschaut und er sagt es wirklich von Anfang bis Ende, der sagt einfach, wie Flair ist, er hat es gut erklärt. Also, Animus ist nicht mein Freund, der wird auch niemals mein Freund sein, ich mag den nicht, aber er hat es gut erklärt. Er sagt, dass der Typ von Grund auf aus schlecht ist, dass wenn er Leute hinter seinen Rücken hat, dass er so asozial mit den Leuten umgeht. Und er hat selber gesagt, wenn er in meiner Haut stecken würde, er versteht, warum ich so aggressiv dagegen vorgehe. Und es sind viele Sachen auch im Hintergrund vorgefallen, also nicht nur in der Musik, sondern auch im Hintergrund, wo ich den Typen dann keine Sympathie habe für ihn. Weil er hat immer, egal, bei jeder Möglichkeit hat er versucht, mich schlecht zu machen. Und das kann ich natürlich nicht dulden, weil er erstens rap-technisch nicht in meiner Liga ist, zweitens physisch niemals in meiner Liga ist. Und drittens erinnere ich mich, wo ihr zwei ein Interview geführt habt und euch darüber amüsiert habt, dass ich auf Platz 56 gegangen bin und er in den Top 10 gegangen ist. Das Spiel, es kann sich alles sehr schnell drehen. Und heute ist der Tag gekommen, wo ich hier mich über ihn amüsieren kann und über seine Verkaufszahlen amüsieren kann und da deutlich besser verkauft habe und er nicht mal die Hälfte von mir verkauft. Wenn meine Tour rausgeht oder von Kollegen die Tour rausgeht, hast du schon mal die Kommentare darunter gelesen oder die Statements der Maskulin-Leute dazu?
Was postet denn Flair? Was postet denn Silla? Dass du nicht nach Berlin kommst. Also, warum sind genau diese Leute, die sich jetzt in die Opferrolle stellen und so rumheuchen, so heuchlerisch ist ein Silla, dass der sagt, ich stehe Rap nur als Musik. Warum machst du dann diese Aktionen? Es ist nicht Pflicht, sich irgendwelchen Gangs oder irgendwelchen Großfamilien anzuschließen, um irgendwo aufzutreten. Aber es ist für manche Leute Pflicht, sich solchen Leuten anzuschließen, um andere Leute zu dissen. Und das perfekte Beispiel dafür ist Maskulin. Maskulin ist das Paradebeispiel dafür, wo jeder mich gedisst hat von denen und jetzt auf einmal disst mich keiner mehr. Sag es in Silla, sag es in Flair und sag es jedem, der das Interview gerade sieht, sag ihn, mit Farid sollte man nicht ficken, weil der Typ wird deine Karriere ruinieren. Sag nicht Sachen, hinter die du nicht stehen kannst. Ich habe nur witzige Sachen gemacht. Ich habe in Flair, da habe ich Witze gemacht über Karotten. Wer hat mir gedroht? Wer bedroht? Wer möchte mir drohen und sagt mir, ich schicke dir Leute, ich mach dir das, ich mach dir das. Seit Tag 1 stehe ich immer für meine Taten gerade. Warum tut ein Flair so, als wenn ich die größte Opfer bin, den es gibt, der größte Lauch bin, den es gibt und redet so über mich und sagt, ich ficke Farid und das ist das Harmloseste und noch darüber hinaus Sachen ausspricht, wo ich mich jetzt hier schäme, das zu sagen. Warum sagen die sowas? Warum möchte er das ins Lächerliche ziehen, wenn wir nicht in Berlin auftreten? Warum? Warum soll ich dann derjenige sein, der, wenn die das die ganze Zeit bei mir ausgereizt haben und ich habe es nie bei denen gemacht? Nenn mir doch einen Rapper, wo ich ihn physisch angegriffen habe, wo ich ihn gedroht habe, dass ich ihn schlage. Habe ich nie gemacht. Außer zu dem Punkt, wo es bei Flair angekommen ist, wo er es wirklich in die Länge getrieben hat. Und ich habe nicht damit angefangen. Er hat Statements rausgehauen, wo er mich herausgefordert hat. Er hat bei Toxic gesessen und hat gesagt, ich möchte gegen Farid kämpfen. Es kam nie von meiner Seite aus. Es hieß ja jetzt, es gab ein Telefonat, es ist jetzt soweit geklärt, Junge mit Charakter kam noch, es kam der Gnadenstoß von Maggio. Man merkt jetzt aber trotzdem immer noch in dir, dass das, glaube ich, nicht so alles so entspannt ist, wie man jetzt vielleicht gehofft hat. Nein, es ist sehr entspannt. Ich möchte es nur dir erklären und ich bin bei diesem Thema immer sehr impulsiv, weil mir wird da sehr viel Unrecht getan, wenn die Leute sagen, ey Farid, warum gehst du auf ein Konzert von Silla? Was die anderen angeht, was ein Silla angeht, was ein Flair angeht, was diese Leute angeht, die brauchen sich nicht irgendwo hinzusetzen und zu beefen. Guck mal, auch zu diesem Besuch nach Hause. Also wir sind da nicht hingegangen mit einer Absicht, den Flair zu schlagen, sondern wir haben Karotten gekauft und haben uns einen Witz daraus gemacht. Das hat alles einen gewissen Entertainment-Faktor und wir sind auch nicht so plump und irgendwelche brutalen Leute, die da irgendwas Negatives wollen. Sondern nein, es ging da auch um den Entertainment-Faktor. Flair hat mich angefangen zu dissen, nicht ich ihn. Flair hat mich angefangen zu dissen, er hat mich zuerst gedisst. Nicht ich ihn, er wollte es so. Es hat alles locker angefangen. Aber er hat es dann irgendwann in die Spitze getrieben, wo ich dann auch gesagt habe, gut, der Junge hat jetzt so viel über dich gesagt, wo Leute aus meiner Familie mich darauf angesprochen haben, wo ich dann gesagt habe, okay, da bin ich echt sauer und wütend geworden und echt enttäuscht gewesen, dass ich das nicht auf mich sitzen lassen kann. Aber um das eben abzuschließen, hat denn dieses Telefonat dazu geführt, dass du jetzt einfach sagen kannst, es ist jetzt vorbei es ist und vorbei. Ihr... Ganze Maskulin-Leute, seien es die ganzen Leute, die brauchen auch nicht Angst zu haben, die können auch auftreten, die können in Düsseldorf auftreten, das interessiert mich nicht. Das spielt für mich keine Rolle. Ich werde diesen Leuten nicht aufsuchen auf ihren Konzerten oder sonst irgendwas. Die sollen, wenn deren Meinung auch über mich ist, dass ich ein scheiß Typ bin, dann sollen die das sagen. Aber die sollen aufhören, mich zu beleidigen. Die sollen einfach ihren eigenen Weg gehen. Und dann war es das. Sie wollten diese Beef Competition haben. Wenn man disst, möchte man eine Competition haben. Und der Gegner kann sich immer wieder was Neues einfallen lassen, seinen Gegner außer Gefecht zu setzen. Ich denke, was diesen kreativen Prozess angeht, bin ich an meinem Ende angelangt. Und für mich hat sich das gegessen. Weil diese Leute auch nicht mit mir menschlich überhaupt gar nicht auf einer Wellenlänge sind. Deswegen möchte ich mich mit diesen Menschen auch nicht befassen. Und ich würde auch ungern in meinen Interviews nur zu diesen Leuten Stellung beziehen. Aber was soll man nun mal machen? Manchmal muss man in den sauren Apfel beißen wie Adam. Denn ich bin asozialer Marokkaner, Agro-Saga ist vorbei. Gestern war es Kaviar, heute frisst du.
Ich war immer angriffslustig, war auch immer angriffsfreudig, aber also ich hätte niemals, wenn Sido nicht von alleine was gesagt hätte, Sido gedisst oder Flair gedisst. Also so hätte ich es nie gemacht. Diese Leute hatten damals Angst, anderen Leuten Props zu geben für ihre Musik und haben dann auch angefangen, diese Leute auch runterzumachen. Aber es gab keinen Beef, den ich eingeplant habe in meine Promo. Ich habe nicht jetzt geplant, dass ich auf Sillas Konzert gehe. Ich habe auch nicht geplant, dass ich Beef habe mit Flair. Ich habe es nicht geplant. Es war nicht in meiner Planung drin. Die Sachen entwickeln sich einfach. Und so war es auch bei diesem Mal. Ich bin von der Straße, ich brauche mich vor niemandem zu verstecken. Und da kann niemals ein Silla oder ein Flair können niemals mit mir auf einer Augenhöhe reden, dass mir einer von denen sagt, lass uns kämpfen, lass uns eins gegen eins machen, weil ich bin der letzte Mensch, der da, dagegen ist. Dass solche Herausforderungen stattfinden und dass dann noch darüber hinaus anfangen Leute deine Mutter zu beleidigen, also da ist ja dann schon in der Öffentlichkeit wirklich die Frechheit besitzen, meine Mutter, die ich so sehr liebe, zu beleidigen, da kann man nicht von mir erwarten und sollte man auch nicht von mir erwarten, dass ich da jetzt ruhig bin und sage, ja gut, ich rap jetzt dagegen zurück. Es geht nicht von mir aus. Flair hat sich in der Vergangenheit sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt mit Menschen in seinem Rücken, die wir alle kennen. Also da kann keiner sagen, mit wem war der denn? Ich weiß es nicht. Hä? Wovon redest du? Du kannst mir das jetzt nicht sagen, Nico. Du weißt es. Und er hat auch in deinen Interviews, hat er dir gesagt, Farid, ich schlage den, ich ficke den, wir gehen auf sein Konzert, wir machen das, wir machen hier. Ich habe gewartet. Ich habe gewartet, dass er kommt. Es kam nie was. Gut, diese Ansagen habe ich mir zu Herzen genommen und habe die wahrgemacht, weil ich brauche mich hier nicht hinzustellen und zu sagen, ja, Jan Delay, ich komme auf dein Konzert, ich bin stärker als du, oder das spielt keine Rolle. Wenn einer anfängt, in einem Interview meine Mutter zu beleidigen und in der Öffentlichkeit zu sagen, Farid, ich hau dir die Fresse ein. Mhm. Ich bitte dich, Nico. Ich bin kein Kind der Traurigkeit. Wenn das einer von mir wissen will, sehr gerne. Ich bin nicht abgeneigt. Fakt ist, was ich irgendwie das Gefühl habe, dass die Leute alle hier das so, als würden die das verschweigen und den Flair in so eine Opferrolle tun und Silla in eine Opferrolle tun und dabei übersehen, dass diese Leute pausenlos gegen mich geschossen haben. Und wenn einer es wissen will, Nico, wenn du es wissen möchtest, dann legen wir das Mikro hin und dann gehen wir kämpfen. Das ist nicht das Problem, das kann jeder wissen, nicht gegen dich persönlich. Wenn es Leute wissen möchten und die das in der Öffentlichkeit austragen, wenn einer hier nichts anderes zu sagen hat, als Farid, ich fordere dich raus zum Kampf, ich schau dir deine Zähne raus, wir stürmen dein Konzert, dann ist es seine eigene Schuld, wenn er dann sowas kommt. Ich habe in 2 Wochen maskulin wirklich kreuz und quer genommen. Ich war bei Flair vor der Haustür, ich war bei Silla. Ich habe es übertrieben für diese Leute. Scheint es so. Aber es ist mein gutes Recht. Es ist mein gutes Recht, weil diese Leute sind böse Menschen, die sich Frechheiten rausgenommen haben und das immer wieder in der Vergangenheit gemacht haben. Und das muss uns allen klar sein. Und das darf keiner verheimlichen oder verheuchen oder so tun, als wenn das unschuldige Leute sind. Weil es sind keine unschuldigen Leute. Lasst euch von niemandem unterdrücken, egal wie groß die Leute sind, egal wie stark die Leute sind, lasst euch nicht unterdrücken, weil Leute in der Gruppe Schwächere unterdrücken möchten. Und ich bin der Beweis dazu, dass man diese Leute platt machen kann. Und so hat es ein Flair gemacht und so haben es diese ganzen Leute gemacht. Die haben irgendwann mal eine Macht bekommen und dann haben die auf die Leute runtergespuckt und haben runtergetreten und haben versucht, die Leute zu unterdrücken, haben die Leute physisch attackiert, verbal attackiert, weil sie einen bestimmten Rücken haben. Und ich habe es den Jugendlichen gezeigt, dass man sich sowas nicht gefallen lassen muss. Es gibt keine Wogen, die sich glätten können, wenn einer in der Öffentlichkeit meine Mutter beleidigt. Weil dieser Typ, der legt ja dann keinen Wert darauf, dass er mit mir irgendwann mal was beglätten möchte. Dieser Mensch legt es darauf an, dass ich irgendwann mal seine Mutter ficke vor seinen Augen. Aber es ist doch irgendwann vielleicht auch geschäftsschädigend und fürs eigene Credo und fürs eigene Geschäft beruhigender, wenn man die Sache mal auf sich beruhen lässt.
warum sollte ich das tun? Warum soll ich mir von irgendjemandem solche Beleidigungen gefallen lassen? Warum, mit was für einem Grund soll ich mir mich in der Öffentlichkeit solche Beleidigungen gefallen lassen? Nenn mir einen guten Grund, warum ich das machen soll. Warum? Den Anstand, den die Leute mir gegenüber haben, soll ich den verlieren, weil ich sage, ich mache ein Geschäft? Ich muss mir nichts gefallen lassen. Ich sehe da keinen Grund dazu und ich werde es mir auch niemals gefallen lassen. Seit Tag 1 habe ich mir nichts gefallen lassen und es wäre schädigend, wenn ich mir die Sachen gefallen lassen würde. Was für ein Argument hat der Flair, dass der gegen mich was machen kann? Kann er besser rappen? Nein. Gut, konnte er nicht, also hat er es versucht auf die primitive Art, hat mich in Interviews zum Kampf herausgefordert. Ich bitte dich, Nico, ich will mich hier nicht darstellen als irgendjemand, der irgendwas ist, Alter, aber ein Flair, der Rulle zieht die Ohren lang. Du musst das diesen Leuten, musst du Manieren beibringen und musst es denen erklären. Das ist am Ende nicht meine Aufgabe, aber ich versuche immer... Wenn du mit denen sitzt, dann musst du denen sagen, Jungs, passt auf, was ihr macht. Ihr könnt nicht, weil ihr einen bestimmten Rücken habt, die Leute unterdrücken. Aus deinem moralischen Aspekt musst du das diesen Leuten erklären. Das macht man nicht. Du kannst nicht, weil du einen starken Rücken hast, versuchen, auf die Schwächeren herunterzuspucken. Das macht man nicht. Das würde man niemals machen. Ich würde das niemals bei dir machen, nur weil du schwächer bist, Nico, und ich bin mit mehreren Mann, heißt es doch nicht, dass es mir das Recht gibt, dich zu unterdrücken. Kein Mensch hat das Recht dazu. Das macht man nicht und man muss das den Leuten moralisch beibringen. Sag denen doch, ja, hast du das nicht früher immer gesagt? Du hast doch früher immer gesagt, Farid, komm zum Kampf. Ich werde dich ficken, ich werde dich das machen. Ich habe das gemacht. Ein Kollege hat Sillas Mutter beleidigt, hat sich öffentlich entschuldigt. Während Flair und Silla uns dissen, besitzt der Junge die Größe, sich zu entschuldigen. Wie kann das sein, dass wir uns entschuldigen für unser Fehlverhalten und diese Leute die ganze Zeit sich daneben benehmen und am Ende noch die Frechheit besitzen, sich in die Opferrolle hineinzuversetzen und zu tun, als wären das unschuldige Leute, Nico? Kannst du mir einen Punkt sagen, wo sich Flair entschuldigt hat bei jemandem für einen Diss? Kennst du da einen Moment? Kann ich jetzt in dieser Sekunde nicht direkt zusammenfassen, außer dass sie sich in Berlin mit den Dreieckskombinationen rund um Agro Berlin hin und her immer wieder zusammengefunden haben. Das ist alles Kindergarten. Also hat er sich trotzdem nicht entschuldigt. Der war mit dem befreundet, aber hat sich niemals die Größe besessen, sich in ein Interview hinzusetzen und zu sagen, es tut mir leid, ich habe da einen Fehler gemacht, ich habe da den Bogen überspannt, es tut mir leid. Das macht man nicht. Das zählt nicht zu meinen Werten und ich möchte sowas nicht machen. Wenn er das macht, dann zeigt es zumindest für ihn, dass er auf dem Weg zur Besserung ist. Aber wenn er es jetzt macht, nach 10 Jahren Rap, wo er es nie gemacht hat, weil er auf einmal nicht mehr die Macht hat, das zu machen, dann ist es schon sehr heuchlerisch, meiner Meinung nach. Aber jeder Mensch kann sich ändern. Auch er kann sich ändern und alle Menschen können sich ändern. Ich muss nicht über diese Menschen urteilen. Aber ich weiß, dass diese Leute verkehrt sind und ich weiß, dass ich mein Geschäft und dass ich menschlich das alles gut mache. Ich bin der korrekteste Mensch. Aber wenn man mir auf die Füße tritt, dann muss man, kannst du nicht jetzt die Frechheit besitzen und sagen, ja, warum machst du das und so. Und der Flair hat es mehrmals gemacht und alle diese Leute haben es mehrmals gemacht. Ficke Kurd und Rakamali, betreib Scharlatan im Böden. Ficke das Vaterland der Amis, bin ich nur vor der Kamera G. Wer hat die Karotte großgezogen zu nem Faker? Seine Mutter? Die Antwort liegt in meinem Bett und bläst grad. Zu dem Tanktop Prada Jeans, sitz im Magnum mit ner Bitch. Das ist Banger Musik, denn hier wird maskulin gefickt. Du findest Muskeln geil, ich ficke deine Mutter gleich. Und kassiert jemand von Patrick, muss es Schutzgeld sein, ja. Weil ihr Tunten seid, ihr kassiert von paar G's. Ich nehm kein Blatt vom Mund, als hätte ich ne Papierallergie. Nein, ich nehm kein Blatt vom Mund, wie du beim Rocker Dezernat. Maskulin hat schlecht geerntet, denn Karotten sind dem Arsch. Geh zur Seite, ich schieß gegen NBW. Es werden wieder Mütter gefickt, Hashtag GBBMG. B-B-Banger Musik. Was für Feature, ihr seid maskulin, doch diese beiden Maskuliner. Das ist eine andere Liga, du bist maskulin, doch Banger Musik maskuliner. Majo, Farid, Bang, es werden Mütter penetriert, um maskuline Hunde zu stöcken. Schon als kleiner Mann wollte ich nen schnellen Wagen, weil im Bus ganz hinten nur Penner lagen. Ich will nen SL fahren, chill in Manila mit Frauen. Ich bin weg und das Blut an meiner Klinge ist blau. Ich hab grüne Enemies und wegen dir ist das Wort maskulin, typisch feminin.
Beleidige deine Mutter, während ich in deinem Traumwagen sitz. Du machst keine Ansagen, du machst Aussagen, Bitch. Ey, ich zieh mir eine Nase, weil ich Langeweile habe. Du bist im Bus ganz hinten, doch vorne im Streifenwagen. Gangster Flo, wie Al Capone, ich mach Promo vor Türen und seh nur, wenn ich dich fick, ne Bedrohung in dir. Gangster Flo, nackter Bon, Maricon, das ist Dossensound. Du bist kein Hase, doch ich zieh dich mit Karotten auf. Und mir wurde ja sozusagen jetzt von irgendwelchen Rappern aus Westdeutschland oder außerhalb von Berlin immer angedichtet, dass ich so krass damit spiele und sozusagen meine Macht demonstriere. Und in dem Augenblick, wo ich diese Macht nicht mehr demonstrieren kann, wollen sie mir demonstrieren, was für eine Macht sie haben. Und da gibt es zwei Riesenprobleme. Meine Macht, die ich ausüben möchte, wenn ich überhaupt Macht ausüben möchte, übe ich immer aus wegen mir. Ich werde auch Farid Bang zur Rechenschaft ziehen und ich werde auch Animus und Nick One zur Rechenschaft ziehen für die Sachen, die sie gegen mich gesagt haben. Es hat mit Rap nichts zu tun, das bin ich als Mensch und so wie ich es als Mensch machen möchte, so wie meinetwegen ich mit meinem Temperament damit umgehe. Was andere Menschen jetzt auf einmal dann sozusagen mit ihrer Macht demonstrieren wollen, wen sie jetzt kennen gegen mich, ist für mich so ein Armutszeugnis, weil sie im Endeffekt genau das an mir ja angeblich kritisieren. Und darum ist das alles für mich ein riesiger Widerspruch und ich weiß, dass am Ende des Tages, es alles für die Jungs ein Promo-Tool ist, irgendwo nach Berlin zu fahren, nachts mal kurz ein Foto zu machen vom Brandenburger Tor oder vor meiner Haustür und dann wieder wegzufahren. Das ist gut für die, weil die Fans dann sagen, oh, die Jungs trauen sich nach Berlin und früher war ja Berlin so krass und jetzt ist ja Berlin nicht mehr so krass und hin und her. Es gibt keinen Ärger, weil diese Leute machen keinen Ärger. Wenn jemand Ärger machen will, dann kommt er zu dir und fickt dich. Das ist so, die machen keinen Ärger. Das ist Show. Das ist alles ein riesiges Theater. Das ist Klingelstreich. Das ist, es wird nur schlimm, weil die Leute nicht die Grenzen kennen. Es wird nur schlimm, weil die Leute sozusagen nicht erwachsen genug sind, um zu wissen, dass man gewisse Sachen nicht macht. Bushido rappt mit Kollege und Farid Bang. Ich bin der letzte Berliner, der das macht. Das habe ich auch Farid Bang am Telefon gesagt. Wenn Leute nach Berlin nicht rein dürfen, die dürfen da immer noch genauso wenig rein wie vor 5 Jahren, sagen die Leute, die denen das sozusagen untersagen, wir nennen es mal jetzt untersagen, sind genau dieselben Leute, mit denen ich mich in dieser Stadt auseinandersetzen muss. Der Punkt, dass man in Berlin nicht einfach so frei drehen darf, geht von diesen Leuten aus. Das ist Berlin. Mein Lifestyle basiert auf meiner Realität und die können nicht mit meiner Realität mithalten. Die können nicht mit meinem Leben, was ich durchgemacht habe, mithalten. Kein Farid Bang, kein Kollege, nicht mal Bushido. Ich habe mehr als scheiße Ghetto gesehen als die alle zusammen. Und damit, ganz kurz, ja. Und damit können die nicht mithalten. Und wenn die das stört, dass sie ein gutes Leben hatten, dann tut es mir leid. Ich entwickle meine Musik weiter, ich habe schon wieder den nächsten Trend nach Deutschland gebracht. Trap, was ja letztes Jahr so scheiße war und ein Jahr später macht es Farid Bang danach und alle anderen möchten es jetzt auch machen. Farid Bang, Kollegen müssen vor ihren Fans argumentieren, dass sie krass sind, dass sie bei Flair vor der Tür stehen und dass sie Welle machen. Die brauchen das für sich, ich brauche das nicht. Ich habe gemerkt, dass der Kampf gegen Kollegen und Farid Bang irgendwann keinen Sinn mehr gemacht hat, ist, weil die Fans, wir reden jetzt aus der Fanperspektive, wollen einfach nur entertained werden. Farid Bang ist eine Kunstfigur. Und eine Kunstfigur wird immer ein Fan mehr entertainen als ein Typ, der sagt, ja, ich bin halt so, das ist mein Leben. Zumindest war es früher so. Und jetzt kommt der Punkt, jetzt kommt der Battle. Berlin Rap hat sich immer über die Realness definiert. Das heißt, nur weil Berlin Rap jetzt gerade nicht so gehypt ist, heißt es nicht, dass ich als Flair, nur weil ich Berlin Rap noch repräsentiere, nicht mehr jetzt, dass ich jetzt den Kampf verloren habe. Und ein Bushido, der in der genau derselben Problematik ist, macht dann wieder diesen, du kannst es schlauen Move nennen, oder ich würde eher sogar sagen verräterischen Move, und macht halt Musik mit diesen beiden. Darum sag ich als Flair, es ist Verrat. Nicht als Person. Leute werfen mich in die Competition, in Battle mit Sido und Bushido, die ganze Zeit. Sido verkauft mehr, Bushido verkauft mehr. Die Generation, die danach kam, ist welche Generation? Sagen wir mal die Kollege Farid Bang Generation, weil die verkaufen ja gerade sehr viel. So, und auf der einen Seite messen mich Leute mit der Generation von damals, aber wollen auch, dass ich mich mit der Generation von heute messe. So, jetzt frage ich euch alle da draußen, zu welcher Generation gehöre ich denn? Bei welchen Leuten muss ich denn jetzt bitte das Pensum erfüllen? Ich erfülle das Pensum von euch allen. Weil ich bin seit 2003 bis 2014 bin ich die ganze Zeit im Game. Ich bin die ganze Zeit relevant. So, und jetzt reden wir davon, was ich verkaufe und was andere verkaufen. Und was es im Leben wirklich bedeutet. Weil Leute wollen ja Zahlen hören. Und wir reden über Zahlen. Und wir reden darum, wer am Ende des Tages bei seiner Steuererklärung mehr Geld verdient. Weil das ist das, was im Leben zählt, wenn ihr alle mal älter werdet. Ich bin mein Label. Ich bin bei Sony Vertrieb. Wenn ich eine CD verkaufe, verdient Sony Vertrieb und Flair. Jackpot. Wenn ich 30.000 CDs verkaufe, bekomme ich 6 Euro pro CD. Wer macht jetzt mehr Geld? Wer ist jetzt cooler? Ich bin der erste deutsche Rapper jemals in Deutschland, der eine Mode-Streetwear-Marke in jedem Streetwear-Shop in Deutschland hat. Was du bei einem T-Shirt verdienst und was du bei einer CD verdienst, darüber brauchen wir gar nicht reden.
Es ist so, die Marge beim T-Shirt ist wesentlich höher als bei der CD. So. Und das will ich so sagen. So. Und dann stellen sich Leute halt hin und sagen zu mir, ich müsste ein Battle gewinnen gegen diese Leute. Die spielen einen anderen Sport. Es geht nicht um Punkte. So. Die machen ihr Ding und ich sage dir trotzdem, es ist eine Leistung, was Kollege erreicht hat. Es ist eine Leistung, was Farid Bang, was Bushido, was Sido, was Crow, was Haftbefehl, was, wer ist noch relevant? Casper. Es ist alles. Materia, es ist super. Für mich ist konstruiert, Alter, wenn ein Bushido mit Kollega und Farid Bang Musik macht, nur damit er Platten verkauft. Das ist konstruiert, weil die kennen sich nicht. Das ist alles konstruierte Scheiße. Und dann habe ich ja zum ersten Mal mit einem von denen telefoniert und wirklich sachlich geredet. Also vorher mit Farid Bang war auch eigentlich nur so, du hast angefangen. Und ich so, ey, mir ist scheißegal, wer angefangen hat. Ihr habt da so ein paar Sachen gemacht, die fand ich nicht in Ordnung. Die haben nichts mehr mit Rap zu tun. Da wurden Sachen gemacht, Alter, die hatten nichts mehr mit Rap zu tun. Da standen Leute bei mir vor der Tür. Und auch wenn sie es vielleicht nur halb so ernst gemeint haben, wie ich es dann verstanden habe, weißt du so. Und wie gesagt, wer bei mir vor der Haustür steht, vor mir, also wer es auf so ein Level bringt, so, da lasse ich auch nicht locker. Einer der Sänger von Haudegen hätte wohl irgendwie versucht, ihn... Ach, Tyron war mal bei dem, bei Kollege auf dem Konzert. Ach, aber ist alles Schnee von gestern, ist alles so eine... Kollege? Haben wir über Kollege gesprochen? Ah, Entschuldigung, ich dachte, wir reden über Farid Bang. Ach so. Nee, wir reden schon über Kollege. Okay. Farid Bang ist sowieso ein bisschen ruhiger geworden. Okay. Ich war der Erste, der in West-Berlin die Party bangt und 5-6 Jahre später kam es dieser... Sie wollen mich provozieren, Promo stehen vor meiner Wohnung. Ich werde dich ficken, Kleiner, glaub mir, das ist keine Drohung. Drei Floren, Alpha gehen, wenn ich Knarre zieh. Farid Bang, er rennt weg, verbrennt Kalorien. Keine Halluzination, das ist Realität. Wenn Rapper vor der Tür stehen, warum klingeln sie nicht? Ich will es nicht mehr sagen, Shit zu kommen und sing es für mich. Ich erzähl ihm, was passiert ist, er sagt, der Typ heißt Fadi. Er kennt ihn von der Party, der Bastard nennt ihn Abi. Doch jetzt wird das gerappt, den schnappen wir uns später. Der Bastard liegt im Bett und nuckelt an sein Down. Ich klatsch ihn an die Wand, yeah, und die Nucke bounce. Ich häng ihn aus dem Fenster, der Typ ist schwer geschockt. Was bist du für eine Pussy, ist doch nur der erste Stock. Mit deinem Bein im Knast, dieser Bastard ist dann schuld. Der Hurensohn, er weiß ab jetzt, dass niemand mich verarscht. Ich bin der Deutsche mit den Eiern und ich bleib stabil. Ich war im Palast, da hat Farid noch mit Ball gespielt. Nächste These, Flair ist neidisch auf Kollege Farid und Co. Worauf? Auf Erfolg, auf Resonanz, auf Präsenz. Ich möchte, wenn ich Erfolg habe, nicht so Erfolg haben wie ein Farid Bang, Kollega oder Bushido oder Sido. Sondern wie ein Flair. Wie ein Flair. Und was macht den Unterschied aus? Mann, jeder... Ein Battle ist nicht, ich habe gestern gehört, deine Freundin hat einen Pickel am Arsch. Mann, ihr 15-jährigen Fans da draußen, Alter, das ist behindert. Soll ich so rappen? Nö, wahrscheinlich. Die Möhre vom Haus, wie ein Esel. So was ist, Dicker. Guck mal, wenn Leute mir nachsagen, Flair ist eifersüchtig auf Leute. Ja. Soll ich denn auch sagen, Leute reden über Farid und Kollege und über die Banger, dass die strohdumm sind? Die sind doch mit Absicht so strohdumm. Ich trainiere keine Beine. Ach, das ist doch ein Witz. Das ist doch ich bin so fotogen. Du kannst gleich nach einem Foto gehen.
Das machen die doch mit Absicht, oder? Ja, natürlich. Oder sind die wirklich so dumm? Nö, auf gar keinen Fall. Aber die Fans finden die haben genauso verstanden, wie die Mechanismen um sie herum funktionieren. Naja, also. Aber dann müsstet ihr euch eigentlich im Prinzip viel mehr verstehen, als es immer nach außen wirkt. Ich habe doch mit denen und deren Marketing kein Problem. Die sind nur respektlos gewesen, fertig so. Und die denken halt, die können auf einer Person rumtrampeln, weil die Person entweder in der Minderzahl ist, in der Unterzahl ist, weil die Person, keine Ahnung, gerade nicht den Rücken hat. Das denken die. Deutschrap versteht mich nicht, ist auch Silla. Dann kommt der und sagt, nee, ich möchte nur lieber vom Alt zum Hulk und ich möchte das genau so und so. Und dann sage ich zu ihm, ey Junge, das ist so cool, aber wir brauchen mehr. Und guck mal, lass mal schlau sein. Guck mal, Kollege, guck mal Farid Bang, wie die gemacht haben. Es ist übrigens auch immer traurig, dass bei jedem Interview, was wir machen, über gewisse Leute geredet werden muss. Über gewisse Rapper, die eigentlich nicht so viel mit meinem Leben zu tun haben. Ich merke das immer wieder. Man findet keinen Punkt so. Es geht wirklich darum, ich habe auch mit Farid Bang, Kollege, den Bangern oder den... Weißt du, woran das liegt? Den Leuten, das ist für mich Schnee von gestern. Ja, aber weißt du, woran das liegt? Weil das in der Öffentlichkeit so massiv breit getreten wird. Das liegt aber an dem Interesse der Leute. Farid Bang sieht das Interview und sagt dann, also hör mal, jetzt muss ich dem Patrick mal wieder einen Facebook-Post reindrücken, weil der hat ja das und das bei dem Nico gesagt. Du bist schuld. Jetzt bin ich auch noch schuld an der Scheiße. Come on, die meisten Posts machst du alleine. Ich poste, wenn dann mal irgendwie eine Antwort auf irgendwas, weil ich das gerade lustig finde oder sowas. Ich habe nichts damit zu tun, dass die Leute den Erfolg haben, den sie haben, und sie haben nichts mit meinem Erfolg zu tun. Es gibt sowas nicht. Leute, wacht auf, Alter. Keiner kann meine Karriere beenden. Keiner. Willst du wissen, warum? Ich arbeite härter als jeder. Hallo Flairs Freundin, ich wollte dir nur sagen, falls ich in naher Zukunft mal den Patrick angreife, dann tu mir doch mal bitte einen Gefallen und geh nicht direkt zu der Polizei, wie du das einmal gemacht hast, sondern verschon mich bitte von der Polizei. Hallo Farid, ich bin's, der Flair. Tu mir doch bitte einen Gefallen und lass deine scheiß Schwanzfreunde, deine Kickboxerfreunde nicht bei mir anrufen, weil du dich alleine nicht wehren kannst, du Bastard, okay? Gute Nacht, peace. Einen habe ich noch vergessen. Flair verdient mehr mit 1000 CDs als Kollege, wenn er 200.000 verkauft. Der Tag wird kommen, du startest dein Coming Out. Man nennt dich Bang, weil sie dich Bang mit einer geballten Faust. We'll be right back.
Flair, ich habe deine Texte gelesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Du bist ein Hurensohn. Flair, ich habe eben dein Twitter-Gespräch mit Elias Mbarek gelesen und ich muss sagen, du bist immer noch kein Hurensohn. Ja, das ist der Frank White Ansageblock Nummer 2. Upsala. Geht ja gerade viel ab auf Facebook und im Internet. Punkt 1 ist zum Beispiel, fangen wir mal an mit Punkt 1, ist der Brief an meine Liebesbeziehung mit Farid Bang. Ich habe einen Liebesbrief an meine Bitch geschrieben. Und ja, weil meine Bitch einfach jeden Tag sich irgendwie dazu berufen fühlt, mir was zu posten und so. Und dann habe ich einfach mal sozusagen einen Brief an Farid geschrieben und alle waren auf einmal wieder gegen Flair. Und eigentlich ging es nur darum, dass, also der Schlimmste an dem Brief war wahrscheinlich, dass ich so Wörter benutzt habe wie ihr oder wir und ihr seid Gäste und hin und her. Und viele Leute haben dann so gleich darauf, kennst du ja, in Deutschland ist ja immer so, Deutsche sagen dann anderen Deutschen, hey, das kannst du nicht machen, hin und her, dies, das, warum nimmst du denn die armen Ausländer, warum greifst du denn die armen Ausländer an? Und ich denke mir immer nur so, Alter, ey, in welcher Welt leben die so? Als wenn ich mich hinstelle und sage, der ist Deutscher oder der ist Ausländer oder der ist Gast oder der ist nicht Gast, ist mir doch scheißegal, Alter. Die Leute machen das. So Leute wie Farid machen das. Die sagen noch, yo, ich bin Kenneck. So, das war mein Punkt. Ich bin nicht derjenige, der irgendjemandem sagt, dass er deutsch ist oder nicht deutsch ist. Die Leute machen das. Und wenn die Leute das machen, dann bekommen sie halt solche Wörter an den Kopf geknallt. Genauso wie ich dann halt mit gewissen Sachen leben muss. Aber ist okay. Die Bitch Farid, wie gesagt, um es jetzt auch endlich mal so abzukürzen. Du weißt, wo ich wohne, du warst ja schon mal hier, ich war leider nicht da. Komm doch nochmal und wir machen einen Einzelkampf. 1 gegen 1. 1 gegen 1. Bring deine Leute mit, die können zugucken, damit du nach Berlin kommst. Nicht irgendwie 5 Uhr morgens vom Palastgebäude hinstellen. Nicht irgendwie hier nachts Klingelstreich, wenn ich nicht da bin. Komm, wir treffen uns 1 gegen 1. Das, was du im Internet sagst, scheiß mal auf das, was du im Internet sagst. Sag es mir doch ins Gesicht. Ein für alle Mal. Und wenn nicht, wie gesagt, machen wir weiter diese Kinderkacke. Du siehst ja, Alter. Easy. Ich habe hier iPhone, was ist das? iPhone 6? So, ich poste. Du postest, ich poste. Dementsprechend wird es auf jeden Fall Antworten geben. In jedem zweiten Track würde ich sagen, kommt mal so der Name ab und zu mal vor. Farid Bang habe ich nicht mal mitgekriegt. So ein Typen, Alter, ich wüsste nicht mal, wie der aussieht. Ich weiß, dass der aussieht wie eine Nase. Aber cool, Mann, ich meine, es ist auch Rap, so habe ich Business damit. Ist halt wie ein Peachstamm. Das ist ein richtiger Hurensohn. Wenn du dich daran profilieren möchtest, einen anderen Menschen zu beleidigen, was das Schlechte sind. Und euch darüber amüsiert habt, dass ich auf Platz 56 gegangen bin und er in den Top 10 gegangen ist. Das Spiel, es kann sich alles sehr schnell drehen und heute ist der Tag gekommen. Dass diese Typen nicht wirklich so krass bei uns eine Rolle spielen. Wenn jemand bei mir vor der Haustür steht, so dann fick ich ihn, ist mir egal. Weil wir sonst nichts zu erzählen hätten. Ich will mit den Typen in einem Raum sein. Fick Farid Bang, Alter. Wenn ich euch nicht erwähnt hab, fand ich euch weg, bevor ich Farid Bang hör ich Moneyboy. Ich wollte Flair seine Karriere zerstören und da die ein oder andere nette Dame wegzuhalten. Leute beleidigen, Stress machen. Ich scheiß auf alle. Ich scheiß auf jeden in der Szene. Jeden und werden und wo gesagt wird, der ist der Überrapper. Dass ich einfach besser bin als der. Nee, aber am Ende des Tages, Respekt für den Erfolg. 56. Ja, Bombe, sweet. Top. Wie viel hat er dann verkauft auf Platz 56? 2000, 5000?
Farid Bang ist das zweite Thema. Der Typ hat da wieder sein Maul aufgemacht. Der macht ja immer sein Maul auf. Der denkt ja wirklich, Alter, als Rapper muss man jetzt Alben rausbringen. Und jedes Mal, wenn man ein Album rausbringt, muss man halt dann 10 Rapper dissen. Weil die 10 Rapper haben ihm ja alle was getan, obwohl ihm keiner was tut. Er ist eigentlich der Bastard, der nur rumrennt und alle disst und jedem versucht, was zu tun. Aber er stellt sich jetzt wieder so in diese 50 Cent, möchte gern 50 Cent Position. Ja, ey, ihr habt alle mir so krass was getan. Nimmt irgendwelche Interviews von mir von 2008, Alter, oder 2007, um dann sozusagen den Leuten zu zeigen, so jetzt schlage ich zurück und ich muss alle battlen, die mich ja so krass jahrelang klein gehalten haben und gefickt haben. Was richtiger behinderter Schwachsinn ist, weil er ist einfach nur ein Wichser, der nicht rappen kann. Diese geistig behinderten Kinder da mit Group-Tackern, Haarschnitt, mögen diese Mucke, ihr kauft auch diese Mucke, ihr seid doch alle von 12 bis 13, Alter, so die Zielgruppe. Ist mir auch scheißegal, macht das und alles ist gut. Aber so Farid hat halt von mir dann so diese Ansage bekommen auf Facebook, ich habe geschrieben, guck mal, du bist krass, du erzählst in jedem Song, wie krass du bist und dass du mich fickst und dass du meine Freundin fickst und dass du meine Mutter fickst, so. Ich habe ihm in dem letzten Videoblog habe ich ihm gesagt, Alter, komm, wir treffen uns eins gegen eins. Er hat seine krassen Leute. Ja, lass die Leute, komm, bring die Leute mit, die sollen zugucken. Ich habe keine krassen Leute so, oder ich lasse meine Leute, die ich nicht habe, zu Hause. Und dann machen wir eins gegen eins. Und dann war seine Ansage daraufhin, ja, du bist kein Profi-Boxer, lass mal lieber einen Tee trinken und dann ein paar Mütterfie gehen. Nein, einfach nur. Er will sich nicht treffen, er will mich dissen. Ja, dann diss doch, Alter. Warum disst du? Warum disst du, Alter? Disst du, weil du ein Problem mit mir hast? Okay, dann lass es doch gleich abkürzen und treffen. Treffen willst du nicht. Dann willst du wieder dissen. Was ist los, Alter? Was ist los? Müssen erst die ganzen Kinder da draußen sozusagen merken, Alter, dass du nur diese eine Masche drauf hast? Immer nur dieselbe Masche, Alter. Nenn mir einen Song, Alter, einen Hit, den du hattest. Ein Song, der davon lebt, dass du gute Musik machst, du Pisser. Mann, und deine Bilder, diese Photoshop-Scheiße, ey, ganz im Ernst, ihr verarscht die Kinder gut. Wirklich Respekt an Kollega, Respekt an diesen Majo und an Farid Bang. Ich schwör's dir, Respekt dafür, wie ihr da einen auf Instagram, Alter, mit euren Photoshop gefakten Bildern da einen auf krass macht. Wirklich Respekt, Alter. Die Fans sehen eure Hackfressen und sagen dann, oh, wow, die sind schöner und die sind breiter. Ey, wirklich Respekt, Alter. Wie ihr das geschafft habt, ich staune immer wieder. Ich gucke die Kommentare an, ich lese mir das wirklich oft durch. Und ich bin so krass, wie verblendet und blöde sind diese Leute. Aber wirklich, das ist euer Ding, ihr macht das sehr gut und Applaus dafür. Aber wie gesagt, für mich ist das mittlerweile absurd. Ich habe jetzt hier nochmal was dazu gesagt, Farid, Alter. Du bist für mich eine Abkacke, du bist ein Schisser. Dass ich überhaupt über dich rede, Alter, ist schon traurig, Alter. Diese ganze Hip-Hop, diese Szene ist schon traurig geworden, Alter. Ihr seid echt krass. Also, wenn jemand Gangster-Rap gefickt hat, dann auf jeden Fall ihr, Alter. Ja, nächstes Thema, scheiß auf den. Flair, wie hat der ganze Beef angefangen mit den Bangern? Und du, Farid Bang, ist schwul? Wie der Beef angefangen hat? Mann, Alter. Echo hat sich schon welche Typen rangezüchtet, Alter, und die sind jetzt einfach frech. Brian Leslie fragt, werden die Nase und Felix Blume auf dem neuen Album gedisst? Natürlich. Volle Kanne. Volle Kanne. Ist ja auch erlaubt. Deutsche Rap verändert sich. Farid Bang, du Hurensohn, du bekommst den Messerstich. So Leute, also der liebe Patrick hat mich ja in den letzten zwei Wochen mehrfach zum Kampf herausgefordert. Ich meinte es erstmal gut, ich wollte dem jungen Mann nicht auf die Fresse hauen. Aber da habe ich mir gedacht, komm, ich war schon mal hier, da schaue ich mal bei dem lieben Patrick vorbei. Jetzt stehen wir wieder da und gehen mal wieder bei dem jungen Mann vorbei. Der freut sich bestimmt über meinen Besuch. Er hat sich in letzter Zeit sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt und wollte ja immer diesen großen Kampf. Ja, und jetzt wird er den haben. Vorausgesetzt, wir treffen ihn an. Diesmal habe ich leider Kollege und Maggio nicht mit dabei, aber ich bin alleine. Sehen kann. Hm.
Also liebe Leute, 500 Kilometer umsonst. Schöneberg, Tempelhof, wo sind eure Hände? Grüße an die Düsseldorfer, lutscht mal unsere Schwänze. Ich fick den Mittelstand mit meinem dicken Schwanz. Farid Bang, Anabolika macht Nickelkram. Jo Patrick, ich habe mir in den letzten Tagen deine Statements angeschaut und mir bleibt eigentlich nichts übrig, außer zu sagen. Sehen wir, wenn wir nebeneinander sitzen. Also ich will damit sagen, bring ein Majo her. Komm Majo, du bist ein krasser Pumper. Komm, wir trainieren. Komm Fari, komm Kollege, seid so krass. Komm, wir trainieren zusammen. Klingeln, ich guck runter vom Balkon und sehe, Alter, wie die Leute in ihr Auto gehen, Auto rennen und wegfahren. Und dann machst du Fotos und so alles. Und das grundlegende Problem, was ich ja mit Farid habe, ist, dass so wie der Typ redet, wie der Typ aussieht, wie der Typ sich benimmt, ist für mich einfach so, ich sag dir wirklich, ich finde den Typen richtig eklig. Und wenn ich jemanden richtig eklig finde, Und der gibt dann nicht mal 1% Respekt. Der ist dann so, dass er sich irgendwo hinstellt und dann wirklich so tut, als wenn er der Krass ist. Der mit mir telefoniert hätte, ja, und ihr kennt ja Flair, so wie man ihn kennt und so hin und her, Alter. Der ist ja ein bisschen dumm und ja, aber ich hab jetzt Mitleid. Bruder, was gibt's? Ich hab gehört, das ist wieder so weiter. Ja, Asphaltmassaker. Ja, Asphaltmassaker. Ja, und der Cory meinte eben mit Konzept. Der meinte, ob ich ein Konzept habe. Konzept? Normal, oder? Was für ein Konzept, Alter! Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben oder wollte was aufschreiben, aber... Also Blätter sind schon mal gut, aber das Schreiben brauchen wir nicht. Nee, okay. Sorry. Hast du die Utensilien dabei? Ich habe alles dabei. Bist doch so, mal. Können wir direkt loslegen. Ja. Cory, nimm mal ein paar Deutschrapper-Namen. Schreib das so. Flair. Ja, ich glaube, jetzt sind wir fertig. Ich glaub, wir was? Sind, ja, ich glaube, das reicht. Okay. Der erste Kandidat ist... Ja. Hey, aber ich zieh noch mal. Weil ich den Jackpot mache und ein paar Mädchen treffe. Von Flairs Familie auf der Venusmesse. Wo sie Penis lecken, ja ich ficke sehr lang. Alles Fake, alles Lüge, alles Photoshop. Motherfuck, what? Wer ist dieser Farid Bang? Bevor du mich fickst, kann SAV sich seine Haare kämmen. Ihr seid maskuliner, doch wir sind der maskulinsten. Flair the Rubenson. Flair the Rubenson. Flair, ich ficke deiner Mutter. So Leute, also wir sind jetzt hier am Schiedsstand und wir üben für die Asphaltmassaker 3 Tour und ich habe mir was sehr, sehr Besonderes einfallen lassen und deswegen werde ich mal gleich anfangen. So Leute, bis jetzt war das mit der Schießerei natürlich alles nur Spaß. Also ich möchte keinen der Herrschaften umbringen, auf die ich jetzt geschossen habe. Aber bei den jetzigen Kandidaten, da kann das wirklich schon eine echte Übung sein oder vielleicht eine Simulation für unser nächstes Zusammentreffen, lieber Patrick. Ja, ist das so recht? Perfekt. Passt? Okay. Ich sehe den. Harry, du hast dein Gesicht zersägt. Ah, okay. Farid Boumaier, yeah. Farid Boumaier, hat das Gesicht. Der Hurensohn, hat die Wahl. So Leute, der Flair, wie ihr da seht, der müsste auch erledigt sein. Und ich glaube, beim Flair habe ich so gut getroffen wie sonst bei keinem. Also in diesem Sinne, ihr wisst Bescheid. Frisch, bitte dich! Wenn du ein Wort aussprichst, musst du das Wort gut aussprechen können. Es bringt nichts, wenn du irgendwas sagst und man merkt, du hast deine Lippen waren nicht mal in der Lage, das zu sagen. Mhm. So. Und das sind alles Sachen, die ich bei Kollegen und auch Farid Bang am Anfang gehört habe. Und ich habe mir so gesagt, Mann, Jungs, bevor ihr erzählt, was für tolle Rapper ihr seid, erstmal Timing, erstmal Ästhetik,
Und vor allen Dingen dann auch die Art, wie man zum Beispiel reinkommt in den Satz, wo man einsteigt. Und zum Beispiel, wenn du vor der 1 einsteigst und du einen 3-4-silbigen Reim hast, das ist immer dieses Echo-Problem, Alter. So. Wenn du mich fragen würdest, wer rappt besser, Farid Bang und Kollege, sage ich dir Farid Bang. Weil Farid Bang wenigstens noch Sachen sagt, wo du sagst, okay, ah, die Leute können, es ist lustig. Es ist einfach, es ist direkt in die Fresse. So muss Rap sein. Geil, weil das direkt auf die Fresse ist. Ja, Farid hat ein Timing-Problem. Farid Bang müsste nach der 1 einsetzen und dann würden seine Reime auch besser flowen. Farid sein Problem ist, er ist durch die Echo-Schule gegangen. Er setzt vor die 1 ein, rappt auf 80 BPM und setzt vor die 1 ein. Hat dann einen 3-4-silbigen Reim und darum zieht er den Reim so lang. Dann, darum hört er sich an wie ein Behinderter, wie ein Esel. Entschuldige, ist so. Weißt du, so, okay. Alles ist immer, weil die Reime sind langgezogen. Macht wohl auch nie ein Typ, der rappt, weiß, Reime spricht man schnell aus. Nee, und alle deutschen Rapper rappen immer unten im Bass. Ja. Farid Bang rappt immer unten im Bass. So, wo ich mir denke, Mann, du Vollidiot, hörst du das nicht, Alter? Das ist so wie, einer spielt eine schiefe Note. Und auf so eine Sache achte ich dann halt. Aber kein anderer achtet darauf in Deutschland und deswegen ist es auch wahrscheinlich scheißegal, was du machst. Ich ärgere mich nur aufgrund meines Wissens darüber, dass ein Farid Bang überhaupt eine CD verkauft. Ja, er hat seine. Jeder kann Musik machen, wie er will. Ja. Aber wenn du mich als Rap-Experte aber auch, fragst. Ich meine, auch ein Moneyboy verkauft oder. Moneyboy ist technisch besser als Farid Bang. Moneyboy hat. Ich schwöre dir, Moneyboy hat mehr Ahnung von Rap als 5 Farid Bangs. Zum Beispiel, wenn man jetzt wieder zu diesem Brief kommt, den ich gegen Farid geschrieben habe und so. Ich glaube halt auch wirklich, dass ich da trotzdem auch vielen Deutschen aus der Seele gesprochen habe. Weil viele Deutsche würden auch genau so reden. Ja. Weil viele Deutsche natürlich keinen Plan haben von der Hip-Hop-Kultur und auch viele Leute keinen Plan haben von diesem Multikulti-Leben. Und viele Leute würden dann auch genau so einen Brief schreiben. Die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich den Brief nicht mal geschrieben habe. Die wissen, ich habe den gepostet. Gut, dass du das gesagt hast. Ja, aber egal, ich habe den so geschrieben, ich habe den gepostet und dann in dem Augenblick habe ich den ja geschrieben. So, und ich wollte halt auch mit dem Brief genauso bezwecken, dass die Leute sagen, ah, guck mal, er bedient genau jetzt diese Schiene. Genau diese Schiene, hier ist mein Land, ihr seid Gäste, ihr habt euch zu benehmen, sonst Ausländer raus Schiene. So, ist scheiße die Schiene, aber genauso bedient Farid die ganze Zeit diese ich bin krasser Kanacke-Schiene, fick dich du deutsche Kartoffelschiene. So ist genauso scheiße. Nein, ich wollte nur Folgendes, mein Experiment war das, zu sehen, wie Leute wieder bei dem Deutschen reagieren und wie sie dann im Nachhinein oder auch in der Vergangenheit auf den Ausländer oder auf den Deutschen mit anderer Hautfarbe meinetwegen reagieren. Guck mal, ein Politiker oder hätte ein Moderator oder irgendein anderer so einen Brief geschrieben, Karriere vorbei. Ich kann das machen, weil die Leute mich so gut kennen. Aber pass auf, du hast vollkommen recht, der was Toxic geschrieben hat, war okay. In Bezug auf mich war es okay. Aber er hat noch nie in seinem Leben das bei einem Farid Bang geschrieben. Oder bei einem, egal, bei einem Kanal-Rapper. Aber hat Farid so etwas schon mal geschrieben? Farid verkauft nur Platten deswegen. Farid ist der freche Araber-Rapper, der... Kleine türkische Fans oder arabische Fans hat, die sind 12 Jahre mit Undercut, die wiegen alle 60 Kilo und beleidigen die Deutschen auf dem Schulhof als scheiß deutsche Kartoffel. Das ist seine Philosophie, das ist der Hype um Farid Bang. Aber das Ding ist, dass ein Toxic oder die Medien sich nie sozusagen den Mut zusammennehmen und dann auch mal was gegen diese Leute sagen, weil sie genau wissen, Alter, wenn er das nächste Mal Farid Bang sieht, dann steht er da mit seinen 5 Cousins und die ficken ihn, wenn sie ihn sehen. So, und das ist nämlich das Problem. Bei mir, ich bin dann in dem Augenblick der Deutsche, dann zieht man wieder die Nazi-Karte, dann zieht man wieder die ich bin politisch unkorrekt Karte und das ist für mich unausgewogen und deswegen habe ich diesen Brief geschrieben. Ich wollte einfach nur zeigen, guck mal, bei mir werden die Leute wieder so reagieren, bei ihm machen die einen Scheiß. Also, aber ich bin auch der Meinung, so Farid rappt jetzt auch nicht bei Asphalt Massacre irgendwie anders oder macht irgendwas anders. Also, er hatte dann. Das Album war ja schon ein bisschen so auch Trap-lastig. Vielleicht also, dieses Killer-Album? Dieses Killer, genau. Da war ja auch Trap-lastig. Wenn du das Trap nennst, also ich habe es mir einmal angetan. Staccato gemacht. Vielleicht nicht so krass wie du, weil du hast das ja extrem gemacht. Ja, also generell, wenn du kannst nicht vor die 1 einsetzen. Wenn du vor die 1 so. Okay, ja, so ich habe da Sachen manchmal gehört, was er gemacht hat. Also, keine Ahnung. Wer ihm gesagt hat, dass es Trap ist, aber die Beats waren trappig. Ja, genau. Natürlich. Aber ich habe mir das auch einmal angetan. Ich gucke mir wirklich nichts von dem Jungen an. Also ich will auch nicht jetzt so tun, als wenn ich den nicht auf dem Schirm hätte. Ich gucke mir manchmal die Blogs an, wenn er was über mich sagt, dann poste ich ein Foto zurück. So einfach, um ihm zu zeigen, ich spiele das Spiel mit, die Kinder freut es, die Kinder feiern es. Dann habe ich mir dieses Killer-Video angeguckt, wo er denselben Lamborghini gemietet hat wie ich. Er geht in dieselbe Area, mietet denselben Lamborghini,
Im Ernst? Ja, und, aber ja. Bei welchem Video hast du das? Ich habe das bei Hinter blauen Augen mit Chris Macari. Okay, er macht dieselbe Scheiße. Muss mietet, reinziehen. Mietet den Lamborghini, mietet sich eine Yacht hin und her und disst mich aber noch zwei Monate vorher. Ich möchte gern Buba und möchte gern 50 Cent oder keine Ahnung was. Okay. Jedenfalls, so, und ich, das Ding habe ich mir angeguckt und dieses, dieses, was er da mit Autotune macht, er benutzt dann halt auch Autotune, aber er singt nicht in irgendeiner Tonlage, sondern er sagt, ich bin ein Killer und dann ist da Autotune drauf. Das ist aber nicht, er singt nicht irgendeine Melodie mit Autotune und das ist für mich, das macht es für mich aus so, weißt du, was ich meine? Du kannst dir die Styles klauen, du kannst dir so ein bisschen die Elemente klauen, aber ob du dann wirklich ein guter Typ, ob, also wenn du wirklich Trap dann begriffen hast oder jetzt auch Carlo, ob du den Carlo Knutenflavor dann wirklich begriffen hast, es gibt tausend, es gibt Babassat, es gibt tausend Leute, die rappen auf 90 BPM Sample Beats, aber die klingen nicht wie Frank und Sonny Black. Und wir fahren jetzt zu Flair nach Berlin. Nein, Spaß. Wir fahren jetzt zu einem gewissen Herrn, der gestern bei einem Gewinnspiel gewonnen hat. Während der Promophase von Asphalt Massaker 3 gibt es einige Hausbesuche von mir. Diesmal nicht zu fünft und nicht mit dem Smart, sondern diesmal nur mit dem Porsche und zu zweit, zu dritt. Wie gesagt, hauptsächlich ging es bei dem Song aber um die Nächstenliebe zwischen mir und Frau Losensky, Schrägstrich Patricks Mutter, die ja mit Sicherheit auch dem ein oder anderen Rapper ein Begriff sein sollte. Mann, du weißt, dass du den Ficker niemals ficken kannst. Treffe Farids Mutter, Lippenstift am Schwanz. Wenn ich Gewichte push, hilft dir auch kein Photoshop. In meiner Gegend ist ein guter Kopf ein toter Kopf. Deine Banger-Freunde, sie rennt zum Arbeitsamt. Alles, was du rappst, ist Faker, kenn endlich die Wahrheit an. Ich hab Karat und ihr Karotten, ihr Bugs Bunnies. Ihr seid geliefert, wenn ich nicht mehr auf Bewährung bin. Komm nach Schöneberg, ich zieh dir deine Jones ab. Wie man ein Banger ist, ich hab es euch vorgemacht. Dich zu battlen ist für jeden Rapper kinderleicht. Ich hätte Farid längst getötet für den Kringelstreich. Whoa. Heute ist nicht gestern, deutscher Rap verändert sich. Farid Bang, du Hurensohn, du bekommst den Messerstich. Du redest wie ein Esel, lebst in deiner Scheinwelt. Jeder macht mich nach, weil den Schwänz nichts mehr einfällt. Nur mal jetzt, um es auf den Punkt zu bringen, zum Abschluss vielleicht, ein guter Schlusssatz ist, mit mir kann man immer reden, Alter. Egal was, ob es zum Battle gekommen ist, Farid Bang, Kollege, die ganzen Leute, wenn die anrufen, sagen, wir möchten uns mit dir hinsetzen, alleine, wir treffen uns, für was auch immer. Ich bin, Alter, ich bin am Start, ich brauche keine Leute. Beinamen wie Muskelmensch passen zu mir, denn ich steh nachts vor der Tür von Patrick und Frier, yeah. Ich fick Paul und die Karotte, weil ihr Furzen seid. Wie Tides Henkers Mahlzeit wird der Bordstein sein. Ich hab Opfer gebracht, heute krieg ich fett Applaus. Maskulin brachte auch Opfer als Rapper raus. Du fragst, wen hab ich gedisst? Nice und Ilmatic, Harris, Doreen, Kürz und Kitty Cat, die Bitch. B-Tide, CRPUT, Sierra Kid, Nazar, Zilla, Reason, Patrick und Tamar. Hey Patrick, grüß dich. Du hast eben vergessen noch zu erwähnen, dass ich Gold gegangen bin mit Jung Brutal Gut Aussehen 2, mit Killer fast bei Gold bin und dass du noch ein kleiner dreckiger Hurensohn bist. Hast du auch vergessen. Ah, okay. Und ich fick deine Mutter, diese Schlampe von Hurentochter. Okay, okay, das war noch nicht so richtig. Machen wir nochmal, ja? Okay. Gib dir auch mal ein bisschen weniger Vorlauf. Okay. Kannst du schneller einsteigen, ein bisschen besser drin. Ja, das war ja? Die ganze Zeit nicht richtig gehört, deswegen bestimmt. Okay, okay, okay. Und ich fick deine Mutter, diese Schlampe von Hu... Nein, das ist viel zu früh, Alter. Müssen wir nochmal machen, okay? Okay, okay. Okay, los geht's. Später diesmal kommen, ne? Und ich fick deine Schlampe, diese... Nein, Mann, nein, nicht so spät, Alter. Was ist los bei dir, Alter? Komm,
Das haben wir jetzt mit der Stimme hingekriegt, jetzt kriegen wir es mit dem Takt auch noch hin, okay? Machen wir nochmal, ja? Okay, okay. Okay, los geht's. Und ich fick deine Schlampe! Alter. Ich war nur im Takt, Alter. Was im Takt, Alter? Zuerst war es eine halbe Ewigkeit davor, Alter, danach war es eine halbe Ewigkeit dahinter. Was ist los bei ihm? Du hast gar keine Ahnung, nimmst du heute zum ersten Mal auf, oder was? Ich hab keine Ahnung, Alter. Ja, klar. Du triffst nicht die Eins und ich hab keine Ahnung, oder was? Ey, was für ich treff nicht die Eins, Mann? Willst du sagen, ich kann nicht rappen, oder was? Ja, pff, Alter, ich weiß nicht, also ein paar CDs hast du ja schon verkauft, Alter, aber die Eins hast du heute noch nicht getroffen, ja? Alter, komm, mach mal nochmal, ich zeig dir, wie das geht. Okay, okay, okay. Bist du bereit? Ja, klar, Mann. Die Eins auch zu treffen. Ey, ich treff die ganze Zeit, hör, nee. Okay, mach mal einfach mal. Wenger Musik, yeah. Und ich fick deine Mutter, diese Schlampe. Alter, vergiss es, Alter. Jetzt bist du schon wieder zu früh, Junge. Was ist denn los bei dir, Alter? Ey, ich hab richtig gerappt, Alter. Ja, vielleicht in deinem, weiß ich nicht, Horizont, Alter. Keine Ahnung, was bei dir da gerade falsch läuft. Ja, aber der Takt ist auch schwer, Mann. Was schwer? Da bam, 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 bam. 1, 2, 3, 4. Alles wie immer, ey, Bruder, Alter. Ey, du kannst das so schneiden. Britney Spears und so, die machen das auch alle immer so, Mann. Ja, Bruder, aber die haben nicht morgen früh Abgabe, Alter. Ja, wir müssen das muss sitzen, Alter, das muss sitzen. Ich meine, was soll ich denn? Wie soll ich jetzt den scheiß Takt, Alter? Das ist das letzte Lied, was wir aufnehmen. Soll ich reinkommen und dir auf den Rücken klopfen, Alter, damit du die Eins triffst, oder nein, was? Nein, Alter, aber was soll ich denn jetzt? Aber warte, warte, apropos klopfen. Wir machen das jetzt so, Alter, ja? Ich gebe dir hier den Takt vor. So, du guckst dir das an, Alter, und dann versuchst du die Eins zu treffen. Sollen wir das mal so probieren jetzt? Wie willst du mir das vorgehen, mit den Fäusten, oder was? Nein, 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 pass auf. Wir nehmen einfach mal hier die Dinger, Alter, ja? Okay, und dann machen wir so. Bam, bam. Bam, okay? Okay, okay, okay. Sollen wir das mal probieren? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich drücke auf Aufnahme, bam, 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 und du fängst auf die 1 an zu rappen, okay? Okay. Deal? Okay. Okay, los geht's. Und auf geht's. Yeah. Ah. Ah. Und ich fick deine Mutter, diese Schlampe von Hurentochter. Ficke deinen Vater, diesen Stubenhocker. Bruder, super. Genau so. Und jetzt einfach weitermachen. Wie Ex-Kriminelle. Es gibt keine Features für Jungs ohne Rückgrat. Flair, Frank, White Label, Boss ohne Künstler. Ah. So, lieber Patrick, du warst in letzter Zeit sehr fresh. Und jetzt, heute habe ich jemanden dabei. Und der wird dich richtig ficken, Alter. Komm mal dazu. Ich fick mit meinem Bruder Farid dich am Anakoi. Wir rasieren dich, wir stechen dich ab am Anakoi. Ich stech dich ab am Anakoi. Du Göttwörter. Du Pübbelberger. Willst du Schule weitermachen? Ja. Warum? Ist gut in der Schule? Warum willst du die Schule weitermachen? Auf geht's, ich glaube den kleinen Scheiß an. Damit das so wird wie Flair oder so. Warum hast du dich mit Flair eigentlich nie auf einer musikalischen Ebene gebattelt? Weil der nicht musikalisch so stark ist. Ne? Also, er hat ja mehrmals Diss-Tracks gemacht. Er hat ja zu jung, brutal gut aussehend, hatte ja den Mega-Diss-Track, der wirklich mit... wirklich namenhaften Diss-Tracks wie Abrechnung und diese ganzen großen Diss-Tracks so zusammen eingereiht wird. Mut zur Hässlichkeit, der ja den mega Hype hatte, der Diss-Track, und wirklich gutes Feedback hatte. Also wirklich, da hast du echt was hingelegt, Herr lieber Patrick. Also da bin ich nicht mal drauf eingegangen. So. Flair ist auch für mich kein Rap-Gegner. Ne? Das ist für mich so ein kleiner Spaß so nebenbei. Trotzdem nimmst du es wahrscheinlich auch mittlerweile sehr ernst. Nein, ich nehme es nicht ernst, um Gottes Willen. Ich nehme den Typen nicht ernst. Also ich bin auch nicht jetzt so, dass ich so, ich muss den ficken und bla bla. Ich nehme das alles mit Humor. So. Ich fahre bei dem vorbei, mache ein paar Späße und das so alles mit Humor zu betrachten. Ich,
hoffe einfach, dass ich ihm niemals begegne, weil ich ihn nicht schlagen möchte oder so. Ansonsten, also der interessiert mich nicht so wirklich. Also nicht, was heißt, der interessiert mich nicht? Ich ärgere ihn halt gerne. Das ist das Einzige, das macht mir einfach Spaß. Ist es nicht aber insgesamt dann auch so eine Sache, die man irgendwann mal auf sich beruhen lassen kann? Ja, aber Flair ist einfach so, der gibt einfach so, der kommt einfach mit so geilen Statements wie sein Brief gegen mich und so, da muss man einfach dann nochmal so, weißt du, der bringt halt immer so ein knaller Statement raus und da muss man da einfach immer nochmal so, komm Patrick. Im Zweifel helft ihr euch ja wahrscheinlich auch gegenseitig immer ein bisschen dadurch, dass ihr ständig und überall... Ich denke schon, ich habe ihm auf jeden Fall viel geholfen, ne? Also, ihr spielt euch ja gegenseitig die ganze Zeit die Bälle zu. Sollte mir auf jeden Fall dankbar sein für alles, was ich für ihn gemacht habe. Also so viel, so oft, so viel Name-Dropping wie von mir hat er noch nie bekommen. Und krieg halt natürlich noch die Anwaltsschreiben, die kosten ja auch. Hab 3.000 Euro bezahlt für seine ganze Anwaltsschreiben, Patrick. Das Geld hole ich mir natürlich wieder, indem ich ihn dann disse. Und dann vielleicht die ein oder anderen Anti-Flair-Anhänger sich dann das Album kaufen und wir dann diese 3.000 Euro kompensieren können. Guck mal, du musst das auch so sehen. Ich sehe das jetzt nicht. Ich beleidige Flair nicht. Ich mache mir Späße aus dem. Also man muss das differenzieren. Der Typ kommt mir jedes Mal, komm nach Berlin und mittlerweile habe ich das Gefühl, der Flair ist gar kein Rapper, sondern Touristenführer, so oft wie der mich nach Berlin einladen möchte. Also echt, danke Flair. Du hast die Einladung ja quasi dann angenommen, ne? Die Tour führt auch nach Berlin. Ja, natürlich, da komme ich natürlich gerne vorbei und der Patrick ist auch herzlich eingeladen bei mir. Also ich bin jetzt auch nicht so böse, aber der ist halt einfach so ein primitiver Typ so. Der ist so sehr primitiv und so, der ist sehr impulsiv und deswegen, ey, der hat auch seine Anhänger. Der hat auch bestimmt ein paar coole Kids, so Dorfkinder, so dorfdeutsche Jungs, so die wirklich keinen Draht zu Ausländern haben. Und so, die dann so sagen, ey, ja, wir setzen uns durch gegen Ausländer, das existiert nicht, Mann. Ey, wo ich lebe, sind Deutsche und Ausländer, die sitzen an einem Tisch. Also es ist jetzt nicht bei mir, dass irgendwie Deutsche ausgegrenzt sind oder ich bei Deutschen ausgegrenzt bin, sondern wir sind eine Gemeinschaft. Meinst du nicht, dass du in der Lage wärst, dich auch an einem Tisch mit ihm auszutauschen und auszudiskutieren? Was soll ich mit ihm ausdiskutiert? Es gibt doch kein ernsthaftes Problem. Also, außer dass er beleidigend ist, was soll ich jetzt mich mit denen hinsetzen? Warum hast du mich beleidigt? Er ist für mich einfach ein Typ, den ich gerne ärgere. Und ich möchte ihn weiterhin ärgern und ich möchte ihn auch weiterhin demütigen. Das ist doch meine Intention. Also ich möchte mich doch jetzt nicht mit Flair auf menschlicher Ebene treffen. Der ist ja wirklich ein Untermensch unterster Klasse. Also wirklich, da ist er, frage ich mich nicht, in welchem Heim der aufgewachsen ist, sondern aus welchem Waisenhaus der entflohen ist damals. Und was er da für Sitten gelernt hat, da im Heim und auch mit diese... Damit legst du doch schon wieder oben drauf, jetzt geht's doch schon wieder los. Dann wird er doch wieder darauf antworten, das muss doch eigentlich alles nicht sein. Ich meine, hey, guck mal, eine Sache muss auch gehen, auch diese Karottengeschichte. Der Flair hat es nicht immer einfach gehabt. Er ist schon in sehr frühen Jahren mit Sexualstraftätern konfrontiert worden und das in seinem Heimzimmer, wo dann wahrscheinlich umgeben von Tupac-Postern oder Notorious B.I.G.-Postern, was er immer gehört hat, dann auch wirklich da diese sexuellen Straftaten an ihn vollzogen worden sind. Das ist natürlich auch sehr verletzend und das sieht man natürlich auch jetzt im hohen Alter, verfolgt es ihm noch. Dank meiner Insider-Informationen. Zollst du ihm Respekt dafür, dass er auf 1 geht? Ey, wenn er auf 1 geht, das ist gut. Ich freue mich für ihn. Wenn er sich freut, ist voll in Ordnung. Also es ist voll in Ordnung. Der ist noch nie auf 1 gegangen, soll mal auf einmal auf 1 gehen. Man muss das auch nicht unterbewerten. Er hat 18.000 verkauft. Ich freue mich, dass er nicht lügt bei seinen Verkaufszahlen. So dass er nicht sagt, so, dass er da so mal das erste Mal in seinem Leben nicht lügt. Dass er sagt, ja, das hat sich 18.000 Mal verkauft. Weil sonst ist er immer sehr stark am Aufrunden. Und aber jetzt hat er wirklich mal die wahren Zahlen genannt und ist voll in Ordnung für ihn, voll. Ist doch gut. Hast du auch einen Tipp an mich? Vielleicht mal ein bisschen Beine trainieren. Sonst noch irgendwas? Du, Bruder? Was soll ich sagen, außer dass Flair ein Hurensohn ist? Bruder ist mein bester Mann aus Hamburg.
Herzlichen Glückwunsch zum offiziellen Snippet von Asphalt Massaker 3. Und an dieser Stelle möchte ich euch etwas ganz, ganz Wichtiges mitteilen. Am 27.03. ist es soweit. Aber das Wichtige ist, Flair, du bist ein Hurensohn. Weil ich den Jackpot knack und ein paar Mädchen treffe. Von wem? Von Flairs Familie auf der Venusmesse. Wo sie Venus recken, jeder kriegt, was er verdient. Ich bin Millionär. Yeah. Und Flair, wenn ich nächstes Mal bei dir vorbeikomme, Michelle, sieht man ihn nicht, stell mir unten einen Heizstrahler hin, dann bleib ich auch vielleicht ein bisschen länger. Ist untergebildet. Doch es reicht aus, um mich beim Sex mit seiner Mutter zu filmen. Oh. Gut am Berlin, alte Kuh, maskulin, optisches Erscheinungsbild, Buchstabe I. Ich werde deine Meinung mit der Tech-9 ändern. Bei meinem letzten Album hab ich meine Eier verloren. Doch ich bin wieder back, nur zu unterhalten ist enorm. Die Eier sind wieder da, wo sie hingehören. In dem Mund von Flairs Mutter. Macht es aus dem Benz Mansori. Patrick war Arschgeber und dem Heimopfer von Sexualstraftätern. Denn ich steh nachts vor der Tür von Patrick und Frier. Yeah. Kitty Cat seh ich in Haut mit Klamotten anstatt Saugen oder Kochen am Bauch wie eine Fox. Ich fick Paul und die Karotte, weil ihr Fotzen zeigt. Wie Tides Henkers Mahlzeit wird der Bordstein sein. Sitze bei dem Polizeiverhör und antworte mich. Nicht so wie Flair, der antwortet sicher beim Polizeiverhör. Shoote zweimal auf Maskulin und dieser Patrick liegt neben seinem Abschiedsbrief. Denn vom Maskulin Way singt der Test. Also Leute, lass die Linger davon. Du von Patrick die Schwester kennen? Ich hab's übers Netz gemacht wie Schmetterbälle. Patrick, Zilla, Giat, ich fick auch Lars. Was für dich Übergröße ist, ist für mich körperbetont. Keine gute Line, nein, gratis ich mich selbst. Dein Körper betont, ist bei mir nur XXL. Und deine Größe und ist, ich vögel jetzt die Ex von dem Peach. Okay, Flair, im Benz Mansori, das ist Banger Musik. Die Szene meint, ich sei kein Rapper, sondern mehr Mutter, Unternehmer. Flair. Und Flair wächst seit Heimtagen. Bis ich ihm sag, Sex kann man auch ohne Gemüse und zu zweit haben. Und warum sich die Kugeln in deiner Brust befinden? Zur falschen Zeit am falschen Ort im Bus ganz hinten. Und von Salat schrumpft der Bizeps, sagen Colle und Maggio. Ich füg noch hinzu, von Möhren weitet sich der Anus. Yeah! Asozialer Marokkaner, es wird Flair gepickt. Jetzt steht er vor dem Nichts wie Lars, wenn er Konzerte gibt. Ah. Patrick Losensky, das Rechengenie. Kostet das Album 15, hat er 16 verdient. Frank White, du rappst über Juwelenkäufe. Doch gehst du auf Tour, sieht man nur leere Räume. Ah. Expendable Gangster Raps, Rita Lee. Es gibt nur einen Frank White und das ist B.I.G. Flair läuft zu den Cops, nachdem er sein Fight bekam. Denn er ist 31er, wie Schweinsteiger. Mein Brot, du scheiß Missgeburt. Du bist ne Fotze mit Bart wie Conchita Wurst. Du Hurensohn. Also ich würde schon sagen, dass das wirklich Menschen unterster Klasse sind, niedere Geschöpfe, die auf dem Album gedisst werden. Und im Laufe des Schreibprozesses habe ich immer Freude gehabt, wenn ich dann wirklich da in der Nacht mich angefangen habe, kaputt zu lachen, weil ich da so kranke Zeilen habe, wie zum Beispiel: Frank White kann man selten in der Menge sehen, außer auf Straßenfesten der NPD. Dann ist das, sorgt das schon für einen Schmunzler bei mir. Ich glaube, die Jugendlichen finden mich einfach als Typ cool. Wenn man sich den Rest der deutschen Rap-Landschaft anschaut, die sind natürlich wenig ansprechend für die Jugendlichen. Wenn du dir beispielsweise einen Flair anschaust, bei dem Straßensound-Interview, sah der aus wie Ben Grimm, dieser Steinmann von Fantastischen Vier. So mit aufgequältem Gesicht und so, das ist für mich völlig verständlich, dass die Jugendlichen wirklich nur mich sehen und auch in mir natürlich den Spiegel der Straße sehen. Das ist kein Dissen, das ist Mobben. Weil was hat mir ein Flair getan? Eigentlich nichts getan, aber der muss natürlich in den sauren Apfel beißen. Weil er natürlich sich nur einmal kleines bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt hat. Nur wegen einmal, guck mal, was der mit sich schleppen muss. Das Ganze läuft schon seit 3-4 Jahren und ich hoffe, dass ich das noch wirklich die Kraft dazu habe, das noch 4-5 weitere Jahre zu machen. Und mein Ziel ist es wirklich, Flair zum Suizid zu treiben. Also, das ist mein Rap-Ziel.
Flair ist natürlich ein bisschen ein affiger Typ, der ist sehr primitiv, also du hörst das wirklich bei dem raus, dass er wirklich, wirklich von der Straße kommt. Aber mit Straße meine ich jetzt nicht, dass er, spreche ich jetzt nicht von seiner Street Credibility, sondern einfach von den Manieren und das Verhalten, was er an den Tag legt. Der legt so ein Verhalten an den Tag, das sieht man wirklich bei sehr, sehr wenigen Menschen. Die einzige Möglichkeit, wirklich dieses Verhalten auch bei anderen Menschen zu sehen, ist, wenn man sich diese Sendung auf Kabel 1 anschaut, wo so wirklich so schwer erziehbare Kinder in so Bootcamps in Amerika. Und ich denke, wenn es diese Sendung vor 20 Jahren gegeben hätte, dann hätte man da durchaus auch einen Patrick Losensky drin gesehen, der ja wirklich auch mit vielen Sachen zu kämpfen hatte. Unter anderem auch sein Umkreis, den er hatte. Diese sexuellen Straftäter, die im Heim ihn bedroht haben und ihn diese Sachen, diese Tiefkühlpommes und gefrierte Karotten anal eingeführt haben. Also diese Menschen. Diese Menschen sollte man. Auf jeden Fall zur Verantwortung ziehen. Und Patrick, auch wenn wir Feinde sind, wenn du das hier siehst, ich würde dich gerne dabei unterstützen, diese Leute da wirklich zur Rechenschaft zu ziehen und denen auch es heimzahlen, was sie dir angetan haben. Gibt es da für dich eigentlich Grenzen in solchen Punkten oder sagst du, nee, gerade die Grenzen überschreite ich gerne und breche dann halt dieses Tabu, dass man eigentlich ja über sexuellen Missbrauch nicht unbedingt sich lustig macht? Sorry. Der arme Patrick, ey. Nein, darüber macht man sich nicht lustig. Sorry. Also darüber macht man sich nicht lustig. Und ja, das ist ein sehr ernstes Thema, aber ich finde, der Patrick sollte auch dazu stehen. Also ich finde es schade, dass der Patrick sich lieber in die Täterrolle stellt. Er sollte diese Opferrolle akzeptieren und sollte auch über sein Problem mit anderen Menschen reden, dass sie ihm dann vielleicht auch helfen können. Aber wenn man natürlich alles für sich schweigt, in sich schweigt, und dann kann einem natürlich nicht geholfen werden, weißt du? Was ja auch ein interessantes Thema war, war dieser Brief, den er an dich geschrieben hat. Der Flair, ich glaube auch nicht, dass er das gemacht hat, weil der Nazi ist oder rechtsradikal ist oder irgendwie sowas. Ich glaube einfach, der Junge wollte einen Witz machen und wollte so zeigen, so ja, du bist ein Kanake, der sich nicht benehmen kann. Und das stand bei denen im Vordergrund. Nur natürlich dadurch, dass er natürlich so beschränkt ist und dadurch, dass er diese ganzen Szenarien durchlebt hat, über die wir eben gesprochen haben, fällt es ihm natürlich sehr schwer, die passenden Worte zu finden, weil er zum einen sehr beschränkt ist und sein Vokabular auch sehr, sehr limitiert ist, was man natürlich auch immer wieder in seinem Rap hört, kann er sich natürlich nicht ordentlich formulieren. Und er hat es dann natürlich mit einem Brief versucht, wollte den Intellektuellen raushängen lassen und wollte zeigen, dass er auch anders kann. Aber es war dann eigentlich am Ende noch primitiver, als es sonst ist. Und wie man es halt vom Patrick eigentlich immer erwartet und auch immer wieder zurückkommt. Also der Patrick ist echt ein kleiner Rotzlöffel. Siehst du da nicht jetzt mal ganz unabhängig auch von dem Brief so eine gewisse Problematik, die im Rap auftaucht? Also ich finde es sehr, sehr schade, dass sich Rap mit Nationalitäten so, dass sich Leute damit profilieren. Das finde ich sehr, sehr schade, dass das viele Leute machen. Und das fand ich auch schade von Patrick, dass er das unbedingt versucht. Das fand ich auch blöd, dass er unbedingt versucht, so Ausländer gegen Deutsche. Das ist so auch sein Gedanke. Also ich glaube nicht, dass er rechtsradikal ist, sondern ich glaube einfach, dass er diesen Bonus benutzen wollte, dass er Deutscher ist und das dann gegen mich verwenden möchte. Aber ich habe kein Problem mit Deutschen, ich habe mit gar keiner Nationalität ein Problem. Es ist nicht verwerflich, wenn du das erwähnst und wenn du stolz darauf bist und wenn du das cool findest, ist alles gut. Aber wenn du anfängst, dich darauf so zu profilieren und sagen und versuchst nur, weil du von daher kommst oder weil du Deutscher bist oder was weiß ich,
die so eine Gruppierung zu machen, das ist Schwachsinn. Wenn du damit auch noch mit diesen Leuten versuchst, andere Leute zu attackieren, das ist total link. Ich habe ihn ja gefragt auch nach dem Brief und da hat er mir dann geantwortet, dass es nicht von ihm ausgehen würde, sondern von den Ausländern. Also er hat auch unter anderem deinen Namen genannt und gesagt, dass du ja so drauf wärst, dass du dich da abgrenzen würdest gegenüber Deutschen und so weiter. Mein Rap ist doch voll zugänglich für deutsche Jugendliche. Der hat eine gestörte Wahrnehmung. Also er möchte einfach Leute gegen jemanden mobilisieren, weil er selber nicht die Kraft aufbringen kann, gegen mich anzutreten. Das ist der einzige Grund, wie ich mir das erkläre. Weil wenn er das so wahrnimmt, ich lasse weder nach außen hängen, dass ich Marokkaner bin, noch sage ich, dass ich der krasse Araber bin. Ganz im Gegenteil. Ich verstehe nicht, wieso er das sagt. Also das finde ich sehr schade, dass das die Leute so aufnehmen. Sobald sowas stattfindet, dass jemand wirklich nationalistisch versucht, noch was Schlechtes damit zu machen, sollte man da wirklich zusammenhalten. Und das hat mir auch gefallen, dass da die Leute auch auf seinen Brief eingegangen sind. Dass die auch eigenständig was dazu gesagt haben. Es ist kein Platz in der deutschen Rap-Szene für so einen Schwachsinn. Falls es jemand repräsentiert, sollte man wirklich auch diese Leute irgendwo ausgrenzen. Der größte Teil der Rap-Szene, ich sag mal 98%, mobilisieren nicht ihre Community oder was weiß ich, also ihre nationalistische Community, um andere Leute runterzumachen. Das macht man nicht. Wir sind hier mit verschiedenen Kulturen. Es gibt keinen Grund, gegen ein Land oder gegen irgendwelche anderen Leute eine Abneigung zu zeigen. Es sei denn, man ist selber primitiv, ein primitiver Kerl oder man ist selber nicht intelligent genug. Aber es gibt natürlich auch Aktionen, die natürlich über die Musik hinausgehen. Wenn du zum Beispiel dann bei Flair vor der Haustür stehst und ihn aufforderst, rauszukommen, so, hat sowas noch Platz im Rap so oder geht es dann, ist das übers Ziel hinausgeschossen auch ein Stück weit? Es ist definitiv, das ist unterste Schublade. Das kann man auf jeden Fall dazu zählen. Nur du musst halt überlegen, ich habe ja auch irgendwo meinen Standpunkt und ich habe auch irgendwo meine gewisse Selbstachtung. Und wenn mir jemand wie Patrick sagt, mich mehrmals zum Kampf herausfordert, nachdem ich es ihm wirklich öffentlich auch gesagt habe, ich möchte mich nicht, also ich bin nicht so ein primitiver Typ, dass ich solche Sachen machen muss. Aber wenn er mich mehrmals versucht herauszufordern, sich dann darauf auch noch profiliert und so tut und meine höfliche Neinsagung so darstellt, als hätte ich Angst oder als wäre er mir körperlich überlegen, dann ist es mein gutes Recht, da hinzufahren und ihn zur Rede zu stellen. Ich habe ihn nicht zum Kampf herausgefordert, sondern er mich. Lässt es ja nicht sein und macht es andauernd und immer wieder. Hör mal, der weiß doch jeden Tag, wo ich bin. Der kann doch, jeder kann da hinkommen, wenn er sich unbedingt prügeln möchte. Braucht er das so zu machen? Der muss das nicht 10-mal posten in Facebook. Der hat es einmal gemacht, ist doch gut. Dann ist es doch mein gutes Recht, wenn einer das 3-4-mal macht, auch meinen Standpunkt zu zeigen und ihn auch zu ihnen nach Hause zu gehen. Natürlich ist das unterste Schublade. Das will ich nicht gutheißen und auch nicht sagen, dass das super ist, dass man das machen soll. Aber wer denkt der Typ, wer der ist? Wenn du das, dich darauf profilierst und jetzt so dann so auch noch so, ich sage, ich habe noch ein nettes Statement gesagt und ich habe gesagt, hey, ich möchte dich musikalisch zerstören. Wenn er das so auffasst, als hätte ich Angst vor ihm und das so auslegt, hör mal, dann ist doch mein gutes Recht, dass ich zu ihm nach Hause fahre. Und wie er sich das dann wieder zusammendichtet, dass er nicht runterkommt und dass er am Schlafen ist und dann doch wach ist und eine Stunde später irgendwelche Bilder postet und was weiß ich, hör mal, das ist Zirkus. Hör mal, ich war da, du bist doch so davon überzeugt. Und der hat mir noch am Tag vorher gesagt, ey, komm hier hin, komm mit wem du willst, mach was du willst. Bin ich da hingegangen? Ich bin einen Tag später nach der Ansage da hingegangen. Hör mal, und dann lässt er das nicht sein. Und ja, da sag ich ja dann, komm hier hin, lass den Quatsch. Ich hab's mehrmals gesagt, hör auf mit der Scheiße. Komm doch einfach vorbei, lass das doch einfach. Soll sein Kameramann mitnehmen, soll in ein Café kommen. Gehen wir mit 5-6 Mann auf ihn los oder was weiß ich. Hat er das auf Kamera, dass wir irgendwie Pisser sind und Feiglinge sind, wenn er das unbedingt möchte? Das ist ja, was er möchte. Er möchte ja keine Musik machen, er möchte nicht, weil er da, das nicht kann. Er möchte ja unbedingt diese körperliche Auseinandersetzung. Ich kann er auch gerne haben. Also, ich schlag den tot. Flair ist, das, was er macht, ist kein Rap. Das ist lyrisch auch unterste Schublade. Ich möchte ihn nicht schlecht reden, das ist meine ehrliche Meinung. Also ich sage jetzt hier nicht, irgendwie werde ich hier primitiv und beleidige ihn und sage, Flair, du bist ein Penner, du bist ein Wichser, sondern ich rede jetzt rein objektiv. Es ist lyrisch unterste Schublade. Aber gerade dann müsste es für dich ja ein einfaches sein, das Battle dann zu gewinnen. Es ist kein Battle. Bayern München spielt nicht um die Champions League gegen eine Drittligamannschaft. Das bringt nichts. Er ist mir verkaufstechnisch
ist er nicht auf meiner Welle. Er ist auch raptechnisch nicht auf meiner Welle. Menschlich sowieso nicht. Und auch seine Wahrnehmung ist eine komplett falsche. Er sagt, Farid kann nicht rappen. Er sagt, ich kann nicht im Takt rappen. Er sagt, ich kann nicht rappen. Der Typ hat sich mehrere Alben schreiben lassen. Er hat sich mehrere Alben schreiben lassen. Ich habe mir noch nie mein ganzes Leben eine Zeile schreiben lassen. Gibt es dafür Beweise, dass er sich hat Texte schreiben lassen? Gibt es 1000 Beweise. Ich weiß, dass Santino ihm Texte geschrieben hat. Ich weiß, dass Motrip ihm Texte geschrieben hat. Weißt du das von den Leuten dann immer direkt? Oder? Natürlich, natürlich. Ich weiß direkt. Es wurde auch mehrfach in... Das weiß man auch in der Szene. Das hast du jetzt, hörst du ja auch nicht zum ersten Mal, dass er ihm Texte geschrieben hat. Klar, aber wie will ich das nachprüfen? Ich höre sowas jeden Tag, aber ich höre auch zum Beispiel, dass Banger Musik selber seine Alben kauft. Das ist ein anderes Gerücht, was ich gehört habe. Ja, aber das hast du nicht gehört. Das hat einmal jemand in die Welt gestreut, was aber weder Hand und Fuß hat. Also 10.000 CDs hatten wir mehr als unheilig. Mhm. Casey Rebel hat den Abstand von 13.000 CDs. Maggio hat den Abstand, also er hatte das Doppelte von Flair. Ja. Welcher dieser drei Releases sollte was kaufen? Aber doch nicht, ich kaufe CDs. Aber bei Flair gibt es Hand und Fuß. Wer hat mich, abgesehen davon, wer hat es denn auch, wer weiß es denn? Oder wer hat es denn auch gesehen, dass ich CDs selber gekauft habe? Die Sachen über Flair, die ich dir sage, sind, die wird vielleicht ein Motrip in der Öffentlichkeit nicht zugeben, weil er vielleicht eingeschüchtert ist und vielleicht Angst vor Flair. Nee. Ich glaube nicht, dass Flair einen Vertrag gemacht hat und du kannst auch die Urheberrechte in Deutschland nicht abgeben. Das weiß man, dass er ihm Texte geschrieben hat. Genauso weiß ich auch, dass Santino ihm Texte geschrieben hat. Fakt ist auf jeden Fall, dass er für sich schreiben lassen hat und das ist nicht mein Level. Also er ist nicht vom rapperischen her nicht mein Level. Okay. Also leider kein Live-Battle. Nein. Okay. Ich hab's dir angeboten, dann hat der Flair gesagt, ja komm, schlag dich um den Zilla und was weiß ich wieder, was, irgendeine Kacke, so weißt du, der Typ ist einfach, was soll ich dir sagen, Alter? Der ist einfach so und du kannst nicht mit dem Typen reden. Der ist ein kranker Typ. Man muss ihn leider einmal, muss ich den schnappen und so totschlagen und dann passt das schon. Dann wird der auch schon ein bisschen klarkommen. Na, ich war ja jetzt zum zweiten Mal Miami. Ja, war geil. Ich wollte mal den Omar mal Miami zeigen, weil ich immer viel von Miami am Schwärmen war. Ja, und weil der Flair immer in Miami war und weil ich den viele Sachen nachmachen möchte, dann wollte ich auch nach Miami, auch seine Orte gehen. Das ist korrekt, ja. Ein bisschen Respekt geben durch Urlaub. Asphalt Massaker ist für mich was ganz Persönliches. Das ist wie mein Kind und ich möchte nicht, dass mein Kind, was weiß ich, auf der gleichen Schule war wie Flair, sondern vielleicht dann doch lieber auf dem Gymnasium. Mir macht es Spaß, ich habe auch Spaß daran, wenn ich lustige Punchlines finde und mich alleine kaputt lache nachts so und so wie so ein Behinderter, so, ja, ich ficke Flair und was weiß ich, also ich lache mich darüber alleine kaputt. Und das macht mir Spaß und das ist geil. Wie ich dir sage, in erster Linie geht es mir darum, den Fan zu befriedigen, wie das natürlich die maskulinen Rapper damals immer gerne auf Tour gemacht haben. Fans befriedigt. Hast du denn diesmal dir auch neue Leute ausgedacht? Ich meine immer nur Lars Unlimited und Frankie Kubrick zu dissen, wo niemand weiß, warum überhaupt. Selbst bei Flair sagen ja schon Leute, es wird ja erst langsam langweilig, dass ihr seit 100 Jahren andauernd gegenseitig disst. Dabei fängt das, ist ja bei Flair ist, sagen das ein paar Leute, aber dabei ist die Krönung erwartet die Leute auf dem Album. Weil das ist wirklich, ich muss ehrlich sagen, für den Flair, der tut mir da echt leid. Weißt, warum der mir leid tut? Weil der ja die ganze Zeit jetzt mit seinen neuen Sachen so, sag ich mal, ein bisschen besser weggekommen ist als zuvor. Und eigentlich so gutes Feedback mal wieder bekommen hat für seine Musik. Was ich ihm auch gönne, auch wenn er ein Hurensohn ist.
Aber das Album ist schon echt hart. Also ich hätte ungern welch gegen dieses Album. Und da gibt es natürlich auch einige Überraschungen. Guck mal, das Ding ist, auch wenn ich eine geile Punchline habe, die auf dich zutrifft. Ich hatte auch eine Zeile mit dir auf dem Album, aber deine Silbe war, Toxic war zu lang, dann habe ich Falk genommen. Falk machte sich im Interview mit Flair bequem und ist wie Dr. Doolittle, er lässt sich ein vom Pferd erzählen. Und ich wollte Toxic machen, aber der Toxic war zu lang. Ich bin auch nicht so ein Freund von so diesen langen Diss-Tracks. Ich mache das alles, auch wenn ich das jetzt nicht schlecht reden will, diese langen Diss, aber mir reichen 5 Minuten aus. Oder ein ganzes Album, wo es 50 Milliarden Mal um Flair geht. Ja, das ist aber jetzt, hast du aber schon mit der Zahl ein bisschen untertrieben, 50 Milliarden Mal. Also du kannst ja schon... Nicht genau gezählt, ich habe versucht, ich komme damit durch. So nee, also das ist echt jetzt stark abgerundet mit 50 Milliarden Mal. Deine Mama mir Deep Throat gibt oder du auf dem Friedhof liegst. Mit dem Album hier fängt eine neue Ära an. Warum macht jeder Zinker auf Ehrenmann? Weil ich den Jackpot knack und ein paar Mädchen treffe. Von Flairs Familie auf der Venusmesse, wo sie Penis lecken, ja ich ficke sehr lang. WADT, ich schieß weiter auf Agro, denn die Fotze deiner Mutter, sie ist breiter als Marshall. Patrick ist untergebildet, doch es reicht aus, um mich beim Sex mit seiner Mutter zu filmen, oh. Farid Bang fickt Flair und Paul, denn ich bin unfickbar wie Ariel, die Meerjungfrau, oh. Falk machte sich im Interview mit Flair bequem und ist wie Dr. Doolittle, er lässt sich was vom Pferd erzählen, oh. Und als es damals hieß, Agro fickt das Land, lief ich in die Tanke mit der Knarre in der Hand. Von Salat schrumpft der Bizeps, sagen Colle und Maggio. Ich füg noch hinzu, von Möhren weitet sich der Anus. Gut am Berlin, alte Kuh, maskulin, optisches Erscheinungsbild, Buchstabe I. Ihr habt Zufahrnamen, Patrick war Arschgeber und dem Heimopfer von Sexualstraftätern. Renn oder flieh, Motto maskulin, Rap von der Street mit Machete und Speer. Asphaltmassaker 3, die Grabrede vom Flair. Farid ist zurück und fickt deine Prinzipien. Ich gründe mit Flairs Mutter eine zweite Familie, bitch. Was sagt man Völker 3? Befinden zur falschen Zeit am falschen Ort im Bus ganz hinten. Hunde, die Wellen beißen nicht, sagen ein paar im Viertel.
Und an dieser Stelle auch nochmal will ich mich auch nochmal ganz herzlich beim Patrick bedanken, der eigentlich sehr viel getan hat, sehr viel aushalten musste für dieses Album. Aber ich denke mal, am Ende wird es sich doch rentieren und ich denke mal, wir können heute uns alle einen schönen gemeinsamen feierlichen Tag gestalten, indem wir uns einfach über den lieben Patrick amüsieren und über die ganzen schönen Sprüche, die ich mir über das ganze Jahr überlegt habe, bei denen ich natürlich Patricks Mutter verbal attackiere. Ja, und so schaut's aus. Heute ist nicht gestern, deutscher Rap verändert sich. Farid Bang, du Hurensohn, du bekommst den Messerstich. Du redest wie ein Esel, lebst in deiner Scheinwelt. Jeder macht mich nach, weil den Schwänz nichts mehr einfällt. Asozialer Marokkaner, es wird Flair gefickt. Jetzt steht er vor dem Nichts viel aus, wenn er Konzerte gibt. Yo, Farid, du kleiner Bastard. Du kleiner Streuselkuchen. Du bist vielleicht in meiner Stadt, aber ich bin in deinem Player. Du kleiner Stricher. Okay, ihr ganzen Kackvögel. Geht auf youtube.com/flair und zieht euch mein neues Video rein, Badewiese. Farid Bang, du Hurensohn, du bekommst einen Messerstich. Yeah! Du würdest vielleicht auch selber mal in den Cage steigen. Ich hätte nämlich eine Frage zur Rap-Ikone aus Berlin, Flair. Ihr beeft euch ja ein bisschen, Worte hin und her. Wäre das nicht zum Beispiel so ein Gegner? Ja, da fehlt der Respekt, um das auf sportlicher Ebene auszutragen. Ich glaube, Flair ist auch recht sportlich. Dementsprechend meinst du, das könnte man über die Bühne bringen? Ja, das ist, also wenn, dann möchte ich das sportlich machen und nicht eine Schlägerei. Also Flair, das kläre ich hinter den Kulissen. Aber ich möchte einen sportlichen Kampf machen und nicht eine Schlägerei. Also wenn ich das mache, dann muss das sportlich ablaufen und dafür trainiere ich, weil wenn ich Schlägerei machen will, dann kann ich auch morgen in den Ring steigen. Promenade hören, ne, was wir hier gerade schreien, oder? Das müsst ihr nach Hause hören. Okay, gib mal den nächsten Beat. Ich will alle Hände sehen, Berlin. Jeder, der Flairs Mutter gefickt hat, hebt die Hand. Ja, und weil heute Samstag ist und der 18. ist, habe ich mitbekommen, Alter, dass ein Kollege, ein Rapper-Kollege heute in der Stadt so einen Live-Auftritt hier hat. Und sich krass was darauf einbildet, dass er endlich nach 10 Jahren nach Berlin kommt und hier mal rappen darf. Irgendwo auch, Alter, 10 Bezirke weiter. Das ist nicht wie in anderen Städten, dass du 2 Minuten in den nächsten Bezirk fährst. Hier fährt man auf jeden Fall eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wenn man überhaupt da durchkommt. Und das ist der Kollege mit... Ja, und... Er kommt bestimmt ganz alleine. Und das Video laden wir jetzt gleich hoch, Alter. Wenn du so ein krasser Mann bist, wenn du so krass bist und du kommst in meine Stadt, Alter, was habe ich mit dieser Stadt am Hut, außer dass ich hier wohne und vielleicht in 2 Bezirken meine Kumpels habe und wir hier 50 Bezirke haben, keine Ahnung. Komm doch vorbei alleine, sei immer ein Mann. Ich lade dich herzlich ein, ich komme auch irgendwo hin, wo du bist, alleine. Wenn du dich traust, Alter, lass uns die Kinderkacke einfach alle mal beenden. Ich bin echt gespannt, Alter, so, ob dir heute was passiert. Ich glaube eigentlich nicht, weil so Berlin ist erwachsen geworden, Berlin ist älter geworden. Vor 10 Jahren hättest du hier, Alter, hättest du 100 deiner Leute mitnehmen können. Deswegen sei dir gegönnt. Bei Rick Ross ist alles fake. Die sind so wie Kollega, wie Farid Bang, sind fake. Das, was die sind, ist nicht das, was die rappen. Wie sieht das aus, gleich auf Farid zu sprechen? Da ist jetzt 5-6 Jahre Beef auf Internet gewesen. Habt ihr euch mal persönlich getroffen oder gar nie gesehen? Ich glaube, wenn er mich persönlich treffen würde, würde er auch nicht mit mir Beef wollen. Weil Farid denkt auch, er kann das machen wegen Promo. Er denkt, okay, alle Rapper dissen sich wegen Promo. Ich disse nicht wegen Promo.
Also wenn bei mir eine Linie überschritten ist, dann ist mir egal, ob es mir was bringt, promomäßig oder nicht. Dann mache ich das, weil ich denjenigen nicht mag. Ich bin ihm egal. Der Junge kennt mich nicht, der will mich auch gar nicht kennenlernen. Er macht das nur, weil er weiß, dass die Kinder im Internet lieben das, wenn er frech ist. Und, aber wenn wir uns sehen, wird er sich wundern, auf jeden Fall. Fast ganz Rap-Deutschland hat ihm halt gute Genesung gewünscht. Darunter war auch der Farid Bang und du hast sein Foto geliked, glaube ich. Ja. In solchen Situationen rückt man da halt auch bei der Opposition halt näher. Also wie schaut es da aus? Hat er gut gemacht. Eigentlich hätte ich von ihm erwartet, dass er dann mit einem lustigen Spruch um die Ecke kommt. Und ja, und die Sache zwischen Farid und mir ist, ich kann es nur mal wieder sagen, so, das ändert auch nichts daran, wenn er mal was normal, also was Anständiges macht, weil er sehr unanständig ist, sehr asozial ist in seiner Art. Er hat dann auch bei der FIBO wieder gesagt, er möchte in den Ring treten mit mir oder irgendwas. Ich habe mir das Interview nicht angeguckt, aber hat auch wieder 100.000 Klicks, weil die wieder meinen Namen nehmen, Alter, und wieder über solche Sachen reden müssen. Und ich habe ihm 100 Mal angeboten, komm zu mir und dann können wir uns schlagen oder wir können Mikado spielen, was immer du willst, Alter. Er kommt dann nachts, macht Selfies und geht wieder. Dann macht er wieder Interviews und redet, wie anständig er ist und wie asozial und primitiv ich bin und deswegen müssen wir im Ring kämpfen. Hat dann aber im Vorfeld meine Frau beleidigt. Ich frage mich, welcher Boxer würde noch mit einem anderen Boxer generell boxen, wenn er die Frau von ihm beleidigt hätte. Also selbst Boxer würden dann nicht mehr auf so einem sportlichen Level irgendwie gegenübertreten. Und deswegen, ich verstehe, das ist sehr, sehr suspekt und sehr, sehr absurd, was er immer redet. Und er redet einfach nur, damit die Kinder ihn krass finden und damit die Kinder irgendwie sagen, hast du gehört, was der gesagt hat? Und dann hat er halt seine Promo. Aber wie gesagt, Farid, Alter, du hast das Ding mit meiner Frau, das steht so, er soll kommen, er soll die Füße von meiner Frau küssen. Und dann vergesse ich die Sache. Also ich schwör's dir, er soll sich auf die Knie, also runter auf die Knie begeben und ihre Füße küssen. Und dann überlege ich es mir vielleicht, dass ich ihn nicht ficke. Für die Aktion werde ich ihn ficken. Und da kann er auch, wie gesagt, da bin ich im Recht. Ich weiß, er hat seine Azertar-Brüder, die sind doch alle krass. Und auch Berliner Jungs, stabile Berliner Jungs sagen auch, ey, die sind auch korrekt und sind cool und bla und so. Interessiert mich alles nicht. Das ist eine Sache zwischen mir und ihm. Und mir ist scheißegal, Alter. Der Tag wird kommen, er kann 100 Leute kennen. Er kann 1 Million Leute kennen. Der Tag wird kommen, für die Aktion kriegt er. Und wenn er krasser ist, dann krieg ich. Und der Rest ist mir scheißegal. Er ist nicht krasser. Hast du Asphalt Massaker 3 gehört? Ich habe das Snippet gehört, musikalisch ist das unter aller Sau so einfach behindert. Also es ist wirklich wack. Also darüber brauchen wir nicht reden. Ich habe, glaube ich, bei Roos im Hip-Hop-D-Interview habe ich schon mit irgendwelchen Lauten und mit irgendwelchen Geräuschen, glaube ich, ungefähr klar gemacht, was Timing und was Groove bedeutet. So, so ich kann jetzt auch meinen Namen tanzen, damit die Leute auf jeden Fall, das ist richtig wack so. Und es lebt halt davon, dass er halt meinen Namen nennt auf 16 Tracks und so. Und wenn Leute das entertaint, dann ist das richtig peinlich. Also, du musst es überlegen, so in 3 Jahren, so, wenn du dann ein Album, so, ich stell mir das so vor, ich hole dann in 3 Jahren mein Album raus, so wenn ich schon so ein Farid, um Gottes Willen, ich stell mir jetzt gerade vor, dass ich so aussehe wie der. Aber egal. So, dann hole ich mir das Album raus, was ich gemacht habe und ich höre mir das an und es geht nur um andere Leute. Es hat nichts Eigenes, keine Identität, hat keinen eigenen Flavor. Es lebt nur davon, dass ich irgendwelche Namen benutze und die Leute beleidige. Was soll das? Das ist für mich so, das ist für mich, also er hat sich selber gefickt mit dem Album. Er hat mir eigentlich nur noch mehr, wie sagt man, hat mir nochmal 3 Jahre mehr im Game geschenkt mit dem Album, weil wenn ich so relevant bin, dass er auf jedem Song nicht auf mich klarkommt, ist doch gut. Alles klar. Also ich habe das Snippet gehört, aber kann mir sowas nicht anhören. Also. Das ist richtig. Wir haben das Album im Auto, können wir dir das ja gleich mal geben. Deins haben wir auch im Auto. Dankeschön. Kannst vielleicht mal durchhören. Range Rover. Aber okay, beenden wir das Thema einfach mal. Ja. Was muss passieren, damit der Beef mit Farid aufhört und du überhaupt noch, wie er angefangen hat? Oder weißt du noch, wie er angefangen hat? Ja, der Beef hat einfach angefangen, weil da irgendwelche neuen Rapper kamen, Alter, die dachten, die sind über Nacht, werden sie die Superstars. Ich kann mich noch daran erinnern, damals hatten wir Partys mit AK, kennst du noch AK von Broses? In Köln. Man hat heutzutage immer noch einige Partys. Ja, genau, und da gab es Partys, da kam dann K1 mit Farid Bang an und wollten irgendwie in den VIP rein. So. Und wir haben gesagt, wer seid ihr, Alter? So. Mhm. Weißt du, so, und so einen Typen dann über Nacht denken die halt, die können irgendwie den Leuten irgendwie ins Essen kacken, Alter, von denen sie sozusagen Fans waren. Und da haben die von Anfang an einfach ihre Rolle übertrieben. Wenn die von Anfang an so ein bisschen mehr höflicher gewesen, dann wäre das nie so entstanden, so fertig. Und der Typ muss einfach verstehen, so, dass er hässlich ist.
Nein, ja, also zwischenmenschlich wird es da, glaube ich, nie wieder eine Basis geben. Doch es reicht aus, um mich beim Sex mit seiner Mutter zu filmen. Farid Bang fickt Flair und Paul, denn ich bin unfickbar wie Ariel die Meerjungfrau. Falk machte sich im Interview mit Flair bequem und ist wie Dr. Doolittle, er lässt sich was vom Pferd erzählen. Also weil Farid, Kollege, sind immer noch die Feinde, die bei mir genauso eine Rolle spielen. Auch wenn Farid gerade Maul hält, weil er sieht, ich bin mit Arafat ein bisschen unterwegs. Ja gut, er hat auch gerade kein Projekt. Jetzt ist Casey am Start. Mit Casey seid ihr, bist du gut. Ne? Also da gibt's keinen. Ach so, das heißt, Farid ist nur, wenn er Projekte am Start hat. Ich denke mal, sonst macht er Urlaub, oder nicht? Ist doch bei dir auch so. Ist ja gut zu wissen, dass er das nur projektbezogen macht. Das war jetzt, das legt mir das nicht im Mund. Aber nein, was ich meinte ist, ich will jetzt nicht sagen, also mir ist das doch gleich. Die Ruhe ist nur, weil Leute wie Kollega und Farid denken, für mich war das alles nur Spaß. So Hip-Hop-Level, Internet-Level. Deswegen ist gerade Ruhe. Weil die denken, okay, die haben ihr Ding gemacht, ja. Die haben ihre Platten verkauft, so jetzt ist Ruhe. Aber Ruhe ist dann, wenn die im echten Leben Rechenschaft ablegen. Die Leute haben gedacht, okay, dann wird Flair wieder auf 1 gehen, wird Flair ein bisschen verkaufen, dann wird er wieder ruhig. Nein, Alter. Das dachte ich auch, ehrlich gesagt. Nein. Ficken. Die sind dran. Ganz einfach. Du legst einen Kleinstein auf die Waage, ja. Dann werde ich einen Kleinstein auf die Waage legen und es gleicht sich wieder aus. Legst du ein Auto auf die Waage, dann lege ich auch ein Auto auf die Waage. Die haben zwei Autos auf die Waage gelegt und deswegen kriegen die auch die Scheiße zurück. Okay. Ich habe ja ein Foto von mir und meiner Freundin damals gepostet und Farid Bang hat sozusagen dann wieder Witze gemacht. Ja. Wenn Farid mir ein Foto zeigt, jemals, also wenn Farid ein Foto postet mit einer Freundin, die er jemals hatte, dann beende ich den Beef. Willst du jetzt damit, also du sagst damit, er hat keine Freundin? Ich sage dir, Farid, so wie er aussieht, mit seinem Gesicht, mit seiner Art, er hat noch nie eine Freundin gehabt. Ich meine jetzt nicht eine Nutte. Ich schwöre bei Gott, er soll nicht jetzt mit einer Nutte oder mit einer prominenten Schlampe. Er soll meinetwegen erst 16 Jahre alt. Er hatte doch so ein Mittelschaft. Er soll aus der Zeit ein Foto mit einer Freundin posten. Ich schwöre dir, er hat den Beef gewonnen. Okay. Was für ein Hurensohn, Alter. Wie gesagt, nochmal viele Grüße an unseren Gollum Farid. Okay, ein Bild aus deiner Jugendzeit mit einer Freundin. Du hast den Beef gewonnen. Okay, du Hurensohn. Ein Bild. Schmuggler, Feuer auf dich fake. Warum machst du Deutschrap, wenn es Deutsche nicht verstehen? Und du willst für die Straße flohen, doch bist wie Rotze, denn du ziehst dich an der Nase hoch. We'll be right back.
Leute denken, oh, Trap ist einfacher, weil Trap weniger Reime hat, weil du nach der 1 einsetzen musst. Was auch Farid Bang immer noch nicht verstanden hat. Der hat ja danach so einen Sketch gemacht, so einen Videoblog, wo er dann auf die 1 einsetzt. Und wir erklären ihm das. Ich mache so ein Roots-Interview, Hip-Hop-D-Interview und sag ihm noch, ey, setz doch mal nach der 1 ein. Und er will das parodieren. Er will sagen, ja, ich kann das oder ich probiere es. Und sogar in dieser Parodie hat er nicht verstanden, wo nach der 1 ist. Düsseldorf da die ganze Ecke, die machen auf keinen Fall das, was wir machen. Die machen es nur marketingtechnisch. Also JBG war Carlo Koks Nutten einfach ein Kanacke. Also jemand mit dunklen Haaren rappt mit jemandem mit hellen Haaren. Dieses Konzept, ein Deutscher und ein Kanake, das ist Carlo Koks Nutten gewesen. Ob die das jetzt mit Absicht gemacht haben oder ob das Glück war, jetzt wollen wir hier nicht zu viel, jetzt wollen wir die nicht zu schlecht drehen. Ist auf jeden Fall erfolgreich gewesen. Sowieso. Weil das Konzept, ein Deutscher und ein Kanake halten zusammen, sind befreundet, ist ja auch das ultimative Konzept in Deutschland. Die Leute, die weiterhin frech sind und die Leute, die, mit denen ich Probleme habe, denen habe ich auch weiterhin ein Problem. Ich lese auch im Internet ganz oft. Farid sagt ja gar nichts mehr. Warum sagt Flair jetzt noch was? Das ist ein ernstes, persönliches, reelles Thema. Dann soll das aber auch am Ende persönlich bleiben und da geklärt werden. Genau, hast vollkommen recht. Künstler nehmen, aufbauen und rausbringen. Welche Rapper in Deutschland können das? Bushido ist der Einzige in Verbindung mit Arafat, der den Leuten sagt, pass auf, Alter, die Verträge sehen so und so aus, die Verträge sind fair. Na gut, und Banger-Musik muss man ja auch dann sagen. Banger-Musik muss man aber auch sagen, dass die Künstler alle, außer Maggio und der Rest davon, diesen Flitzpiepen, sind alle sehr autark. Wer ist noch bei den Typen? Zum Beispiel Summer Jam. Summer Jam ist ein Künstler, den kannst du mit Kay vergleichen. Summer Jam ohne Farid wäre der nichts. So, und dann durch Banger, durch diesen ganzen Banger-Hype, dann hatte er auch, da kann man auf jeden Fall sagen, Farid hat Summer sozusagen auf ein gewisses Level gebracht. Was halt, wo man auch Farid sagen muss, okay, er hat ein gutes Label, so. Ach du Scheiße. Bleib bei mir. Entschuldigung, ich habe gerade ein Farid Bang Foto gesehen, oh mein Gott. Vielleicht schnapp ich mir den, wenn ich ihn sehe, so genau wie Farid, so. Aber das sind dann so Sachen, so, das entscheidet die Situation. Also, guck mal. Nee, ich meine auch den ganzen Markt. Du wirst in dem ganzen Markt auch noch weiter eintauchen. Und du ach, das meinst du jetzt, natürlich. Ja. Die Kinder müssen am Ende gucken. Wenn die Kinder die Fotos sehen und sagen, okay, komisch, dass bei Farid Bang auf jedem Bild der rechte Arm immer größer ist als der linke, so ganz schlecht gefotoshoppt und sie das trotzdem entertaint und sie deswegen dann trotzdem sagen, der ist breit und der ist krass, dann musst du ja nicht mal viel machen, Alter. Ist doch geil, machst ein paar Arme dicker und dann bist du der krasse Banger. Das ist doch okay. Harvey möchte wissen, wann wirst du nicht Farid zerstören, aber das ist ja eine private Bewährung, Sache. Bewährung bis März 2016. Ja, aber wir haben ja gesagt, das ist eine private Sache, lassen wir es da. Ich habe aber keinen Bock darauf, Mann. Ja, weil du bei Farid im Arsch bist, so. Ach, mit so Zunge. Ein Bullshit, Alter. Das hier ist Carlos, haut noch Witze über Agnaut, bis Farid mit der Nase schnauft. Meine Kinder glauben lieber Märchen von Farid. Zur selben Zeit schreiben Redakteure, Flair sei Nazi. Diese Banger haben nur Luft in ihrem Brustkorb. Dieser Farid, der belügt, das macht doch krasser Dealer. Doch in Wahrheit hat er... Du hast nur Bock auf Beef in deiner schwulen Promophase. Keine Schnappe guckt im Kopf auf deine Oberarme. Gesichtskontrolle durchgefallen, große Nase. Ihr traut euch nur um meine City mit Entourage. Beim Klingelstreich gut getarnt, in Camouflage. Scheiß mal auf die Punchline, scheiß mal auf dein Double Time. Dein Logo ist ein Boxhandschuh, mein Logo ist ein Butterfly. Ich bin Straßenrapper, Farid Bang, Nasenbrecher. Ich seh dir die Scheine, ihr Ficker seid alle nur irrelevant. Große Fresse, große Nase, Mini der Schwanz. Also der Streit zwischen Farid und Karl S. Ich finde, Karl S. macht es genau richtig. Der sollte gar nicht, Alter, auf diesem Level irgendwie sich geben.
sich präsentieren. Deswegen Statement gebracht. Du kannst doch gegen so jemanden wie Farid, was willst du da, Alter, noch machen? Der Junge macht sich zum Clown, weil die kleinen Kinder das lustig finden, dann ist gut. Dass ich Farid und Kollege irgendwie, also Farid Rap pumpt er gar nicht mehr. Der war für mich so ein richtiger Disco-Pumper, einfach von diesem, du merkst das, also die nehmen die Trends mit. Ja. Und wenn es dann darum geht, dass du dann sagst, ey, warum machst du jetzt 50 Bilder auf Instagram so mit deinem Bizeps? 50 ja. Bilder, 50 Mal dasselbe Bild. Da merkst du, der ist gar nicht im Fitness-Ding drin so. Der, ja. Was ist das? Ich habe noch nie einen Typen gesehen, der sich so hinstellt. Ja. Also so, ist komisch so. Es geht ja darum, dass wenn zum Beispiel jemand kommt und versucht, sich an die hochzuziehen, so wie es oft in der Hip-Hop-Szene ist, da habe ich schon oft den Fehler gemacht, hat mir auch Arafat letztens gesagt, dass ich den Leuten dadurch was gegeben habe. Weißt du, die Leute kommen, wissen, wenn sie Flair oder es gibt auch viele andere Künstler, die den Fehler gemacht haben, okay, den kannst du jetzt anpissen, dann reagiert der, dann hast du die Aufmerksamkeit, die du brauchst. Aber das ist ja natürlich auch dann so eine Sache mit Farid gewesen zum Beispiel. Farid wird immer der Rapper sein, den ich berühmt gemacht habe. So wie als wenn ein Kumpel von mir gewesen wäre. Weißt du, was ich meine? So, es wird immer so sein. Und wenn er damit leben kann, dann ist es cool für die. Ich bin froh, dass ich nicht damit leben muss, dass ich mich auf irgendjemand anderen, dass ich mich an irgendjemand anderem hochgezogen habe. Ich will damit sagen, so, ich habe mich immer sozusagen durch meine Musik, durch meine Aussagen, die mich betreffen, hochgebracht. Abgeklärt könnte ich ja jetzt sagen, ja Moment mal, keiner kommt klar mit mir, hat sich seit langem mal wieder richtig gut verkauft. Bombe, ich habe gegen Bushido gehetzt, ja jetzt mache ich nur noch diesen Film. So jetzt so, weißt du, so Farid-Mentalität, so. Ich mache jetzt den, ich beleidige den, wow, ich habe was davon. Für mich spielt das keine Rolle, ich beleidige Leute, also ich habe ein Problem mit Leuten in meiner Musik, wenn ich ein Problem mit denen habe. Wenn Flair kein Album Mitte des Jahres bringt, dann ist es schon langweilig. Farid hat echt mal was Lustiges geschrieben. Er holt euch die Web-Update-App oder folgt Flair auf Twitter, kommt auf selbe hinaus. King, ja. Danke Flair, sehr, sehr vielen Dank, dass du mich berühmt gemacht hast. Was denkst du, wer durch dieses ganze... durch die Flair-Antworten gepusht wurde? Naja, unsere Spezialisten, Farid und Kollege. Okay. Weil die Sache ist ja auch, letzte Zeit hat Farid etwas Stück weit Lustiges gepostet, so von wegen, ladet euch entweder die Rap-Update-App oder folgt ihm bei Twitter. Kommt auf selbe hinaus. Weil du kommentierst ja alles. So denkt man das oder ja, so. Ja. Naja, und die Sache mit Farid und so, ich glaube halt schon, dass... Wärst du damals auf diese Beefs nicht eingegangen? Was denkst du, ich habe die Beefs damals nicht ernst genommen. Ich sag dir ganz im Ernst. Also wirklich ernst genommen habe ich es dann erst... wo ich gemerkt habe, die denken wirklich, die sind hart. Also ich hab damals bei Schrei nach Liebe, Mann, ich singe die Hook mit Autotune, Alter. Ich singe einen Ärzte-Song nach auf einem Diss-Track. Okay. Also da kommen wir dann noch zu Farid Bang. Der hat ja deinen Ausschnitt auch noch gepostet, so von wegen, ja, cool. Also dankemäßig, dass du mich gepusht hast. Ja. Ist da nicht irgendwann der Punkt erreicht, wo man sagt, ey, fuck auf dem Beef und okay, ich hab dich beleidigt, du hast mich beleidigt, so, wir lassen es irgendwann sein. Sowieso, ist doch schon erledigt. Ich meine, genau, weil er hat jetzt auch nicht mehr gestaffelt. Nein, ich denke, dass es teilweise auch da ein bisschen daran liegt, Alter, dass, Und dass man sich so ein Stück weit in Ruhe lässt, weil er wird bestimmt auch auf Tour gehen, er kommt nach Berlin, du wirst auch auf Tour gehen, du gehst nach Köln und solche Filme. Ey, guck mal, das einzige Ding, was wirklich... persönlich ist und was sozusagen eine Sache ist, so, die wird auch nie unpersönlich sein. Die wird auch nie, da können dann 100 krasse Leute kommen, die ihn kennen, die mich kennen, die uns an einen Tisch setzen, bla, bla, ist mir alles scheißegal. Das Ding mit der Frau wird geklärt. Da kann er auch 1 Million Platten verkaufen, kann 1 Million Mal nach Miami fliegen, wieder zurückkommen, kann mich nicht mehr dissen, ich disse ihn nicht mehr, ist kein Problem. Ich habe auch ich habe auch nichts gegen ihn jetzt weiter. So, ist cool, er hat seinen Punkt gefunden. Er macht es auf eine lustige Art, sagt danke Flair. Er weiß schon, was daran ernst und was daran Spaß ist. Ist okay. Das Ding mit der Frau ist bei mir so wie... ist wichtiger als Rap. Das ist für mich das Wichtigste auf der Welt. Das Ding wird geklärt und wenn da sozusagen nicht von seiner Seite das nötige... Engagement kommt, ist es auch eine Sache, die knallt. Ist mir scheißegal. Fertig. Das ist so wie Kay und Bushido mit Mutter, Vater, dies, das. Ja, wie gesagt, Frauen, Mutter, blablabla, ist für mich kein Spaß. Fertig. Ihr könnt bei mir klingeln, komm, ihr scheiß Kinder. Doch ich schlachte euch wie scheiß Rinder. Bestes Label national. Müsstest du vielleicht auch draufstehen, maskulin. Ja, aber muss sein Selfmade oder Banger-Musik, ganz klar. Ja, Banger-Musik ist...
Okay, guck mal, Sido, Motrip, Haft ist krass bei Universal, ist krass. Aber bei bestes Label national, da würde mir einfach spontan eher Selfmade oder Banger einfallen einfach. Ja. Alles oder nichts ist auch krass. Stimmt. Aber trotzdem Banger muss ich ja. Ist einfach so. Wann? Der Mai ist Bewährung vorbei. Und dann werde ich allen Leuten zeigen, wer Lügen hat. Meinst du nicht, dass es irgendwann cool ist, auch mal... Nein. Jemand, der vor meiner Tür steht, wird gefickt. Das muss nicht sein, Alter. Muss sein. Nee, ja, das geht zu weit. Willst du wissen, warum es sein muss? Ja. Damit nicht jeder Schwanz denkt, er kann anfangen zu rappen. Ich hab vorgewarnt, gebe dir den Apparat, du hast Korn und Hand. Ich komm in deine Villa mit dem Ballermann geladen und fick Frank White. Ich habe keine Gnade, richtige Bums, du ekliger Hund. Und gebe deine Mädel meine Dick in den Mund. Lege dich nah an, gebe nicht nach. Kollega und Farid Bang standen bei mir vor der Tür. In meiner Bewährungszeit, weil sie wussten, Flair hat erstens gerade mit wirklich harten Leuten Stress, so Straßengeschichten, Leute, die andere Leute wirklich umbringen. Und Flair ist sowieso auf Bewährung. Wir gehen jetzt in diese, guck mal, da, zu Realness. Also, jetzt reden wir wieder Realness. So, ich will damit sagen, wenn du so real und hart und Straße bist, ruf doch an, sag, ich komme jetzt dahin. Und dann trifft man sich und dann hast du das auch genau gemacht, was du eigentlich damit signalisieren willst. Ich gehe in eine andere Stadt, klingel bei jemandem an der Tür. So, und im Endeffekt haben die nur Kasperle-Theater gemacht und die standen bei mir vor der Tür und dann so in meiner Bewährungszeit. Und dann wundern sich Leute, boah, Flair redet nach 2 Jahren immer noch über diese Leute. Dicker, glaubst du, das Thema ist für mich gegessen? Ach so, du meinst, du hattest dich nicht vernünftig wehren können, deswegen... Ich war wie in einem Käfig so, ja. Irgendwann wird der Käfig aufgeschlossen so und dann bin ich draußen und dann ist für mich Tag 1. Und dann sehen die Leute mich live und direkt so gleichberechtigt. Also gleichberechtigt in dem Sinne, jeder hat denselben Ausgangspunkt. Ja gut. Ja genau, ich meinte auch Farid, aber Farid ist ein ganz anderes Thema. Mit Farid können wir auch eine ganze Stunde drüber reden, mir scheißegal. Ja, aber Farid... Ich will dir nur was sagen, damit dir Licht aufgeht vielleicht. Es gibt keinen anderen in Deutschland, der so fake ist wie Kollega. Und das ist der Grund, warum Kollega so viel Erfolg hat. Farid rappt besser als er und Farid rappt schon wirklich sehr... Er rappt 90 BPM, setzt er auf 70 BPM. Das Thema hatten wir schon, in den ersten Interviews. Aber ich sag dir, ja, ich weiß. Aber ist egal, scheiß drauf. Jeder soll rappen, wie er will. Okay. Glaubst du, Farid, was er rappt? Ja. Ich auch. Ich kenne ihn auch. Also, ich meine nur. Ich würde ihm auch glauben, wenn ich ihn nicht kennen würde. Nein, ich meine nur, bei Farid haben wir eine Diskussion, ob er gut rappt, ob er nicht gut rappt. So, aber ich glaube, Farid ist der Typ, was er in seiner Musik ablässt. Ja gut, aber auch er hat, er lacht sich ja auch Schrott über seine Punchline. Viele Punchlines ist auch ein, Punchline ist ja auch Entertainment. Ey, er ist ja nicht blöd. Jede seiner Punchlines ist fiktiv. Na klar, Bruce, aber ich verstehe, was du meinst. Man nimmt ihn als authentisch wahr. Er ist doch ein Typ, der sich irgendwo hinstellt und sagt, du hör mal, Schlampe, blass mir ein. Ja. Hat er doch bestimmt schon gebracht. Ja. So wie er in seiner Musik ist, kann ich mir vorstellen. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich denke auch nicht, mehr geht's doch gar nicht. Aber ich denke auch nicht, dass Kollega privat so ist wie in den Texten. Farid, Alter, können wir gerne jetzt uns drüber unterhalten, ob das gute Musik ist. Ich sage zu dir, Alter, das ist ein ganz anderes Thema. Ja, das ist ein anderes Thema. Genau, ich sage zu dir, bei ihm glaube ich ihm, wenn er rappt, dass der real ist. Fertig, Alter. Was ist mit dem... lass uns nochmal, bevor wir gleich... So viel jetzt zu Props und so. Ja. Würde keiner so reden über Flair. Aber egal. Wegen mir sind viele ex-maskulin, bloß wegen mir gibt es keine Sektenmusik. Du hast recht, ich verkaufe seit 2 Jahren gut CDs, doch allein im letzten Jahr mehr als du in 10. Wer beleidigt Mütter und will Recht haben dafür? Wer übertreibt beim Beef und steht bei Rappern vor der Tür? Mein ganzes Album in einer Zeile, Flair ist ein Hurensohn. Lars Unlimited und ich, wir haben diesen Fanpost-Song letzte Woche zum ersten Mal gehört. Ich schwöre bei Gott, es ist keine Musik, Alter. Ich will damit sagen, so dieser, den Song habe ich nie zur Kenntnis genommen. Es geht mir darum, der Typ stand mit Farid Bang vor meiner Tür. Okay. Er hat doch die Welle gemacht. Das ist okay. Das ist und dann kommen, ja genau, und dann kommen Leute wie du jetzt und sagen, ey, Moment mal, was gibt's denn für ein Problem? Ah ja, ist ja schon zwei Jahre her, ist ja nicht so schlimm. Reden wir mal über Musik, reden wir mal über die letzten 2 Videos, die ich online gestellt habe. Kein Rapper in Deutschland hat bessere Mucke abgeliefert gerade. Ich weiß, ihr seid Fans von Contra K, ihr seid Fans von 187, ihr seid Fans von, wer bringt noch, Farid Bang, blablabla, hin und her. Aber qualitative Musik, den neuen Step, den neuen Schritt, nicht den alten Shit, den neuen Shit. Wer hat das abgeliefert? Mhm. Flair, fertig, Punkt aus.
Die meisten Leute, mit denen ich wirklich ein Problem habe in der Rap-Szene, außer jetzt so ein Kollege, Farid Bang-Thema, waren Leute, die waren bei mir und die wollten was von mir, Alter. Und ich habe denen gegeben, Dicker. Ich war schon, glaube ich, vor 2 Monaten wusste ich, dass ich das Release-Date nicht einhalte. Ah, okay. So bevor irgendwelche anderen, jetzt Farid Bang kommt, glaube ich, auch am selben Tag und so. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, der kommt auch. Ich werde mich freuen, Dicker. Ich werde verschieben und dann sollen Farid und 187 sich mal battlen. Ja, wobei die, glaube ich, gar nicht, die Fans kreuzen sich da nicht, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, nee, ich schätze das nur ab. Ich meine nur ganz entspannt, wer mehr verkaufen wird. Ich glaube, es wird auf jeden Fall sehr, sehr eng. Das ist ja das Verrückte daran. Du streitest dich ja mit Kollege Farid schon so ewig, aber dabei, ihr kennt euch gar nicht. Also das ist halt, man kennt sich. Guck mal, mit Farid hat sich das so gut entwickelt. Irgendwann Farid sagt nichts mehr, ich sag nichts mehr, so ist okay. Er macht seine 100 Bars. Er hat dich auch nicht erwähnt bei 100 Bars. Ja. Krass. Ja. Ich habe schon gedacht, Frieden. Nein, ich meine nur, so ist doch schön. Es ist so gewohnt, dass ihr euch immer ein bisschen so, das war schon krass. Aber nein, ich weiß, mit Farid hat sich das wirklich gut entwickelt. Ich weiß es nicht, ne? Ich habe gar keine Ahnung, ob da was kommt oder nicht. Soweit habe ich sein Album jetzt nicht gehört. Flow JBG, Agro Berlin Zentstation. Ich sehe aus wie eine Testperson für Trembolon. Ist jetzt ein bisschen alte Kamelle, ich will jetzt darauf nicht so krass rumreiten, aber trotzdem bist du zu Flairs Wohnung gefahren am Ende des Tages. So. Ist das dann nicht auch zu viel schon? Das ist auf jeden Fall, ist eine Grenze überschritten. Aber ich meine, ich sag's immer, ich hab's immer gut eigentlich gesagt, wenn einer sich ein Recht rausnimmt, ja, dann muss der andere auch. Das ist jetzt vielleicht widersprüchlich mit dem, was ich davor gesagt habe. Aber du nimmst ja ein Recht raus, dann fange ich auch an. So, weißt du, und wenn Beef so in so einem Level war wie bei mir und Flair oder ist, dann bin ich zu allem bereit. So, ich gehe auch zu den Leuten aus und klar, auf jeden Fall. Warum nicht? Aber das muss ich auch. Das habe ich auch immer gesagt. Das klingt immer primitiv, aber wenn du zu mir Penner sagst, grundlos, jetzt so blödes Beispiel, Penner oder was weiß ich, mir irgendwas machen willst, so, du nimmst dir auch in dem Moment irgendwie das Recht oder eine Frechheit raus, dann erwartet ihr nicht Respekt oder Fairness, so, weißt du, wenn ich dich mit Kacke bewerfe. Ja gut, das könnte ja auf Rap-Ebene beantwortet werden, ihr habt ja auch, ihr habt ja auch genau, auf Rap-Ebene erst geantwortet. Auch. Voll, aber das wird immer dann diese Drohungen und diese... So, ich muss auch, die Wahrheit ist, man muss sich auch vor seinen Fans verantworten. So diese ganze ekelhafte Ansage und das, ey, das ist schon unterste Schublade, das muss auch irgendwann mal aufhören. So. Und deswegen will ich mich da von diesen ganzen Sachen distanzieren. Und ey, ich glaube, das kotzt auch die Leute an, wenn ich jetzt wieder eine Ansage gegen Flair mache und der macht was. Das kotzt die Leute draußen nur an, so, weißt du, ich bin irgendwann auch... Irgendwann ist auch over, so, ne? Genau, ich bin auch ein Rapper, der davon überzeugt ist, dass er was kann. Ich habe 10 Jahre hart gearbeitet und ich war deswegen den Fokus bei den 100 Bars gelegt, dass ich eine geile 100 Bars habe und dass ich für mich sage, ey, das sind die besten 100 Bars, die ich machen kann. Ja. Und das habe ich probiert und ich habe meinen Zuspruch dafür bekommen. Lion T wird interviewt und er wird gefragt... mein Leben in 10 Songs. Nummer 7, mein Mädchen von Flair. Und dann kommt, was er dazu sagt. Dazu habe ich meine erste Freundin entjungfert. Wir fanden Flair echt richtig krass und haben das Lied geliebt. Ey, Alter, wo ich das gelesen habe, ich gedacht, Alter, was geht über den Typen ab, Alter? Weißt du, was ich meine? Wie kannst du jetzt nicht, ich will, das ist kein Diss an Flair, so, Alter, aber du hörst dir... so, weißt du, ich habe mir das so durchgehabt, ich gedacht, Alter, was sind das für kranke Typen? Das ist doch eh nur Promo, was der labert, der dachte. Ja, der labert sowieso so, scheiße, so. Ja, aber... Bisschen so für die Fans, so, für die Fans, so, ja, schon. Und, übrigens habe ich gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass der stand öfters vor Flairs Tür als ich. Kennst du die Geschichten? Nee, was denn? Von diesen Lime, ich habe gehört, der stand so betrunken bei dem vor der Tür. Vielleicht kann Flair willst du das? Ich kann ihn mal fragen, wirklich? Frag ihn mal. Was so, ja, ich will Feature oder was? Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber der soll angeblich betrunken so dahin gefahren sein und stand vor seiner Haustür. So oft, du bist mein Held oder was? Ich weiß nicht, was der von ihm wollte, das weiß ich nicht. Das war auch nichts Bedrohliches, glaube ich. Nein, mehr so. Aber der stand so auf Drogen und so richtig fertig und der war vor seiner Haustür. Ich habe die Geschichte jetzt so 2-3 Mal gehört. Ah, krass. Und mich würde mal interessieren, ob das stimmt. Ja, der ist halt so Alkoholiker und so Sachen habe ich gehört. Aber ich meine, ich beschäftige mich jetzt ja auch nicht irgendwie mit YouTube. Das ist ja so richtig lustig, so ein Flair runtergeht, erwartet Farid und so, ist so voll sauer, kommt so raus, sieht den und smasht den so. Ey, was ist los, du Hurensohn? Ich fick deine Mutter, Alter. Was? Aber er ist so enttäuscht. Ich habe gedacht, ein Kampf, wer bist du? Wenn ich Flair angreifen wollen würde, dann wäre mir das scheißegal, mit wem der war oder mit wem der ist.
Ich empfinde es nicht für notwendig, so, weißt du, ich habe alles gesagt gegen den, was ich sagen wollte, und ich hatte jetzt nicht nochmal irgendwie Bock, jetzt wieder ein ganz Album gegen Flair zu machen. Ich glaube, Asphalt Massaker 3 hat er eigentlich schon genug abbekommen von meiner Seite aus, und irgendwann reicht's auch, das ist auch langweilig, so, jetzt wieder Flair, verrückt, ey. Das wäre so, als wenn jedes Jahr, was weiß ich, Alter, dieselben Boxer gegeneinander kämpfen, so 5-6 Mal hintereinander, das macht keinen Sinn. Also man, guck mal, ich muss auch eine Sache sagen, ich verurteile nicht meine alten Aktionen so. Also du musst das auch so sehen, wenn mich jemand herausfordert, ist es meine Entscheidung, wie ich die Herausforderung annehme. Also es gibt hier keine Regel oder ein Regelbuch, was sagt, so, bei Beef darf man das machen, das nicht, das nicht, das nicht, sondern da ist jeder in seiner Kreativität gefragt, wie er das gestaltet und wie er das macht. Und es ist eine Herausforderung, wenn wir in Hardcore-Beef sind und Flair gesagt hat, komm zu mir nach Hause, wenn du bla bla, dann habe ich die Herausforderung angenommen oder vielleicht auch die Einladung. Ich weiß ja nicht, was er mit mir davor hatte, aber es ging ja niemals darum, mir jetzt zu sagen, ich gehe jetzt zu jedem nach Hause und lauf da rum, klingel jetzt mal hier Deutschrap ab. Ich habe auch nicht explizit von mir gesprochen über diese Ansagen. Ich habe generell über diese ganzen Videoansagen und ich fick dich, komm nicht in meine Stadt, du hast jetzt hier Verbot und wenn du hier hinkommst, so diese lächerlichen Aussagen, so diese richtige ekelhaft, so wenn du das siehst, wo du sagst, was will der Typ damit machen, außer sich ekelhaft bei den Leuten darstellen, so die sich um jeden Preis profilieren wollen mit Gewalt und mit du Hurensohn und bla bla, Alter. Möchtest du mit Flair an einem Tag releasen? Ey, ist mir scheißegal, soll der releasen, Mann. Das ist doch, soll sein Album machen und seine Fans müssen zufrieden sein, Alter. Ich glaube, den juckt das doch nicht, dass der, ob der besser oder schlechter chartet oder so. Das ist jetzt nicht so ein Verkaufsbattle oder was weiß ich. Ich zieh kolumbianisches Koks und schmeiße Handgranaten in das Agrobüro. Die Frage war natürlich darauf abgezielt, ob man sich irgendwann vorstellen könnte, sich mit Flair zu vertragen. Von ihm gab es ja auch in letzter Zeit einige sanfte Worte in deine Richtung. So von wegen top und freut mich, dass jetzt endlich wieder ein Album kommt. Ja, was denkst du, dass man sich irgendwann mal an den Tisch setzen kann, also in 10 Jahren, und sagt, ey, wir haben Grenzen überschritten und scheiß drauf oder so? Momentan auf jeden Fall kann ich sagen, dass wir brauchen uns nicht zu vertragen. So. Wir brauchen es nicht. Flair, ich sehe den jetzt gerade auch im Moment so, ey, soll sein Ding machen. Aber eine Sache muss man halt einfach bei mir wissen. Ich bin ein loyaler Mensch. Und meine Loyalität hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Und ich kann es nicht, nicht, dass ich mir Kollege oder das verübel, ich will es mir selber verübeln, wenn einer einen Kollege angreift und ich mich nur neutral dazwischen stelle. Und ich meine, zwischen Flair und mir, da ist sehr vieles vorgefallen. Seine böseren Aktionen liegen schon weiter zurück als meine böseren ihm gegenüber. Und daher ist gerade, Alter, ich habe auch nicht das Bedürfnis, ihn jetzt jedes Mal zu beleidigen oder sonst irgendwas. So, der Typ soll sein Ding machen, soll seinen Erfolg haben. Ich war niemals ihm gegenüber negativ. Und ich glaube, aus der ganzen Geschichte hat er vielleicht auch was gelernt aus diesem ganzen Beef mit mir und so, dass das einfach für ihn nicht klug war und so. Ich will den auch jetzt nicht abstufen oder negativ oder irgendwas so beleidigend werden oder so. Das ist meine ganz objektive Meinung. Also nicht jetzt aus meiner persönlichen Sicht, sondern meiner Meinung nach hat er einfach viel eingebüßt mit den ganzen Sachen. Aber ich persönlich habe keinen Hass gegen ihn. Ich hatte einen extremen Hass gegen ihn vor 2 Jahren. Wo, wenn ich ihn da gesehen hätte, ich war am Explodieren, so, weißt du? Aber jetzt mittlerweile, es hat sich gelegt bei mir. Ich empfinde keinen Hass gegen ihn. Ich habe keine böse Absicht gegen ihn, ich muss ihn nicht angreifen. 1000 Leute haben zu mir gesagt, hey, die sind in Köln, lass uns die angreifen. Da habe ich gesagt, nein, warum soll ich das machen? So? Ich möchte das nicht. Ich will das nicht. Ich bin nicht so der Typ, ich will solche Sachen nicht machen und ich empfinde keinen Hass. Natürlich hat er sehr verletzende Sachen mir gegenüber gesagt, die ich auch so nicht tolerieren kann. Das heißt, man muss sich nicht zwingend über den Weg laufen. So, man muss einfach vielleicht sich meiden, er und ich auch einfach uns über den Weg zu laufen. Man muss sich auch jetzt aber auch nicht die ganze Zeit dissen und man muss auch nicht Freunde sein. So, alles cool.
einfach neutral und drauf scheißen. So soll jeder sein. Vielleicht ist dieser Rap-Beef auch gesund. Mhm. So, das finden die Fans ja witzig, wenn der eine den anderen beleidigt, so bist du auch spaßig. Auf eine bestimmte Ebene ist das witzig. Aber wenn er so läuft wie bei mir um Flair, dann ist das nicht mehr witzig. Vielleicht ist es dann für einen witzig, für den anderen nicht mehr so. Weißt du, da sind Sachen, die Wörter, die da fallen und alles für schaulustige Teenager so. Weißt du, das ist nicht Sinn der Sache so. Also man muss ein bisschen Ernsthaftigkeit da reinbringen und auch so einen Cut machen, so, weißt du? Wird es wieder einen Klingelstreich bei Flair geben? Wieso wieder? Also ich weiß nicht, wann es einen Klingelstreich da gab. Wenn ich jetzt mit 187 und Farid Bang releasen würde, ich wüsste 100%, dass ich nicht vor denen landen könnte. Weil, würde das am Ego kratzen? Oder scheiße? Nein, weil sonst würde ich es ja jetzt nicht sagen. Yeah, okay. Ich sag jetzt faktisch, 187 und Farid Bang würden 1000% mehr verkaufen als ich. Aber keiner von denen macht bessere Musik als ich. Keiner von denen. So deswegen, warum, also hat nichts mit meinem Ego zu tun. Keiner von denen rappt besser als ich, hat einen besseren Sound, hat eine bessere Platte abgeliefert. Aber ist auch nicht schlimm. Also ist kein Beef, so ist kein Diss, so ist ja meine Musik und ist mein Style und meine Art. Und wenn die dann am Ende mehr verkaufen und mehr abliefern und mehr Hype haben, dann haben die anscheinend irgendwas richtig gemacht. In letzter Zeit gab es ein Stück weit versöhnliche Töne aus Farids Richtung. Mhm. Er meinte auch im letzten Interview von Straßensound von wegen so, ich habe keinen Hass mehr gegenüber Flair. So, wenn ich ihn sehe, so, ich verspüre jetzt keinen Drang von wegen irgendwas zu machen. Oder war in Düsseldorf und ich dachte mir, okay, schön, dann ist er halt hier. Mhm. Könnte man sich da irgendwann mal versöhnen, beziehungsweise in Miami chillen? Es ist natürlich übertrieben, auf die Line natürlich spezifiziert. Ich glaube sowieso, auch zu dieser harten Beef-Zeit zwischen mir und Farid, hätte man sich mal in Miami getroffen, glaube ich, wäre sowieso kein, also dann wäre sowieso wieder, wäre bestimmt überraschenderweise das cool gewesen. Mhm. Also ich glaube, wenn die ganzen Rapper, die in Deutschland miteinander Streit haben, sich irgendwo im Ausland treffen würden, speziell in Miami, glaube ich, ist ein guter Ort, dann, also ich glaube, zwischen mir und Farid wäre dann schon viel früher mal irgendwie das ein bisschen lockerer geworden, aber ja, aber wie gesagt, also ich habe ja dann auch irgendwie dann lange Zeit, so wie du gerade meinst, auch gesehen, dass er da eigentlich cool ist und mittlerweile auch einen Punkt gefunden hat und so, und finde ich cool, also es gab ja nie wirklich stark kriminelle Sachen, die wir gegeneinander gemacht haben, ja, wurden halt ein paar Sachen gesagt, die gingen auf jeden Fall zu weit, und da würde ich auch heute noch von zu ihm sagen, von beiden Seiten her, ja, von beiden Seiten her, da würde ich auch heute auch zu ihm sagen, ey, pass mal auf, das fand ich nicht cool, dann wird er sagen, das fand ich nicht cool, und dann ist auch eine gute Sache, wo viele überrascht waren, war ja auch schön, also schade, dass Felix das nicht so auf die Reihe kriegt. Zeichen meines Comebacks sind Fanhysterien, Einschusslöcher in deinem Range Rover Jeep, laufe schwer bewaffnet durch das Zentrum Berlins. Du Zinker, gehst andere bei den Cops verraten, fall ich durch Zinken auf der nur wegen der Boxernase. Am iPhone blasen sie, machen gerne einen auf mutig, doch sie sind Heimscheißer wie Flair in seiner Jugend. Ich bin Escobar. Und macht deine Crew ein Label Sampler, sieht man zwei Hunde auf dem Cover wie beim Zuhälter Take 4. Chill in Dubai, du weißt, dass du Freunde hintergehst. Die Straße vergisst nicht, dass du auf der Zeugenliste stehst. Ah. Ich lass dich für deinen Text bezahlen, als wenn ich Ghostwriter wär. Wie Motrip bei Bitcoin, diese ausländischen Trainer machen auf authentische Rapper, doch verkaufen nichts wie Bettler. Nuttensohn, ich fick deine Cordon-Sportjacke und beende dein Konzert mit einer Molotow-Flasche. Agro Berlin oder sag ich mal Agro kriegt oder Sektmusik kriegt ja auch sein Fett weg, glaube ich. Oder du sagst irgendwie eine. Ich schmeiß ja Handgranaten in das Agro-Büro. Droppst du immer noch ein paar Lines so gegenüber? Ne, so 2016 nur Agro, das ist raushauen. Guck mal, das sind alles Leute, die uns belächelt haben. Und ich meine, so Agro-Leute, die sind ja immer noch im Geschäft. Ich habe keinen Respekt für die. Also die sollen das ja immer spüren, in jedem Moment, wo ich das denen zeigen kann. Sollen die Leute, denen ich keinen Respekt gegenüber habe, das immer zu spüren kriegen. Vor allem, das sind Fotzen. Die haben immer so einen auf Independent getan und ja, wir sind Straße, wir haben jetzt Jungs von der Straße und so hippie-mäßig. Was die Majors früher bei denen gemacht haben, bei Agro Berlin, wo die Leute gedisst haben, haben die zu anderen Zeiten bei mir gemacht, wo ich mit Asphalt Massaker 2 oder so war das, irgendwelche Mahnschreiben. Rapper stehen vor der Tür, bei Patrick und frieren. Ich chille auf der Couch und bin desinteressiert. Rapper klingeln und renn weg im Sekundentakt. Du bist im Kampfsportverein, doch Faris Leute schelten dich in Frankfurt am Main. Und
Und ab heute traut sich keiner mehr, ihr Klingelstreich. Ich bin Gangster Frank, 9mm white. Ed Flair. Wenn der Pickeljunge vorher zur Kosmetik geht und sein Gesicht behandeln lässt, fasse ich ihn gerne an. Unsere Kackfresse des Deutschraps. Hat das Flair wirklich gesagt? Ich sag mal so, wer im Scheißhaus sitzt, der sollte da nicht mit Toilettenpapier oder sowas rumschmeißen, oder wie der Spruch da heißt. Findest du dann auch, dass Flair auch gut gekleidet ist? Ich glaube schon. Ich glaube, ja. Der legt so Wert drauf. Ne? Der hat doch so ein bisschen, ne? Der legt schon Wert auf seinen Klamottenstil. Ja. Wenn ich meine Hausadresse poste und jemand will was von mir, dann kann er kommen und dann findet er mich. Und nicht mit Klingeln, mit Kumpels und dann wegrennen. Soll doch der Rapper, jeder Rapper, der sich mit mir anlegt, soll doch erstmal seine Adresse posten. Dann können wir weiterreden. Das ewige Problem, was ich mit Kollega Farid Bang und diesen ganzen Leuten hatte, wenn wir immer Beefs gemacht haben. Mit Farid Bang, ich will jetzt nichts Schlechtes über ihn sagen, weil die Sache ist gegessen. Er chillt, warum soll ich jetzt was sagen? Hiernach existierst du nicht mehr, hiernach sagt man nicht mehr, Bruder, du wurdest gefickt, sondern du wurdest geflärt. Mit Flair, die Sache ist schon mittlerweile gegessen. Das ist schon 2 Jahre her, dass ich ihn das letzte Mal gedisst habe, glaube ich. Und irgendwann ist auch Schluss damit, so, weißt du. Die Sache ist für mich schon lange gelaufen. Und ich denke für ihn auch, und der macht auch seine Sachen. Und wie gesagt, wir haben alles gegeben, alles beseitigt. Ich habe keinen Hass mehr in meinem Herzen gegen ihn. Nichts Negatives mehr gegen ihn. Und alles cool. Das war das erste Mal, dass du Farid gesehen hast, ne? Ja, das war das erste Mal. Ich habe ihm auch gesagt, wo wir uns dann gesehen haben. Wir haben ja dann haben uns an einem neutralen Ort getroffen. Neutral in dem Sinne, ja. So dass ich habe mich schon, wo wir den Termin gemacht haben, so, dann habe ich mich da schon hinbewegt und dann war schon klar, okay, wenn wir uns sehen, so, dann weiß keiner, was passiert. Man sagt zwar jetzt, okay, man trifft sich so, ja. Aber du kennst den anderen nicht. Du weißt ja, nicht, okay. Ja, ihr kennt euch ja tatsächlich gar nicht. Und ja. Gibt's linke Tour, ja. Gibt's linke Masche, gibt's. Gibt es irgendwelche Aktionen und so? Ja, und dann habe ich ihm auch gesagt, Dicker, so wie du jetzt gerade vor mir sitzt, also wenn ich hatte oft geplant, den zu jagen oder aufzulauern. Ja, eine Zeit lang. Genau, haben wir auch offen drüber der geredet. War ja, auch vor deiner Haustür. Ja, ja, genau. Und ich habe mir immer so gedacht, okay, Alter, wenn ich, also man bereitet sich ja vor, okay, man wird sich schon mal treffen. Und auch die Leute, die, wenn ich getweetet habe, wenn ich bei Facebook geschrieben habe, ich werde dich ficken, ich will dich. Aber Dicker, man war ja auf 180. Mhm. Wo ich ihn dann zum ersten Mal so gesehen habe, da so habe ich einen Scherz gemacht. Dicker, du siehst größer aus als in echt. Also du siehst in echt größer aus als im Internet. Und da hat er auch gelacht und also es ist eine, ich sag dir ganz im Ernst, es ist eine komische Situation gewesen, so, weil der sitzt da vor dir, Alter, und du merkst, der ist ein lustiger Typ. Also ganz viele Leute, die ihn kannten und mich kannten, viele haben mir gesagt, ey, wenn ihr euch sehen werdet, ihr werdet auf einem ganz anderen Level miteinander reden, so. Und natürlich, wo wir uns dann das erste Mal getroffen haben, so musste auch erstmal viel gequatscht werden. So. Es war jetzt auch nicht so, dass man da, bevor ich überhaupt den Entschluss gefasst habe, mit ihm zu reden, musste ich auch bei mir eine Menge Leute fragen. Ja, klar. Ich habe mit meinen Kumpels geredet, ich habe gesagt, hört mal zu, Dicker, da könnte sein, dass ich mich mit dem treffe, könnte sein, dass wir reden, so, was haltet ihr davon? Ist okay für euch, so nach dem Motto. Naja, und dann hatte ich sozusagen das Go von meinem Camp. Und dann haben wir halt gequatscht, Alter. So, dann haben wir natürlich erstmal, wir haben natürlich auch über die Sachen geredet, die vorgefallen sind. Aber dann am Ende des Tages, wenn du mit jemandem gegenüber sitzt, dann denkst du dir auch, okay, wollen wir jetzt nochmal 8 Stunden quatschen? Wollen wir uns nochmal 5 Mal treffen und jeden Satz? Oder wollen wir den Cut jetzt machen und wollen in die Zukunft schauen? Und das kam dann auch von ihm, dass er so gesagt hat, ey, Dicker, ja, er weiß ja, wie er ist. Und ich weiß, wie ich bin. Und wir haben uns beide nichts geschenkt, würde ich mal sagen. Und mir war dann auch einfach nur wichtig, Alter, dass
in den letzten Monaten, in den letzten Jahren so, hat er ja auch von sich aus die Sache, ja, auch sozusagen. In dem letzten Interview bei mir. Genau, bei dir, genau. Oder davor auch. Genau. Ich finde das immer so cool, wenn Leute dann so reden, so, ja, okay, der hat jetzt meine Mutter beleidigt, das heißt, ich darf mich nie mehr mit ihm vertragen oder was. Also, ist doch okay, das heißt dann jedes Mal, wenn irgendjemand, keine Ahnung, meinetwegen meine Mutter beleidigt hat, meine Frau beleidigt hat, meine Kumpels beleidigt hat oder mich vielleicht abstechen wollte oder mich vielleicht auf der Straße sind schon Messerattacken gekommen, diesen Leuten habe ich auch verziehen. Also ich habe auch in Berlin schon Leuten, wo viele Leute jetzt sagen zum Beispiel, ja, du verträgst dich jetzt mit Farid, aber du hast jetzt gerade mit Bushido kein gutes Verhältnis und Bushido hat Stress mit Kollegen, ja. Und diese ganzen, es geht ja bei den Leuten, die Leute drehen ja wie kleine Kinder, es geht ja immer um, du bist cool mit dem, dann darfst du nicht cool mit dem sein. Du bist cool mit dem, dann darfst du nicht cool mit dem sein. Ich sag dir ganz im Ernst, ich bin cool mit wem ich will. Weil ich muss für mich persönlich den Menschen in die Augen sehen und rede dann mit dem so. Und wenn ich merke, okay, die Initiative ist da, der kommt auf mich zu so, dann habe ich auch schon bei ganz anderen Sachen gesagt, okay, ich verzeihe dir. Vielleicht bin ich, da können vielleicht viele Leute ja mir jetzt vorwerfen, ich wäre zu gutmütig oder ich wäre zu großherzig so. Aber was ich mir nicht erzählen lasse, ist, wenn dann irgendwelche Typen, irgendwelche Halbstarken dann so reden, so, oh, wallah, jetzt bist du kein Mann mehr, jetzt bist du ein Dings. Also ich bin der Meinung, ich bin mehr Mann, wenn ich einfach alleine in irgendeine Stadt fahre, so, da wo derjenige lebt, ich komme hin, setze mich an den Tisch und sage, erzähl, was gibt's. Hätte ja auch schief gehen können. Die Leute sehen uns ja von außen, die Leute sehen, ich poste was, ja. Er postet was, Bushido postet was, wir entfolgen, wir followen. Die Leute sollen mal klarkommen. Wir haben hier keine Timeline, Alter, wir haben hier keine Pläne, Alter, wo wir sagen, okay, der postet jetzt das, dann poste ich das. Wir machen auch aus dem Bauch hinaus. Das heißt, Alter, natürlich hat das Foto, was jetzt vor ein paar Stunden gepostet wurde nicht vor ein paar Stunden gemacht. Das eine, das ist immer krass bei den Leuten, das eine schließt immer das andere aus. Ich vertrage mich mit dem, ich muss Streit mit dem haben. Die Leute müssen einfach verstehen, Dicker, dass es dabei auch geht, einfach Ruhe reinzubringen, Alter. Und nicht immer, ich vertrage mich mit dem, jetzt habe ich einen neuen Streit. Was ist das für ein Blödsinn, Alter? Wusstest du vorher oder hast du darüber nachgedacht, dass wenn man sich verträgt... Dass Leute dann kommen werden und sagen, wenn du, finde ich nicht so gut? Ja, oder einfach, was hast du gedacht über Reaktionen? Das Thema mit Bushido geht schon seit Jahren. Dass ich mit Bushido gerade kein gutes Verhältnis habe, hat nichts mit Farid zu tun. Das hat was mit mir zu tun. Natürlich sind wir am Ende des Tages Businessmänner, Musiker, wir sind schlau. Wir sind doch nicht dumm, Alter, wir wissen doch ganz genau, was... Also, auch wenn das, also für mich persönlich ist das natürlich ein bisschen mehr Seelenfrieden. Ich weiß, guck mal, jahrelang haben wir uns gegenseitig beleidigt, haben unsere Witze gemacht. Wir haben uns auch ein bisschen zum Affen gemacht vor der Welt. Ihr habt doch alle gelacht, hat doch Spaß gemacht für euch. Wir haben doch alle entertained. So und natürlich ist es für mich mehr Seelenfrieden, dass ich sage, okay, boah, cool, Ruhe. Ja, es hat ein ekliger Gegner, ne? Mit Farid willst du keinen Beef. Genau. Du hast das ja durchgemacht. Genau. So. Aus erster Hand, weißt du das. Ja, genau. Ja. Und, aber bei mir weiß man halt auch, dass ich so jemand bin, so, wenn ich mich reinsteige, dann bin ich halt auch so ein Hitzkopf. Und am Ende des Tages, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, natürlich sind wir am Ende des Tages auch Businessmänner. Und wissen, okay, wird eine geile Sache, die Leute werden abfeiern, ja, klar, die Leute werden spekulieren. Man ist ja nicht blöd, man weiß ja, man kann in die Zukunft schauen. Ihr habt euch jetzt die Hand gegeben und wahrscheinlich komplett ausgequatscht. Ich nehme an, ihr habt Nummern ausgetauscht und Kontakt. Schreiben. Folgt ihr euch, ja, genau. Ja. Könnte da auch was Musikalisches kommen? Klar, warum nicht? Klar. Aber bei mir, jeder weiß, wer bei mir im Studio ist, der rappt 1:1 jede Line. Ich werde jede Line in den Takt packen, das muss also miesen. Bei mir ist, frag jeden, wenn ich mit Farid einen Song machen würde, ich schwör's dir, Farid würde auf diesem Song so klingen, wie er vorher noch nie auf dem Song performt hat. Das wäre mein Anspruch. Ja, sehr gut. Sag mal, bei mir, ich würde dir sagen, okay, du kannst beleidige mal deine Mütter und oder fick mal Mütter so, aber ich würde gerne mit ihm einen Song machen, wo die Leute sagen, genauso wie ich auch für den neuen Bushido-Song, für das neue Bushido-Album einen Song gemacht habe. So, und genauso würde ich, und mein Anspruch ist genauso, wenn ich mit Farid einen Song mache, würde ich, dass die Leute, boah, Flair hat mit Farid einen Song gemacht. Ich habe den Song ja dann auch sozusagen mitproduziert. Und das betone ich ja immer wieder, dass es mein persönlicher Anspruch ist, dass ich so das... Ich habe dann, wenn ich mit jemandem Musik mache, dann habe ich Vision dahinter. Und ich würde nicht mit Farid ins Studio gehen und einen Song machen, der dann... Weil wir beide jetzt einen Song machen. Das würde so ich nicht machen, nein. Auf es muss schnell. Auf schnell. Sinn haben. Genau, es muss eine Nummer sein, so... Vielleicht auch, wo er dann halt auch sagt, geil, hätte ich vorher nicht so gemacht. Und ich muss auch im Studio mit ihm sein und sagen, geil, hätte ich vielleicht vorher so nicht gemacht. Also das ist so... Das ist für mich der persönliche Anspruch. Was ist mit Kollega? Weil es ist ja irgendwo, es ist das... Natürlich habe ich nicht Kollega, natürlich habe ich nicht mit Farid da gesessen, aber ja, weißt du was, aber Kollega ist voll scheiße. Natürlich nicht. Ich dachte, und wie geht's dem, alles okay? Und hin und her und wir hatten aber, glaube ich, erstmal eher unsere Baustellen. Ja, natürlich. Also das war dann erstmal so, wir haben jetzt nicht noch über andere Leute geredet, die nicht im Raum sind. Mhm. So, aber
Kommt Zeit, kommt Rat, Alter. Also, es ist schon vor länger her, wo wir mal darüber geredet haben, ob man sich, weil man mit Farid treffen kann, hast du gesagt, guck mal, dass dein, vom Herz her wärst du offen, weil in Interviews war immer positive Vibes. Also, was ich damit auch, damals auch meinte, ist, dass ich kann Farid als Typen mehr fassen. Der ist laut, der ist auch manchmal emotional. Wenn er auf dich kackt, dann kackt er richtig. Ihr seid ähnlich, so genau. Typen, ich kann Kollege einfach vom Typen her und auch von der Musik her nicht so sehr fassen wie ein Farid. Ich hatte bei Farid manchmal die Momente, wo man so von damals schon diesen ersten Song, wo er da vor diesem Polizeiauto stand, wo Echo ihn noch gesigned hatte. So, da haben wir in Berlin alle gesagt, okay, krass, das ist straighter Rap, Alter, so. Und das ist die einzige Sache, die ich bei Kollega, wenn ich ehrlich bin, noch nicht habe. So. Das Kriegsbeil begraben. Ich hätte aber auch nie gedacht, wirklich, dass Bushido mit Kollega und Farid Bang auf einen Song passt. Es war nicht der stärkste Song. Viele, genau, das ist das Problem. Viele haben so gedacht, die haben sich irgendwie... 3 Jahre vorher getroffen schon. Ja, oder ich genau. War damals, genau wie alle... Gespannt. Wow, Alter, die drei, Alter. Uff. Und dann hieß er auch noch Gangsta Rap Kings und alles. Für mich... Bushido, Kollega und Farid haben selber schon krassere Songs gemacht. Allein. Genau, genau. Das ist natürlich ein Ereignis, so ein Song, wenn drei so eine Typen auf einem Song sind. Aber wenn dann der Song kacke ist, dann ist es kacke. Ja. Und das verstehe ich halt leider nicht, dass dann so in Deutschland, das ist dann nicht so wichtig, dass der Song so gut ist. Hauptsache die Names. Hauptsache die Names. Ja, ja, ja. Und deswegen habe ich das damals auch krass belächelt. Darum sage ich jetzt nicht, oh ja, auf einmal Kollege, bester Typ der Welt. Nee, du hast der beste. Weißt du, was ich meine? Feature mit Farid 100%. 100%. Blute für jeden von denen, selbst wenn es stürmt oder regnet. Mit Frank White, die Kids warten umsonst. Denn wir sind ein Team, sind zwei Cheats wie der Spitzname Buffons. Der einzige, den ich nicht so vom Herzen hasse, ist Flair. Ich genau.